Ja, herzlich willkommen hier auf dem Duisburger Großmarkt zum zweiten Kochkurs mit der freundlichen Unterstützung der Volksbank Rhein-Ruhr. Wir freuen uns, in diesen ungewöhnlichen Zeiten Gewöhnlichkeit zu Ihnen nach Hause zu bringen, Kocherlebnisse und wunderbare Sachen. Ich freue mich sehr, dass Claudia heute durch die Sendung führt, aber am meisten freuen sich natürlich die fast 160 Teilnehmer, die ihre Kochboxen in ihren Küchen alle bereitstehen haben, dass Roger Achterrath heute wieder kocht und es gibt Kalbsbäckchen und wirklich tolle Sachen. Also, aber dazu mehr von Claudia und von Roger. Viel Spaß. Ihnen wünschen wir viel Spaß und guten Appetit und einen schönen Abend. Bis bald. Ja, vielen herzlichen Dank auch von mir, von der Volksbank Rhein-Ruhr. Ein herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Behrens und ich freue mich, dass wir heute zum zweiten Mal hier, ich nenne es mal gemeinsam am Herd stehen, auch wenn Roger heute mehr kocht als ich. 160 Gäste warten vor dem Bildschirm auf den zweiten Online-Kochkurs. Die Kochboxen sind verteilt, die Zutaten stehen hoffentlich schon bereit, denn wir kriegen langsam ein bisschen Routine. Wir wissen aus dem letzten Mal, wir müssen zwischendurch ein bisschen langsamer werden. Das werden wir auch tun. Wenn Sie den Wunsch haben, dass der Roger das herzliche Menü, was wir heute kochen werden gemeinsam, etwas langsamer zubereitet, schreiben Sie es gerne an marketing@volksbank-rhein-ruhr.de oder an die Handynummer, die Sie gleich im Chat dort sehen werden. Dort können Sie auch alle Fragen stellen, alle Fragen zum Ablauf, alle Fragen zum Menü. Einfach her mit den Fragen. Genau, ich werde immer wieder zwischengrätschen und Ihre Fragen an Roger stellen. Ich würde sagen, an die Töpfe fertig los. Wir an die Töpfe fertig können los. Beginnen und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß und nachher einen guten Appetit. Ja, von mir auch ein herzlich willkommen. Ich erzähle Ihnen mal ein bisschen, was wir heute Abend kochen wollen. Das haben Sie ja schon zu Hause. Sie haben die Kochbox bekommen mit allen Zutaten. Gut wäre, wenn Sie das so ein bisschen organisieren nach den Gängen, in den Farben, wie wir es gemacht haben. Die weiße ist die Vorspeise, also das Bruschetta. Da fangen wir nämlich mit an. Das Bruschetta wird als erstes serviert nachher. Wir werden dann die Suppe servieren, die Kürbissuppe. Die Kürbissuppe hat eine Einlage mit Chorizo, Kürbiskern und schönen Croutons. Dann haben wir die Kalbsbacke mit dem Pastinakenpüree, den Granny Smith, der Brunnenkresse und zum süßen Abschluss machen wir dann die Crêpe Suzette, klassisches Gericht, mit einem Vanilleparfait. Wir werden starten beim Kochen gleich mit der Ochsenbacke, nur damit Sie eine Idee bekommen, in welcher Reihenfolge wir kochen werden. Wir werden die Ochsenbacke machen, weil Sie, wenn Sie das Rezept gelesen haben, sicherlich schon festgestellt haben, dass es 2,5 Stunden dauert, bis das gar ist. Deswegen sollte das zuerst auf den Herd, in den Backofen dann. Danach werden wir das Vanilleparfait fürs Dessert machen, weil auch das ein bisschen länger braucht. Nicht von der Zubereitung, aber von dem Punkt, bis es dann nachher durchgefroren ist, wie so ein klassisches Eis. Also in der Reihenfolge können Sie sich gleich die Rezepte schon mal sortieren. Dann werden wir das Brot ansetzen, also das eigentliche Ciabatta, wo wir nachher die Bruschetta draus machen. Wir backen ein Brot, das Brot wird dann in Scheiben geschnitten und wird dann, Sie haben eine Leberpaté und kalkgerührte Preiselbeeren bekommen. Die werden auf dem Bruschetta angerichtet und Sie geben dann im Nachhinein. Danach werden wir zubereiten die Suppe, die Kürbissuppe, dass die auf den Herd kommt, zum Kochen kommt. Danach das Pastinakenpüree. Und wenn wir dann alle Töpfe, Sie sehen schon, ich habe ein bisschen was vorbereitet, auf dem Herd haben, dann kommen wir zu den kleinsten Arbeiten, der Einlage der Suppe, den Granny Smith Salat, die Vinaigrette, die Garnitur für unser Dessert. Aber in der Reihenfolge wollen wir kochen. So. Ja, es hört sich, also wenn man das alles so im vollen Umfang hört, ich habe es ja vorher gelesen, hört sich das schon ganz schön herausfordernd an. Also ich bin sehr gespannt, freue mich darauf. Ich muss auch sagen, am Anfang habe ich gesehen, Kalbsbäckchen und ich kenne das 80 Grad im Ofen und dann sind die immer schon 6-8 Stunden da drin. Ja, das kann man machen. Sie können es halt rückwärts, also dass man mit wenig Temperatur lange Garzeit erzielt. Wir werden die jetzt gleich anbraten. Ich nehme das schon mal rüber, dann kann ich da schon mal ein bisschen was erzählen. Also Sie haben ja die Box, wo die Kalbsbäckchen drin sind. Ja, das sind die Kalbsbäckchen. Ich stelle mir das alles mal so hin, damit Sie sehen, was wir haben. Der Kalbsfond ist dabei. Oder Rinderfond, den haben wir angesetzt von den Kalbsparüren, die wir bei den Bäckchen weggeschnitten haben. Parüren sind die Abschnitte, die überbleiben, fettige, sehnige Teile. So, dann haben wir Weißwein, der ist bei Ihnen auch dabei. Wir haben reichlich Zwiebeln. Das Gericht lebt eigentlich davon, dass es diesen kräftigen Kalbsgeschmack hat. Schöner Weißwein, um eine Spritzigkeit ins Gericht zu bringen. Und die Zwiebel gibt der Soße nachher eine schöne Sämigkeit. Abgeschmeckt wird das Ganze mit einer Mélange Noir. Pfeffermischung von Ingo Holland, das bricht nachher, die Kalbsbacke ist ein schönes, saftiges, aber auch durch die durchzogenen Schichten des Kollagens in der Kalbsbacke gibt es eine Weichheit, aber das macht die auch ein bisschen ruhig deftig und auch ein bisschen schwerer, was ja zu der Jahreszeit jetzt super passt, aber die Zwiebel und der Pfeffer, die Säure vom Weißwein brechen das so ein bisschen. So, wir fangen mal an, ich habe einen Topf auf dem Herd,
Am besten etwas größere Fläche der Topf. Ich hatte Ihnen geschrieben, Sie können auch einen Bräter dafür nehmen, den Sie dann nachher so in den Backofen schieben. Ich werde das in dem Topf machen, werde die Kalbsbacken in dem Topf braten und auch darin nachher schmoren. Die Kalbsbäckchen, wir haben Ihnen die geschickt, die sind schon ein bisschen pariert. Manchmal hat man hier oben drauf ein bisschen mehr Fett, das haben wir weggeschnitten. Diese sehnige Schicht, die oben drauf ist, auch unten drunter ist, die muss bleiben. Das ist das, was das Gericht nachher am Ende wirklich typisch macht und den ausgezeichneten Geschmack vermittelt. Dann haben wir Mehl dabei. Ich verteile das mal in so eine Schüssel oder in so einen Einsatz. So, Sie geben die Backen ins Mehl, mehlieren die von beiden Seiten. Den Topf habe ich auf ca. 5-6 gestellt, sodass wir eine mittlere Hitze haben, sodass wir leicht anbraten können. Dann geben Sie in den Topf ein wenig Pflanzenöl, was Sie sich ja auch schon vorbereitet haben. Ruhig ein bisschen mehr, damit es auch richtig braten kann. Das Melieren dieser Kalbsbacke hat eigentlich die Idee und den Hintergrund, dass es nachher die Soße ein wenig bindet. Ja, also wir wollen nachher nicht abbinden, die Soße wird nur durch die Bindung der Zwiebel, die wird nachher püriert, eine schöne Sämigkeit erreichen. Aber damit die sich nicht auf dem Teller trennt, gibt es ein bisschen Mehl zum Anbraten dabei und das nachher wird sich nachher wieder in der Soße finden. So, wir würzen die Kalbsbacken mit normalem Salz und in dem Fall jetzt erstmal den geschroteten Pfeffer aus Ihrer Pfeffermühle. Und das beides von beiden Seiten. So, wer eben Zeit hat oder vielleicht fleißige Helfer hat, der kann schon mal die Zwiebeln schälen lassen. Ich mache da gleich auch, aber da bin ich mit Sicherheit ein bisschen schneller als Sie. Da können Sie ruhig schon mal mit anfangen. So. Ich empfehle Ihnen, den Rat zu befolgen, denn das ist entscheidend, die Vorbereitung. Ah, guck mal, Entschuldigung, jetzt habe ich es vergessen. Wir schneiden die Kalbsbacke bitte noch einmal in der Mitte durch. Ja, dann haben Sie nachher direkt die Portionen, wie Sie sie für sich nachher brauchen. Also Sie haben 4 Backen, jeder sollte nachher am Teller 2 Stücke haben. So, Sie hören schon, es brutzelt so ein bisschen. Es ist jetzt nicht ganz heiß, ne? Das ist jetzt ist schon so, Temperatur, ne? Ja, es hat so eine Temperatur, es soll nicht so super heiß sein, es soll jetzt nicht wie ein Steak braten, sodass es so richtig scharf und verkrustet direkt, sondern leicht anbraten. Weil in der Zeit, wenn wir jetzt vielleicht Zwiebeln schneiden und schälen, haben wir ein bisschen Zeit und okay, dann kann das langsam braten. Schön. So. Das Mehl entsorge ich mal. Sie brauchen nachher ein Gefäß, eine Schüssel oder ein Gefäß, wo Sie gleich die Kalbsbacken, wenn die angebraten sind, rausholen, drauflegen, damit Sie in dem gleichen Topf die Zwiebeln anbraten können. Das heißt, die gesamte Soße wird wie so ein klassisches Gulasch früher. Man hat ja, also ich habe von meiner Großmutter gelernt, so viel Fleisch, so viel Zwiebeln müssen richtig in ein Gulasch. 1:1. Also das ist ähnliche genau, Prinzip, ne? Genau, man macht da ruhig viele Zwiebeln rein. Das gibt dem Ganzen nachher so einen richtig schönen würzigen Geschmack. Mhm. So, die Zwiebeln ganz normal schälen und die schneiden wir dann gleich in feine Streifen. Man merkt schon, es brutzelt jetzt schön hier nebenbei. Ich habe die Hitze ein bisschen erhöht, aber das kann ruhig ein paar Minuten dauern. In der Zwischenzeit könnten Sie den Knoblauch und auch die Knoblauch schon mal schälen, damit Sie den gleich für das Gericht haben. Und wie gesagt, der nächste Schritt wird nachher sein, als nächstes machen wir das Vanilleparfait. Sie könnten jetzt schon die Sahne für das Vanilleparfait schlagen. Das heißt, der halbe Liter Sahne, der dabei ist, oder 250 Milliliter, Entschuldigung, die müssen geschlagen werden und können Sie dann wieder in den Kühlschrank stellen, sodass wir gleich vielleicht schon mal so einen Schritt in die Vorbereitung gekommen sind. Das heißt, die meisten stehen ja gerade zu viert in der Küche. Genau. Das heißt, der eine ist für die Zwiebeln zuständig, der andere für die Schlagsahne. Und der eine überwacht den Herd, bitte. Genau, der eine kann auf die Kalbsbacken achten, die brutzeln hier schön vor sich hin. Ich denke, dass die Kamera das sieht. Ich halte das nochmal so in die Kamera. Ja, die braten da schön. Wir haben hier oben nämlich eine Kamera, die genau einfängt, was hier auf meinem Herd und meinem Schneidebrett passiert. Ich habe mir nebenbei schon mal, Sie sehen den zweiten Topf auf dem Herd, ein sogenanntes Wasserbad aufgebaut. Da ist unten, ich sag mal, 1 bis 2 cm der Boden bedeckt mit Wasser. Dann habe ich auf mittlerer Hitze stehen, auf 3 bis 4, dass das schon mal vorwärmt. Auf diesem Wasserbad werden wir nachher als nächstes das Eigelb und den Zucker für das Vanilleparfait aufschlagen. Und zwar, wir werden das zu einer Rose abbinden, sodass das nachher beim Parfait einen schönen Schmelz ergibt.
Das ist also schon mal der zweite Schritt fürs Dessert nach der Sahne für den nächsten Arbeitsschritt. Zu einer Rose abbinden? Zu einer Rose abbinden, ja. Das ist, wenn wir es gleich aufschlagen, dickt die Masse an und mit diesem, mit dem etwas angedickten, wenn man dann einen Löffelrücken in die Masse gibt und so pustet, dann geht die auseinander und solange die flüssig ist, läuft die einfach runter. Okay. Wenn die aber dann angezogen ist, geht die wie Wellen auseinander und das sieht von oben aus wie eine aufgeblühte Rose. Das ist mal eine schöne Erklärung. Das ist sogar sehr romantisch. Ja, guck mal. Und kochen kann also auch romantisch sein. Ja, geht auf jeden Fall. Ne? Also kochen geht immer durch, ja, durch den Magen, durch alles Magen, durch. Genau, wie die Liebe auch. So, die Zwiebeln sind fertig. Und jetzt nehmen wir die Zwiebeln einfach und schneiden die der Länge nach einmal durch und dann in Streifen. Ich gehe davon aus, bei Ihnen zu Hause, das muss gar nicht so schnell gehen. Passen Sie gut auf Ihre Finger auf. Ja, beim Schneiden immer wichtig, dass Sie wie so eine Kralle den Finger, den Daumen hinter die Finger drauf, nach unten drücken, sodass das gesichert ist und dann langsam schneiden. Aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich richtig gelesen habe, wird die Soße ja nachher püriert. Das heißt, es tut ja der Qualität keinen Abbruch, absolut, wenn es jetzt nicht hoch akkurat geschnittene Ringe sind. Absolut nicht. Deswegen, die Soße wird püriert. Die Zwiebeln sind nachher der Teil, der die Soße bindet und somit nicht ganz so entscheidend, wie fein die geschnitten sind. So, ich guck mal hier, meine Kerzbacke brutzelt schön. Guck mal, wie weit die auf der Farbe. Ah, ein bisschen geht noch. Ich erhöhe noch mal die Hitze so ein bisschen auf 8 bis 9. So. Und weiter geht's. Zu der Kalbsbacke nachher machen wir ein Pastinakenpüree, was so ein bisschen mit Honig abgeschmeckt wird. Und das wiederum ist so eine Komponente, die nachher mit dem Schwarzen oder dieser Pfeffermischung von Ingo Holland so eine schöne Symbiose ergibt. Ist halt ein bisschen süß, die Kalbsbacke kräftig und obendrauf kommt ja dann dieser knackige Salat von Granny Smith, der dem ganzen Gericht dann doch nochmal eine schöne Frische und Säure vergibt. Und obendrauf kommt dann zur Garnitur die Brunnenkresse. Ja, und die Brunnenkresse hat nochmal wieder so eine leichte Schärfe, ähnlich wie Radieschen. Sehr lecker. Es ist ja auch ein wundervoll herzliches Menü. Wie bist du auf das Menü gekommen? Oh, es fällt ja nicht so schwer. Ne? Wenn man jetzt mal über den Markt geht oder durch die Einkaufshallen, dann sieht man halt die Produkte, den Kürbis, die Schmorgerichte, gerne auch mal die Gans oder solche Sachen. Aber ich habe dann gedacht, die Gans ist sicherlich ein Thema, was die Leute immer mal wieder machen und vielleicht auch können und auch schon erprobt sind. Aber ein Kalbsbäckchen oder ein Rinderbäckchen ist halt doch mal was anderes ist, wo der eine oder andere vielleicht sich nicht rantraut. Und am Ende des Tages auch ein Produkt ist, was mir immer so ein bisschen am Herzen liegt, was dann eigentlich ein Produkt ist, was früher verwurstet wurde, in irgendwelchen Saumägen gelandet ist. Und oh, jetzt haben sie die schöne Farbe bekommen und in Saumägen gelandet sind. Und deswegen finde ich immer schön, wenn man Produkte verarbeitet, die nicht immer nur diesen edlen Charakter haben. Aber man muss ja auch sagen, so Ochsenbacke, Kalbsbacke, das ist ja auch so ein Trend geworden mit, ne? Also das, glaube ich, hat ja auch in jeder Küche irgendwie Anerkennung gefunden. Genau, das ist, glaube ich, schon so, dass die Leute das verstanden haben, dass es nicht immer nur das Edelteil sein muss. Der Vorteil hier ist natürlich, wenn Sie das im Nachhinein nochmal nachkochen, das können Sie auch wunderbar vorbereiten. Wir können dann gerne mal, die Kalbsbacke kann auch wunderbar am Vortag gemacht werden und wird dann einfach wieder warm gemacht in der Soße. Wunderbar. Tolles Gericht für Weihnachten. Also das, genau. Ich muss sagen, ich habe das auch mal an Heiligabend zubereitet und das kann man wunderbar am Vortag vorbereiten. Richtig. Man hat keinen Stress am Feiertag und das ist echt sehr entspannt. Sie entzerren die Situation, genau, die Ihnen sonst immer so einen riesigen Stress bereitet. Ja. Ne? Und es schmeckt noch vorzüglich, das darf man nicht vergessen. Ja, das ist wohl wahr. So, ich habe hinter mir schon mal den Backofen vorgeheizt auf 180 Grad. Ja? Die Kalbsbacke geht nämlich gleich bei 180 Grad bei Umluft in den Backofen und wird da, ich sage mal, zwei bis zweieinhalb Stunden verweilen, um dann schön weich und zart zu sein. Lieber weicher als fester, also da können wir ruhig ein bisschen weiter garen. So, ist schön angebraten, die Zwiebeln sind geschnitten, dann habe ich hier meinen Knoblauch, den schäle ich mir nochmal eben. Auch das ist sowas, wo ich sage, so ein bisschen Knoblauch in so einem Gericht sehr schön, sehr fein, verfeinert und rundet nochmal so ein bisschen ab. So. Ein bisschen Knoblauch ist ja fast untertrieben. Ne? Ja, es sind so zwei gute Zehen, ne? Aber die Soße, wir haben nachher schon reichlich Soße, das ist die Idee bei diesem Gericht.
sind da Gerichte, die auch tatsächlich davon leben, dass es schön viel Soße hat. Das Püree nachher braucht ein bisschen Soße, aber von daher ganz wichtig. So, auch das noch gehackt und dann haben wir schon alles geschnitten. Also der Apfel wird nachher als Salat serviert und nicht in den, ich habe erst gedacht, also als ich das so das erste Mal gesehen habe, ich dachte, Apfel in dem Püree, aber den gibt es als Salat. Richtig, ne? Der Apfel wird nachher, wir werden nachher eine Vinaigrette machen, Essig, Öl, bisschen Senf, würzig, lecker abgeschmeckt, bisschen süßlich und nehmen dann bewusst den Granny Smith, der eine schöne Säure hat. Und wir wollen eigentlich bei dem Gericht eine Mischung aus süß, sauer, Soße. Auch wie man zum Beispiel beim Sauerbraten immer ein bisschen Essig oder Säure irgendwo in ein Gericht bringt, bringen wir diese Säure dann über den Apfel in der, als Gegenspiel zu dem Pastinakenpüree, was ja von Grund auf schon süß ist. Mhm. Aber wir verfeinern das nochmal ein bisschen mit Honig. Mhm. So, meine Kalbsbacken haben eine schöne Farbe. Die würde ich jetzt tatsächlich schon rausholen. Ich zeige das nochmal so ein bisschen in die Kamera. Ja, schöne Farbe, rundherum gebraten. Und dann nehmen wir jetzt die Kalbsbacke raus, legen die in unser Gefäß oder auf einen Teller, das ist total egal. Wichtig ist, dass die erstmal aus dem Topf rauskommen, um dann die Soße anzuschwitzen. So. Das ist jetzt das Gute, der Bratensatz, den schön behalten. Genau, der Bratensatz behalten. Wir wollen einfach, ich drehe wieder so, auf geh, hoch, den Zwiebeln rein, alle Zwiebeln rein. Sieht schon wild aus. So. Ich mache noch einen kleinen Schuss Öl hinterher, damit die Zwiebel nicht punktuell anbrennt. Ja. Und ich habe mir jetzt hier in so Squeeze-Flaschen abgefüllt. Ganz praktisch, kann man gut dosieren und schön mit händeln. So. Und das wird jetzt unter ständigem Rühren angebraten. So, dazu machen wir den Thymian und auch die Lorbeerblätter schon und lassen das jetzt. In der Kalbsbacke, also in den Zwiebeln der Kalbsbacke immer mal wieder rühren. Die soll jetzt so eine, wie man das früher zur Leber gemacht hat, ne? Schön ein bisschen angeschmort sein, Farbe ruhig kriegen, aber wichtig erstmal schön braten. Das riecht auf jeden Fall schon sehr gut. Sehr schön. So, die Sahne wandert in eine, in dem Fall hier eine KitchenAid. Und wird mal das auf halber. Keine Produktplatzierung an der Stelle. Bitte? Keine Schleichwerbung, ja, stimmt. Also eine Küchenmaschine, die Sahne nebenbei schlagen kann. Dann habe ich ein eine Schüssel, die unten ein wenig rund ist, muss aber gar nicht unbedingt sein. Wir werden das Eiweiß von dem Eigelb trennen. Die Eigelbe in die Schüssel geben. Ist es schlimm, wenn kurz ein bisschen was dazu rutscht? Oder? Nein, das ist hier nicht ganz so dramatisch, wie beim, wenn wir Eiweiß aufschlagen. Okay. Da sollte es ja nicht so sein. Aber hier ist das gar nicht so, falls da was reinfällt. Die alle Förmchen stellen wir erstmal zur Seite. So. Das Eigelb mal so ein bisschen anschlagen, den Puderzucker dazu. Das Ganze miteinander verrühren. Immer so ein bisschen Auge auf die Sahne halten. Ja, ich kann schon ein bisschen schneller. Sonst haben wir nachher Butter. Sonst haben wir Butter. Ja, vielleicht hat da jemand von Ihnen so nebenbei Zeit, das zu machen. Und die eine Person macht vielleicht das Eigelb, die andere Person das Eiweiß. Das Parfait an sich ist ein sogenanntes halbgefrorenes. Wir machen eine, also eine Eigrundmasse, die aufgeschlagen wird jetzt gleich, auf dem Wasserbad. Das Wasser köchelt noch nicht, ich stelle mal ein bisschen höher. Sollte einmal aufkochen. So, wir verrühren das erstmal im kalten Zustand. Ja, man sieht das hier. Glatt rühren den Puderzucker mit dem Eigelb. Und jetzt gleich gehen wir auf das Wasserbad und schlagen es auf. Das Eiweiß ist in diesem Fall überflüssig, brauchen wir leider nicht mehr. Aber da können Sie ja in den Kühlschrank stellen, wenn Sie morgen Zeit haben, machen Sie ein paar kleine Kokosmakronen oder packen Sie ein Baiser für Ihre Grillerstorte. An der oder Stelle so. Muss ich das erste Mal auf die Bremse treten. Ist das so? Eieieiei.
Wir müssen etwas langsamer rühren. Okay. Vielleicht gibt es auch Mitköche zu Hause, die die Sahne auch mit der Hand steif schlagen. Das kann das sein. Das braucht seine Zeit. Ja. Die Zeit müssen wir unseren Köchen geben. So machen wir das. Okay. Ich rühre mal hier in der Kalbsbacke. Meine, bei mir ist die Kalbsbacke, die Zwiebeln von der Kalbsbacke kriegen jetzt eine schöne Farbe. Ich drehe das ein bisschen runter, damit es ganz langsam schmoren kann. Ups, da fliegt es raus. Mein Wasser fängt jetzt an zu kochen, also das Wasserbad. Ja, das sieht gut aus. So. Jetzt räumen wir ein bisschen auf. Nochmal an alle Köche zu Hause, wenn Sie Fragen haben oder wirklich sagen, es ist zu schnell, wir sollen langsamer kochen. Ich sagen, ich mache genau, dann schreiben Sie an marketing@volksbank-rhein-ruhr.de oder wenden Sie sich an per WhatsApp oder SMS an die Handynummer, die Sie im Chat sehen. Die Kollegin, die gerade hinter dem PC sitzt, die Tatjana Schröder, ist ganz arg fleißig und gibt das immer ganz schnell an mich weiter, damit wir früh genug reagieren können. Ja, ich habe jetzt gerade nämlich auch gelesen, die Hälfte ist noch nicht so weit, wie du es bist. Also ist müssen das? Wir definitiv die Bremse drehen. So machen wir das. Also, ich habe die Zwiebeln immer schön wieder. Bei mir haben die schon eine schöne Farbe. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, aber es kann ruhig noch ein bisschen mehr sein. Ja, die sollen ruhig einen richtig schönen Bratgeschmack entwickeln, damit das Gericht dann so seinen typischen Schmorcharakter bekommt. Das sind ja auch richtige Schmorzwiebeln jetzt. Also es erinnert mich wirklich an dieses klassische Lebergericht mit Zwiebeln. Genau, so ist das. So, gucke ich noch mal nach meiner Sahne. Kürbis. Kürbis ist ja auch im Moment so ein richtig hippes Gemüse, oder? Naja, nee, das ist nicht. Es wird gerne, ich glaube, es hat mehr Akzeptanz in der Gesellschaft gefunden, aber Kürbis ist, wir haben in Deutschland schon seit Hunderten von Jahren Kürbisse, haben in Europa unglaublich viele Kürbisse. Ich glaube, da bin ich nicht so der Freund von. Ich habe hier vorne, sehen Sie links, mal so ein bisschen zwei Kürbisse aufgebaut. Wir kochen ja heute eine Kürbissuppe von einem niederrheinischen Muskatkürbis. Und dieser Muskatkürbis hat einen feinen, fruchtigen Geschmack. Daneben liegt ein Hokkaido-Kürbis. Und dieser Hokkaido-Kürbis hat eine tolle Farbe, hat den Vorteil, dass er nicht geschält wird. Mhm. Aber ist eigentlich vom Eigengeschmack sehr uninteressant, langweilig. Mhm. Und ich verarbeite viel lieber für alle Gerichte, ob ich es für Salat mache oder ob ich es für eine Suppe mache. Oder einfach nur eingemacht wie früher, die Oma. Ja. Senfkörner, Lorbeer, Chili, genau. Schön eingekocht. Dann hat man einfach bei dem Muskatkürbis so eine leichte eigene Süße. Die kann man natürlich auch irgendwie produzieren, aber der Eigengeschmack des Kürbis ist schon viel, viel, viel schöner. Ja. Und ich glaube einfach, durch den Einzug des Hokkaido-Kürbis in unsere Küche, hat der eine oder andere sich überlegt, oh, dann ist ja jetzt auch nicht mehr so viel Arbeit, weil den anderen Kürbis müssten wir schälen. Und dann hat das, glaube ich, da so ein bisschen, und ich glaube auch so auch Halloween und so, das trägt natürlich alles dazu bei, ja, was wir früher so nicht hatten. Aber Kürbisse, ich kenne das von meiner Mutter und meiner Oma früher, wir haben immer so diese Kürbis, rote Beete, Sellerie, alles so essigsauer eingekocht für die Winterzeit. Mhm. Alles, was so im Spätsommer fertig war, wurde dann eingekocht. Und sind eigentlich so Klassiker in der deutschen Küche auch. Ja. Ja. So, ich guck mal gerade. Also die meisten sind auch noch bei der Sahne oder mit der Sahne beschäftigt. Also ich glaube wirklich, dass viele von Ihnen zu Hause gerade mit dem Schneebesen in der Schüssel fleißig die Achten schlagen. Was ist? Oh la la, gut. Das hätte ich vielleicht machen wollen, da hätte man ein bisschen Zeit gewonnen. Genau, vielleicht hätten wir dann... Das ist schön. So, die Zwiebeln sind schon schön braun, ich hoffe bei Ihnen zu Hause auch. Aber scheuen Sie sich wirklich nicht, ein Signal zu geben, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen müssen. So, ich nehme meine Sahne jetzt ein bisschen früher raus. Hab hier noch mal einen Schneebesen, um die nachzuschlagen. Es kam gerade die Frage auf, welcher Wein zu den Kalbsbäckchen empfohlen wird. Ich denke nicht zum Ablöschen, sondern zum Trinken. Also beim Ablöschen ist es tatsächlich nicht ganz so wichtig. Es sollte einer sein mit ein bisschen Säure und ruhig auch kräftiger. Aber ich habe für beide Gerichte, die wir heute verarbeiten werden, also sowohl die Vorspeise als den Hauptgang, mal so eine kleine Weinempfehlung mir überlegt. Mhm. Haben wir letztes Mal ja auch schon gemacht. Und wir haben da, ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, die Kürbissuppe wird nachher ein bisschen Chili scharf sein und Ingwer haben. Deswegen habe ich da eine Weißweinempfehlung, und zwar ein Riesling aus dem Rheingau von Geheimrat J. Von Wegeler. Ein schöner fruchtiger, eine Spätlese, die aber auch eine gewisse Süße hat. Und auch mit dem Leberpaté, was wir bei der Vorspeise nachher haben werden, sehr gut harmoniert. Alternativ habe ich dazu mal einen Lugana, auch für die Kürbissuppe, der ein bisschen spritziger, ein bisschen harmonischer ist und auch nicht ganz so süß ist. Muss man als für sich selbst mal so entscheiden. Und beim Hauptgang, bei der Kalbsbacke, ich persönlich bin ja so ein
deutsch-verfechter Wein. Ich habe da einen schönen Spätburgunder von Meyer Nekle von der Ahr. Ein kräftiger, mit leichten Holznoten gemachter Wein. Für mich einer der besten und größten Weine. Das ist so meins. Aber alternativ habe ich da mal rausgesucht, ein Primitivo. Da sind wir wieder bei Trend und Ideen und was machen wir so gerade. Die Italiener haben für sich dann irgendwann mal erkannt, naja, so ein Primitivo, auch lecker, auch schön. Der ist so ein bisschen, ja, der eine oder andere, der lieber italienische Weine trinkt, wird sich da wiederfinden. Auch ein bisschen Holz, auch, aber auch ein bisschen fruchtig, nicht ganz so kräftig. Und der kommt aus den, von den Abruzzen, also aus den Abruzzen, das ist Italien. Das wäre so zwei Ideen, die ich habe für dieses Gericht oder für die zwei Gerichte heute. So, also meine Kalbsplättchen sind jetzt, die Zwiebeln sind schön angeschmort. Meine Kalbsplättchen liegen hier. Da würde ich jetzt den Weißwein zu den Kalbsbacken dazugeben und wir nehmen bewusst keinen Rotwein. Und man könnte ja auch sagen, wir wollen ein herbstliches, winterliches Gericht haben und machen eine kräftige Rotweinsoße. Nein, wir wollen lieber eine kräftige Weißweinsoße haben, um so ein bisschen nicht ganz zu schwer zu werden. Und weil das Fleisch eh hell ist, bevorzuge ich da eher einen kräftigen Weißwein. Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gedacht. Zum Kalb lieber den Weißwein und zu dem Ochsen dann lieber den Rotwein. Aber Sie können ja auch einen Kalbsbraten machen mit einem Rotwein, das würde ja auch gehen. Aber dann wird die Soße dann so dunkel und so kräftig. Ja. Und wir werden sicherlich in den nächsten Monaten oder Wochen noch mal ein bisschen Gans essen, die Rinderroulade, den Sauerbraten. Und da sind wir vielleicht hier ein bisschen leichter unterwegs und stimmen so langsam in den Herbst ein. So, meine Kalbsbraten. Meine Soße köchelt, den Kalbsfond dazu. Das Ganze werden wir jetzt auf dem Herd mal einmal ordentlich aufkochen. Ich schmecke das direkt mal nochmal mit ein bisschen Pfeffer. Der Fond, den Sie bekommen haben, ist relativ neutral. Das hat bei uns immer die Idee mit diesen neutralen Fonds, die sollen am Anfang, wenn wir die Soßen einkochen, nicht zu salzig sein, nicht zu würzig sein, damit wir, wenn wir einkochen, immer noch eine gute, leckere Soße haben und nicht zu versalzen. Wie wurde der Fond jetzt gekocht? Ich hatte das von den Resten der Kalbsbäckchen. Genau, ich habe die Reste der Kalbsbäckchen, dieses leichte Fett oben drauf, ganz kurz in der Pfanne angeröstet, bisschen schönes Röstgemüse dazugegeben, heißt ein bisschen Karotte, bisschen Sellerie, bisschen Lauch, viele Zwiebeln, auch da schon viele Zwiebeln drin. Die klassischen Gewürze, die so ein Fond hat, Lorbeerlecke, Wacholder, bisschen Piment, Rosmarin und Thymian, habe mit ganz wenig Tomatenmark leicht angeröstet, mit dem dann mit einem Rotwein abgelöscht, dadurch auch die leicht bräunliche Farbe und habe das dann köcheln lassen und das ruhig auch dann mal 10, 12 Stunden. Dann ist alles raus und Sie haben einen schönen Fond, den Sie dann wiederum nehmen können, um sowas eben aufzugießen, anzugießen. Kann man auch einfrieren, wenn man sowas hat, wenn man Fleisch parieren hat, Abschnitte hat, ruhig mal so einen Fond ansetzen. In den Tiefkühler und immer wenn man was kocht, wo man sagt, okay, man kann da Wasser drauf geben, natürlich, aber ein Fond hat halt mehr Grundlage und man hat ja immer irgendwie solche Abschnitte. Oder auch mal beim Metzger einfach ein paar Knochen kaufen und sagen, ich mache mir mal so einen Fond und nehme nicht irgendeinen Fond aus der Tüte. Also Gemüse, Abschnitte, frische Kräuter, haben Sie immer einen schönen Fond, mit dem Sie dann arbeiten können. Ne? Gerade auch jetzt so. Ich glaube, in den nächsten Wochen, viele fangen an, sich so ein bisschen auf zu Hause einzustellen, zu Hause zu kochen. Ja, dann wäre das eine gute Vorbereitung. Ja, in dieser Zeit haben wir ja auch Zeit dafür. Genau. Dann kann man sich solchen Dingen vielleicht auch einfach mal widmen, um sich ein bisschen abzulenken und davon abzulenken, dass man auch nicht ins Restaurant gehen kann, sich selber mit auch mal mit solchen Sachen auseinandersetzen. Zu beglücken. Ja, genau. So, mein Fond kocht. Das ist wichtig, dass der Fond jetzt aufkocht und heiß ist, wenn wir gleich damit in den Backofen gehen, damit er grundsätzlich nicht erst im Backofen erhitzt wird, sondern schon vorher eine gute Grundwärme hat. So, jetzt gehe ich hin, lege die Kalbsbacken schön nebeneinander, wie ich sie auch eben angebraten habe, in den Fond ein. Probiere diesen Fond dann nochmal, bevor ich den jetzt gleich in den Ofen schiebe. Damit wir da, wichtig ist da, dass der jetzt schon eine gute Grundwürze hat. Wir können nachher nachschmecken, abschmecken, werden wir auch. Wir haben ja bei den Utensilien noch dabei die Zwiebelmarmelade, die ist vorher gekocht mit Rotwein, bisschen Grenadin, bisschen frischen Pfeffer und eingekocht über längere Zeit. Das ist sowas, was man schön zum Käse, Sie können sie mal zwischendurch probieren, zum schönen Ziegenkäse oder anderen Käsen, selbstgemacht, sehr lecker. Aber gibt solchen Gerichten nachher nochmal so eine leichte Süßigkeit, um nachher den Haushalt von Säure und Pfeffer in eine Balance mit etwas Süße zu bringen. Das zieht sich so durchs Menü heute durch, ne? Also immer so ein bisschen die Säure mit dem Süßen. Immer süßer. Ist grundsätzlich ja, ne? Wir machen immer
also sollte es immer geben, egal was wir kochen, auch der Kürbis, wenn wir nachher eine Süße haben, der kriegt auch einen Schuss Weißwein mit und die Chili und der Ingwer, um nachher immer so eine Balance zu haben. Ja. Also ganz schlecht ist immer, wenn man eine Sache zu viel hat, dann wird es meistens entweder langweilig oder zu mächtig und das muss immer schön ausgewogen sein. Wie bei einer Vinaigrette, ne? Da haben wir auch immer die süße, saure. Genau. So, mein Funk kann noch ein bisschen was an Würze haben schon. Also ich gebe noch ein bisschen Pfeffer rein. Wir schmecken nachher noch mit diesem, mit dieser Melange Noir, dieser Pfeffermischung ab. Die Pfeffermischung ist allerdings eher nicht für die Schärfe, sondern es ist eine Pfeffermischung aus verschiedenen Pfeffersorten und auch Koriander ist mit drin. Die gibt nachher lieber oder ist eigentlich dafür da, ein aromatisches, so ein blumiges Aroma zu vermitteln. Mhm. Deswegen geben wir die auch nachher rein, damit der Geschmack am Ende uns noch überzeugen kann. So, bisschen Salz noch. Da wird der Laie jetzt sagen, oh Gottes Willen, so viel Salz. Da sind wir Fachleute doch eher so. Also ich habe gerade von meiner Kollegin die Meldung bekommen, dass wir bestimmt mit über 160 Menschen gerade vor dem Fernseher sitzen. Ja. Ich möchte dich nicht unter Druck setzen. Alles gut, ich habe ja meine Ruhe hier. So. Aber ich hoffe, dass die mit der Sahne soweit durch sind. Also die Sahne dürfte ja genau, die dürfte ja jetzt fertig sein. Genau, dass sie uns einfach ein Signal geben, wenn wir weitermachen können. Wenn Roger die Sahne wieder rüberholen darf und wir uns mit dem Vanilleparfait widmen. Genau. So, die Backe kocht, ist lecker abgeschmeckt, Deckel drauf. Das Ganze geht natürlich auch mit einer feuerfesten Auflaufform. Die habe ich hier zum Beispiel, hätte man auch machen können, abdecken. Oder in einer Brisere, wie man die klassisch von früher so kennt, wo Großmutter drin gekocht hat. Ich bin da immer sehr pragmatisch. Ich nehme den gleichen Topf, schiebe das alles in den Ofen, habe ich nachher auch noch einen Pott zum Spülen. Aber darauf achten, dass die Griffe nicht aus Plastik sind. Genau, und dazu was haben, wo sie nicht die Finger verbrennen. So, in den Backofen bei 180 Grad. Ich stelle das bewusst, das sollten Sie vielleicht zu Hause auch machen, auf dem Boden des Backofens habe ein Rost hier drin liegen. Mhm. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Sie drei Backöfen haben wie ich. Also habe ich oben ein Gitter liegen, wo wir nachher das Brot drauf backen können. Ah. Weil der Ofen jetzt die 2,5 Stunden besetzt ist. Und dann können wir da drauf gleich und haben ein bisschen Luftfeuchtigkeit im Backraum, was man ja ganz gerne macht, damit es nicht zu trocken wird, können wir das so gleich kombiniert nutzen. Das ist ein guter Tipp. So, ich stelle mir da mal die Zeit ein, damit das auch nachher piept, wenn die fertig ist. Ich habe Ihnen gesagt, 2,5 Stunden, weil 2 Stunden, wir fangen mal mit, ich mache mal direkt 2,5 Stunden und dann gucken wir, was passiert. Roger, jetzt kam gerade die Frage auf, ob der Weißwein zum Ablöschen mit im Paket war. Ja. Ja, der ist in einem kleinen Gefäß, wo drauf steht Weißwein Kalbsbacke. Okay, falls Sie den nicht finden, dann einfach zum Weinregal. Weinregal, die Flasche aufmachen, den, was Sie brauchen, reinkippen, den Rest trinken. Den Rest lecker. In den Kochkippen. So, dann gehen wir langsam weiter über zu unserem Parfait. Die Sahne ist im Kühlschrank, ich hoffe bei Ihnen jetzt auch mittlerweile. Sie können sich dann bitte schon mal eine Schüssel mit kaltem Wasser oder mit Eis vorbereiten, also mit Würfeleis, weil wir werden jetzt die Masse, wie es im Rezept steht, warm aufschlagen. Da ist eben die Idee dahinter, durch den Zucker und das Eigelb. Sie sehen, Sie haben eine zähe Masse. Das wiederum mit der geschlagenen Sahne nachher, Sahne an sich gefroren, würde sehr schnell kristallisieren und so ein bisschen kristallig sein. Dieser Zucker und das Eigelb durch das Aufschlagen gibt dem Ganzen einen Schmelz. Wir nennen das in der Fachsprache Schmelz. Das ist, wenn Eis auf der Zunge nicht grisselt, sondern leicht cremig verläuft. Das kann man einmal durch klassische Eismaschinen erreichen, die ein Eis drehen. Das heißt, man dreht es langsam, es wird Stück für Stück gefroren und durch dieses langsame Frieren wird das Eis cremig und dann eben auch irgendwann fest. Da wir keine Eismaschine haben, ist Parfait, halbgefrorenes, so ein klassisches italienisches Gericht, Cassata zum Beispiel, ist auch ein halbgefrorenes, eine gesunde Alternative. Ich habe Ihnen ja so kleine Aluförmchen hier mitgegeben, die füllen wir nachher ab, stellen die in Froster und die frieren in der Regel auch in den 2 Stunden, die Sie gleich haben oder bis Sie Ihr Dessert essen, sind ja schon fast 4 Stunden vorbei, dann wird es fertig sein. Sie können es auch in eine größere Form, wenn Sie es einen Tag vorher vorbereiten, haben Sie durchaus die Möglichkeit, das auch in einem Stück einzufrieren. Und wenn es in einem Stück eingefroren ist, dauert es natürlich ein bisschen länger, bis es hart ist. Und dann können Sie Scheiben schneiden oder Sie können wie eine Tortenform in einer Schüssel, wenn Sie zum Beispiel so eine Schüssel nehmen, können Sie es nachher stürzen und dann haben Sie wie so eine klassische Eisbombe ein Dessert, wo Sie Tortenstücke von schneiden können. Also verschiedene Möglichkeiten. Wir machen heute die
einzelne Variante. So, mein Wasser kocht, auf das Wasserbad, um anfangen zu rühren und schlagen. Das heißt, man braucht nicht wirklich immer eine Eismaschine zu Hause, ne? Nee, für sowas nicht. Also wenn Sie sagen, Sie wollen auch mal ruhig ein Eis essen, ich meine, da gibt es ja dieses Gerät da hinten, was so Schürker rühren kann. Da kann man rückwärts Eis machen, indem man gefrorene Zutaten reinmacht. Hohe Rotation, wieder einfrieren, haben Sie auch ein Eis. Sind aber Regel Sorbets oder Fruchtsachen. Ja. Dann haben Sie diese Möglichkeit mit einem Parfait. Und Parfait ist halt immer eine gesunde Alternative und lässt sich auch jetzt, wenn man es mal weihnachtlich machen wollte, mit Zimt, mit Rum, Spekulatius ganz, oder Printenparfait, sehr lecker. Also da gibt es ganz viele Varianten. Das ist ja auch durch die Vanille ein relativ Basisrezept. Sie können das in alle Richtungen verändern. Ja. Eben mit dem Printen, mit dem Lebkuchen, was auch immer. Ja. Also jetzt mal so ordentlich schlagen hier. Also bildet das Rezept oder das Menü ja schon ein paar so Grundlagenrezepte, die man auch so in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen auch gerne vielleicht an Weihnachten nochmal nachkochen kann. Genau, und dann eben nach Gusto oder nach eigener Inspiration so ein bisschen verändern kann. Ne? So, und jetzt, Roger, jetzt muss ich Vollbremsung machen. Ist das so? Das wird das nächste sein. Oder die Kürbis, ne, die Pastinaken. Die Pastinaken schälen, die Zwiebeln fürs Pastinakenpüree schälen, um dann, damit wir da gleich vielleicht ein bisschen vorbereitet sind. So, meine Eismasse wird schon so ein bisschen zäher. Man sieht, die Farbe verändert sich. Das Eigelb ist ja vorher so ein bisschen dunkelgelb. Durch das Aufschlagen auf diesem Wasserbad wird es hellgelb und wird geschmeidig. Und dann kommt gleich auch dieses zur Rose. So. Ja, es wird schön cremig, ne? Genau. Sollte nicht zu heiß werden. Ruhig ab und zu mal runternehmen von der Hitze. Und das Wasser aber weiter kochen? Wasser oder? Kann ruhig weiter kochen, sodass wir den Rand immer so auch mal durch den Rand gehen. Ich zeige das mal hier, wenn man schlagen und dann mal wieder den Rand mitnehmen, damit am Rand nicht das Eigelb nachher zu hart wird. So. So, meine Eimasse ist jetzt schon fest und das ist, dass man sieht dieses Zehe, der Unterschied dazu. Sehr gut. So, das Ganze in eine Schüssel mit kaltem Wasser oder Eis. Mhm. Aber kaltes Wasser ist vollkommen ausreichend, man braucht nicht zwingend. Nein, wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit, wir lassen das auf diesem kalten Wasser unterstehen, also unter Abu zu rühren, mal kalt werden. Wir haben ein paar Minuten Zeit. Das nutzen wir dann einfach und sagen, wir geben uns ein bisschen Pause, beziehungsweise den Köchen zu Hause vielleicht ein bisschen Pause, um nochmal nachzuarbeiten. Vielleicht können Sie meiner Kollegin ja mal mitteilen, wo Sie gerade sind, dass wir so ein bisschen absehen können, wie lange wir Pause machen sollten, um da alle auf den gleichen Stand zu kommen. So, in die Eimasse, nur mal der jetzt noch bei dem Ei ist und ab und zu mal rührt. Die Orangenlikör. Der Grand Marnier kommt ja später, ne? Zum Crêpe. Ja, da kommt auch Contro rein. Wir arbeiten heute nur mit Contro. Mhm. Dann nach Gusto die Vanille. Das können Sie so ein bisschen abschätzen. Das ist jetzt gemahlene Vanille, die wir Ihnen mitgeschickt haben. So, das Ganze glatt rühren. Wenn man jetzt kein Alkohol verwenden möchte, welche Alternative kann man nehmen? Ja, es gibt ja, wenn man so Orangengeschmack haben möchte, gibt es ja durchaus von dem einen oder anderen Hersteller likörähnliche oder geschmacklich, die auch in den Cocktailbars verwendet werden, Zutaten, die eben diesen Orangengeschmack haben. Ja, okay. Ja, man könnte aber auch hingehen und sagen, man verzichtet komplett drauf, macht einen Schuss Orangensaft rein und vielleicht den Abrieb von einer Orange, um dann so ein bisschen diesen Orangen oder ja, diesen leichtes Orangenaroma zu bekommen. Mhm. Ja, aber da gibt es auch durchaus, wie beim Aperol Spritz ja auch, gibt es ja das als nicht-alkoholische von bestimmten Firmen und das kann man dann durchaus verwenden. Welchen Weiß oder welchen Wein würdest du zum Dessert empfehlen? Gibt es da was? Zum Dessert kann man eigentlich nachher das, was wir am Anfang haben, den Weißwein, den ich empfohlen habe, der Riesling, der würde auch wunderbar zum Dessert passen.
Oder was immer, was ich ganz schön finde, wenn man ein Dessert macht, dass da mal auch mal was Blubberiges dabei kann. Mhm. Entweder ein schönes Gläschen Champagner oder ein Riesling-Sekt oder ein Moscatella, heißt ein süßlicher, aromatischer Sekt, wie aus dem Asti in Italien, ja, wie so ein Asti Spumante. Sowas passt ja immer gut dazu, weil wir nachher mit Vanille so ein bisschen was Cremiges haben. Wir haben mit der Orange sowas leicht Säuerliches dabei, süß-sauer wird es ja sein. Und da passen halt so leicht blubbelige, frische Weine dazu, Schaumweine dazu. Wobei sowohl als der Weißwein, als auch der Lugana, als auch der Riesling würden gut dazu passen. Okay. Also ich habe hier gerade so eine wunderbare Flasche reingereicht bekommen. Das wäre eine Alternative. Das zum Beispiel. Das ist jetzt ein von einer Barherstellerfirma, die da was machen mit Früchten. Das ist jetzt ein Peach oder was man zum Beispiel Pepino Peach kennt. Ja. Das gibt es dann eben auch immer als Fruchtaromen. Die kann man dann nehmen. Das ist jetzt ein Pfirsichgeschmack. Das würde auch wunderbar dazu passen. Ja, das gibt es ja immer wieder, dass man Gäste hat, die dann keinen Alkohol im... Ja, oder wenn die Kinder mitessen sollen und sagt, okay, man will da gänzlich drauf verzichten, dann funktioniert das auch. Ja, wunderbar. So, also meine Masse ist jetzt kalt. So, ich roll mal ein bisschen auf. So, die nächste Sache wird das Brot sein. Nur damit wir da die Idee schon mal haben. Sind wir schon soweit? Meinen Sie, können wir, sollten wir? Ich schau mal zu meiner Kollegin. Es kommt nichts mehr, von daher können wir, glaube ich, langsam weitermachen. Hat jemand Einwände dagegen? Bitte jetzt Hand geben. Oh, das sieht gut aus, das läuft. Sehr schön. Ich hole schon mal meine Sahne aus dem Kühlschrank. Ja. Die brauchen wir ja gleich, das haben wir dann hier. Das können wir. So, das Brot. So, das Brot. Ich erzähle ein bisschen was dazu, dann können wir schon mal uns orientieren. Sie haben bei dem Brot das Mehl, Sie haben bei dem Brot die Hefe und Sie haben bei dem Brot Oliven und getrocknete Tomaten. Sie haben beides noch oder weiter dazu bekommen, einmal Preiselbeeren und ein Pâté. Das Pâté haben wir selber gemacht, das ist ein kräutriges, würziges Pâté aus Schweine- und Geflügelfleisch. Hat eher so ein leicht deftigen, bäuerlichen Charakter mit frischem Majoran, mit frischem Thymian, ist abgeschmeckt mit Rübenkraut, frischem Gemüse, was in einem Sud gekocht wurde. Und daraus haben wir, weil unser Chef ist Herr Metzger, haben wir ein schönes Pâté gemacht. Es gibt ja viele, die mit Pâté auch mal nichts anfangen können. Was, kann man das als Leberwurst bezeichnen? Für ganz jemanden, banal können wir das als Leberwurst. Nee, ja, es hat noch ein bisschen anderen Charakter. Ist halt eine klassische Leberwurst, ist halt, ja, auch oftmals geräuchert und hat so eher diesen deutschen, rustikalen oder geräucherten Charakter. Mhm. Wenn wir aber über ein Pâté reden, ist es so, dass wir sagen, wir geben oft früchtige Fruchtsachen rein, wir geben oft Aromaten rein, die nicht ganz klassisch sind, wie Kardamom ist auch hier mit drin, dann ist hier frische, ist Vanille mit drin. Also verschiedene Produkte, die dem Ganzen das, aber nichts anderes. Am Ende ist es so, man kann es aus Geflügelleber machen, man kann es aus Schweineleber machen, aus der Kalbsleber oder eine Mischung davon und macht davon ein schönes Pâté. Mhm. Und das ist, wie gesagt, eine rustikale Variante, die ein bisschen deftiger ist. Und dazu haben wir Preiselbeeren. Wir haben Wildpreiselbeeren kalt gerührt. Dieses Verfahren kalt gerührt hat die Idee, dass die Preiselbeere viel mehr von seinem Geschmack behält, als es ist, wenn man Früchte kocht. Man vermischt Früchte mit einem Teil Zucker und zwei Teilen Früchten und rührt die auf der Rührmaschine oder mit der Hand über mehrere Stunden. Man legt die irgendwo in die Schüssel und rührt immer mal wieder bei Raumtemperatur durch. Langsam platzen die Gefäße der Frucht auf und binden den Zucker. Somit hat man nachher mit der Erdbeere, mit der Johannisbeere, mit der Preiselbeere, kann man das gut machen, weil man hat dann einen frischen Erdbeer- oder Preiselbeer- oder Johannisbeergeschmack mit einer Süße, aber eben das volle Aroma. Beim Aufkochen von Marmeladen zum Beispiel verliert man doch viel von dem Fruchtaroma in die Luft. Das geht durch die Hitze einfach verloren. Und das ist bei den Preiselbeeren so. Auch eine schöne Beilage zu Wildgerichten, die Sie vielleicht in der nächsten Zeit, wir werden wahrscheinlich nicht, oder nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher heute Abend nicht alles brauchen. Ja. Und somit hat man dann für morgen oder übermorgen oder für die nächsten Wochen noch mal was, um entweder das Brötchen mit der Leberwurst damit zu verfeinern oder
sich in einem Wildgericht damit nochmal eine etwas andere Note zu verschaffen. Kann man das auch in eine Soße geben? Also ich kann das so Preiselbeergelee mal unter die Soße klassisch führen, ist ne? ja das zum Wiener Schnitzel. Das ja. ist so der absolute Klassiker. Ja. Aber wenn Sie eine Wildgeschnetzeltes machen oder eine Wildsoße ja. machen, kann man das schön reinmachen, um dem Ganzen noch eine Süße. Und die Preiselbeere an sich hat ja nochmal so einen herben Geschmack, der mhm. so ein bisschen dumpf herb ist. Durch die Süße gibt man den Gerichten dann nochmal so einen etwas anderen Charakter. Das stelle ich aber nochmal kalt. Das brauchen wir jetzt immer nicht. Wir müssen ja erstmal unser Brot backen, um dann nachher das zu belegen. So. Ich nehme mal das Mehl in die Schüssel. Und ich brauche jetzt 160 Milliliter warmes Wasser, um die Hefe aufzulösen, mhm. damit die Hefe arbeiten kann. Da gibt es auch doch, ich weiß das nicht genau, so ein Trick mit Salz oder Zucker, ne? Zucker. Zucker. Zucker ist so ein Klassiker, ja. Der Hefe gut dabei hilft, sich zu entwickeln. Ist nicht zwingend notwendig, macht man ja gerne auch bei süßlichen Teigen wie der Weckmann, ja. der Zopf oder wie auch immer, mhm. ne? Aber wir lösen. Der Weckmann auch ein großes Thema im Moment, glaube ich, so vor St. Martin. Sehr gerne, ja. In Mülheim heißt es der Puhmann, das habe ich auch erst gelernt, als ich der nach Buhmann? Der Puhmann. Der Puhmann. Als ich nach Mülheim gezogen bin, habe ich immer gedacht, was meinen die mit einem Puhmann? Bis ich dann in der Auslage beim Bäcker gesehen habe, was dann doch der Puhmann ist. Ja, man hat jetzt gerade, ich war heute Morgen bei Brötchen holen, habe ich es auch wieder gesehen. Ja. Ist jetzt gerade die Zeit und ist auch schön, ne? Genau. Hat so was, wo man sagt, okay, das gefällt uns dann auch. Irgendwann einfach mit einem schönen Stück Butter. Ja. Oder auch mit. Ich esse das ganz gerne so mit Apfelkraut, mm. Rübenkraut, ja. sowas, Apfelmus, herrlich. Schön Marmelade. Herrlich. So, die Hefe ist aufgelöst. Wie ist es denn für dich so als Koch jetzt im Moment? Also wenn du jetzt so hier digital stehst, ist das immer noch ungewohnt, wo du sagst, boah. Nee, es ist natürlich, wir haben hier eine schöne Kochschule. Mm. Wir haben eigentlich immer die Idee, die Leute hier einzuladen oder die herzubringen und mit denen zu kochen und dieses 1-zu-1-Kontakt zu haben. Aber die Zeiten ändern sich, wir haben da... Da leiden wir alle drunter ja. oder wie auch immer. Und da haben wir, glaube ich, mit diesem Format eine ganz gute Lösung gefunden. Das glaub ich dass man auch. Sagen kann, die Leute haben was davon, wir haben auch was, wir bleiben in Kontakt mit den Menschen. Mhm. Das ist was anderes natürlich, als wenn man live hier steht und ich mit den Leuten hier koche. Mhm. Aber es ist schön, es ist angenehm. Nach dem letzten Kochkurs hat mich das sehr, sehr positiv überrascht, wie das so ist. Und das macht schon Spaß. Ist ja. schon ein anderer Weg, werden wir sicherlich auch weiterverfolgen. Ist ja. so ein Thema, wo wir sagen, das wird sicherlich... Ja, unsere Sachen ein bisschen verändern und durch diese Pandemie eben doch auch wahrscheinlich ein großer Bestandteil unseres zukünftigen Projektes oder ja. Produktes sein werden. Ne? Ja, bei uns ist es gleich. Also wir von der Volksbank Rhein-Ruhr haben ja regelmäßig auch Kundenevents, wo wir unsere Kunden treffen, in Austausch gehen können. Das fehlt uns natürlich jetzt im Moment. Ja. Aber ich bin froh, dann, dass wir, wenn wir so ein Feedback bekommen von unseren Kundinnen und Kunden, die dann wirklich so aktiv sind und sagen, hey, da will ich wieder mitkochen, das war so toll beim letzten Mal. Ja, das ist natürlich optimal jetzt, gerade in diesen genau. Zeiten. Das ist eine tolle Sache. Was Positives mit der Familie, jetzt einfach zu Hause zu sitzen und dann freuen wir uns auch als Bank drüber, wenn man sowas einfach noch den Kunden schenken darf. Sehr schön. Ja. So, ich habe die Hefe aufgelöst, das Mehl ist da. Ich hacke jetzt die Dörrtomaten, also die getrockneten Tomaten, schneiden wir einfach der Länge nach auf und dann in gar nicht so feine Stücke. Das Brot soll ja mit dem Paté nachher so einen etwas rustikalen Charakter vermitteln, deswegen muss das gar nicht zu fein sein. Aber es gibt dem Ganzen nochmal so einen Touch von Würze, also die Dörrtomate schmeckt ja so ein bisschen wie ein bisschen eingelegter Speck, also er hat ja eine schöne Würze. Und die Olive rundet das Ganze so ein bisschen herb ab. Die Olive auch einfach mal so 2-3 Mal drüber hacken, dass es alles nur so grob gehackt ist. Das werden wir gleich mit dem Mehl vermengen, werden dann die Hefe dazugeben, werden das mit Salz, also Meersalz und Pfeffer würzen und es dann so für 30 Minuten in der Schüssel gehen lassen und dann zu einem rustikalen. Ich habe eine Frage überlesen, jetzt muss ich mich entschuldigen. Wann kommt der Zucker zu den Bäckchen? Der Zucker zu den Bäckchen kommt nachher zum Abschmecken dazu. Okay, also den Zucker bitte noch parat halten. Der ist da, wenn die Soße, wenn der Weißwein so ein bisschen in der Soße dominiert, ist das die Idee, dass wir das auch da wieder mit der Zwiebelnade, mit dem Cassis und mit dem Zucker, das steht hier alle drei auch noch, vermengen okay. und dem Ganzen dann so ein bisschen eine süße, runde Charakter verleihen. So. Die Tomate und Olive zu dem Mehl geben.
Ich würze jetzt schon mal mit ein bisschen Salz und Pfeffer aus der Mühle und gebe die Flüssigkeit, die Hefe mit dem Wasser dazu. Vielleicht so eine kleine Mulde in der Mitte mal machen, damit es nicht direkt wegläuft. So, und dann kann man das mit der Hand machen oder ich mache das hier mit dem Löffel. Also sehen, jetzt liegt das schon ein bisschen an der Teig, ja. Das sieht man dann schon. Ja, wir sehen es hier. Und da kommt nichts weiter rein? Nichts weiter rein. So, die, ja, Olive, die Olive und die Tomate geben dem Brot nachher schon so einen ganz, ja, eigenen Charakter. Ja. Ja, und obendrauf nachher das Pâté, was natürlich auch, Sie können das Brot auch wunderbar einfach so mit ein bisschen Olivenöl, genau, und Meersalz, mhm, dazu machen. Wir werden nachher ein bisschen Brot über haben, wahrscheinlich. Das kann man dann nachher zu der Suppe servieren. Mhm. So, alles rein da. So, jetzt werden Sie, haben Sie hoffentlich in Ihrer Küche vielleicht oder irgendwo eine Heizung an oder einen warmen Ort. Unter die Bettdecke. Unter die Bettdecke, wie früher bei der Oma. Genau. Ich habe hier so eine Wärmeschublade, das ist sehr komfortabel. Mhm. Da mache ich rein, die Schublade hat so um die 60 Grad. Einfach rein und wir lassen das jetzt mal so eine halbe Stunde ruhen und die Hefe langsam arbeiten. So, ich denke, wir sollten jetzt soweit sein, dass das Parfait weiterverarbeitet werden kann. Das heißt, ich habe schon mal die Sahne darüber gestellt. Ah, vielen Dank. So, aus dem Eiswasser oder Wasser oder Eis rausnehmen. So, nochmal durchrühren. Das ist jetzt so ein bisschen flüssig geworden durch den Gros Manier. So, die Sahne ist steif geschlagen. Ich persönlich schlage immer ein bisschen weniger und mache dann lieber noch mal so ein bisschen mit der Hand, damit ich weiß, dass ich wirklich den richtigen Punkt und Stärke der Sahne gefunden habe. Das sieht gut aus. So, dann habe ich hier so einen Schlesinger. Ja, kurzes Foto für unsere Social Media Kanäle. Alle, die uns noch nicht folgen, Volksbank Rhein-Ruhr 1864 bei Instagram. Da werde ich zwischendurch mal ein paar Fotos von uns reinstellen, dass auch da die Menschen sehen, was wir hier gerade tun. Sehr gut. Sehr gut. So, ich habe jetzt die Sahne noch mal ganz kurz ein bisschen nachgeschlagen, habe sie in die Parfaitmasse gegeben, also unsere Eimasse, und vorsichtig hebe ich jetzt die Eimasse oder die Sahne unter die Eimasse. Das sollte nicht zu wild passieren, weil die Sahne soll halt seine Luftigkeit behalten und nicht nachher in Stücken da drin sein. Aber sie sollte sich schon auch auflösen. So, ja, das sieht gut aus. So. Dann am besten mit einem Löffel oder einer Kelle, eine kleine Kelle, nehmen wir unsere kleinen Parfaitformen. Es kam gerade noch die Frage, müssen die Bäckchen mit Flüssigkeit bedeckt werden? Nein, ne? Du hattest sie auf den Sud. Ich habe die quasi auf, die fallen dann eigentlich da rein. Ja. Wir werden gleich mal reingucken und eigentlich ist es so, wenn wir vielleicht ein bisschen zu wenig Flüssigkeit, weil der Topf dann die Oberfläche noch groß, dann kippt man vielleicht noch ein bisschen Wasser hinterher. Aber, okay, in der Regel, die fallen rein, lassen ein bisschen Flüssigkeit, ja, die Zwiebeln sacken ja jetzt in sich zusammen, mhm, und somit fällt die Backe in die Soße. Ja. Und wenn der Deckel drauf ist, das Kondensat schützt dann auch vor Anbrennen. Wir werden gleich mal so in einer halben, dreiviertel Stunde reinschauen, mhm, wie das ist und dann einfach nach Gusto ein bisschen Wasser nachkippen. Wenn der eine oder andere das Gefühl hat, es ist zu wenig Flüssigkeit, vielleicht ein bisschen Wasser hinterher kippen. Okay, für die, die keinen Deckel haben, reicht Alufolie? Reicht auch Alufolie, natürlich. Okay. Alufolie oder ein Backblech, was irgendwie drauf liegt, ja, würde auch gehen. Okay. Genau. So, ich fülle dann meine Parfaitform ab. So, und das sollten Sie jetzt gleich, wenn es abgefüllt ist und fertig ist, zu Hause in Ihren Tiefkühler stellen. Und lassen es dann, ja, ich sag mal, bis zum Ende unserer
Übertragung. Und wenn Sie dann zum Dessert kommen, sollte es gefroren sein. Ich persönlich habe jetzt hier keinen Tiefkühler. Gebe das gleich mal an eine Kollegin weiter, die das in unserer Küche nebenan in einen Tiefkühler stellt, ja, wo es dann durchfrieren kann. So, da habe ich hier gleich ein bisschen groß. Kriegt der eine ein bisschen weniger. Nee, wir machen das schon ganz gerecht, so wie das sein soll. Ne? Die vier Förmchen. Die Männer aus der Technik werden gerade schon ein bisschen böse. Die sind nämlich immer, die haben ja das Glück, die beiden Herren von Studio 47, die uns heute hier wieder begleiten, die das Ganze auch für uns alles live übertragen und dass sie auch in den Küchen zu Hause alles mitbekommen, Ton, Bilder und ähnliches. Die dürfen nachher zur Belohnung immer das, was hier gekocht wird, auch aufessen. Und glaube ich, freuen sich auch schon ein bisschen drauf. Daumen gehen hoch. So, ich brauche ein kleines Blech. So. Ich glaube, die Dame aus der Küche wartet schon auf, ja, ihren Einsatz. Sie wartet auf ihren Einsatz. Ich gebe ihr mal diese vier kleinen Förmchen und die bringt die, versorgt die jetzt für mich in einem Tiefkühler. Dankeschön. Ja. So, also. Ich mache da mal gerade. Nutzen Sie die Zeit zum ein bisschen durchschnaufen. Genau. Ich organisiere mich ein wenig, räume ein bisschen auf. Wie nennt man dieses wunderbare Schneidebrett? Das hat auch einen speziellen Namen, ne? Nein, das hat keinen Namen. Nein, das ist einfach nur, hab ich für mich mal konzipiert und mit einem, es gibt eins, da haben Sie recht, das heißt Heidelberger Brett. Heidelberger, ich habe genau gesehen. Ja. Das ist ein Hersteller, der ein ähnliches Brett hat mit Mulden und Anhängen. Ja. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, ja, wenn ich zu Hause koche, ich habe immer so Abschnitte oder vor allen Dingen, eigentlich ist die Grundidee, Flüssigkeiten, die beim Schneiden austreten aus dem, was man schneidet. Wenn Sie eine Melone schneiden, eine Orange schneiden, ja, oder auch wenn Sie ein Fleisch aufschneiden, ein Rinderfilet tranchieren, haben Sie immer so den Saft. Und das kann hier eben, es ist leicht abfallen. Wenn ich hier mein Rinderfilet aufschneide und es hat ein bisschen Blutsaft, fällt er mir nicht auf den Tisch oder in die Küche, sondern er fällt in dieses Brett. Abgesehen davon, man sieht es hier vielleicht auch, bei mir sind so ein paar Sachen gerade abgefallen, ja, die fallen in dieses Brett rein und so habe ich immer eine saubere Situation. Ja, wenn ich hier was switche, fällt es weg. Und schon habe ich. Nichts landet auf dem Boden und man tritt. Nichts landet auf dem Boden und die Küche sieht nicht aus wie nach einem kleinen Krieg. So, das Brot ist drin, die Kalbsbacke ist im Ofen. Das sind jetzt so zwei, drei Sachen, die uns wichtig waren, dass wir die im Vorfeld, wenn sie kochen, immer so mit den Garzeiten schauen, was braucht am längsten, wie geht es immer, dass man dann sagt, man kann Sachen auch nebenbei oder zusammen machen. Mhm. Also, Kalbsbacke läuft, Brot kann gehen. Unser Eis ist im Froster. Das waren die drei Sachen, die uns wichtig waren, dass wir die relativ schnell auf den Weg bringen. Mhm. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt jetzt das Pastinakenpüree. Nochmal zusammengefasst für die Antwort gerade nicht mitbekommen haben. Die Bäckchen müssen nicht komplett mit Flüssigkeit bedeckt sein, denn die Zwiebeln durch das Garen schrumpfen noch ein bisschen, wenn ich das richtig zusammenfasse. Richtig. Die Bäckchen rutschen nach unten und rutschen dadurch selbstständig in die Flüssigkeit. Genau. Und gleich, wenn es dann so sein sollte, dass es vielleicht ein bisschen trocken aussieht, wenn wir gleich den Deckel runter machen, schauen wir uns das mal an, da kann man sogar gegebenenfalls einfach einen Schluck Wasser oder Brühe noch mal hinterher schütten. So, wir gehen weiter mit dem Pastinakenpüree. Wir brauchen wieder einen Topf, der in der Regel diese Größe hat, wo wir dann diese Zutaten alle reinbringen. Das Pastinakenpüree wird gekocht. Eine Variante wäre, es einfach in Wasser zu kochen, um die Pastinaken rauszunehmen und zu pürieren. Ist eine Möglichkeit, aber man verliert viel Geschmack in das Wasser. Deswegen bin ich eher ein Freund davon, ich koche es entweder mit Milch oder Sahne oder mit wenig und dünste mit einem Deckel drauf, sodass der Eigengeschmack der Gemüse erhalten bleibt. Mhm. Wenn ich einen Kohlrabi zum Beispiel zu Hause mache, den schneide ich in Stifte, mache ein bisschen Butter oder Olivenöl in den Topf, schwitze ihn an, gebe einen ganz kleinen Schuss Wasser dazu oder Weißwein, mache einen Deckel drauf und lasse es einfach im eigenen Saft garen. Ähnlich mache ich das mit dem Spargel. Der Spargel kommt auf ein Backblech. Es kommt Butter, Zucker, Salz und Pfeffer drauf. Folie drüber, in den Backofen und werden im Backofen gebacken. So habe ich nachher einen intensiven Spargelgeschmack. Bei Spargel könnte ich, wenn ich es im Wasser koche, noch eine Suppe machen. Aber eigentlich wollen wir ja den Geschmack immer in dem eigenen haben. Und so machen wir es gleich bei der Pastinake auch. Wir haben Pastinake, wir haben Zwiebel, wir haben Sahne. Ich habe mal ein bisschen Wasser dazu genommen. Wir brauchen so ein bisschen, braucht man vielleicht, damit es gar wird, um dann nachher das abzuschütten. Und Honig. Jetzt fragt noch ein Mitkoch, was mit der geschnittenen Zwiebel war. Die geschnittene Zwiebel muss bitte in den Bratenansatz der Kalbsbäckchen. Also die Kalbsbacken waren angebraten, dann waren die Bratten aus dem Topf raus. Die geschnittenen Zwiebeln werden in dem Topf geschmort. Genau, dazu Thymian und Thymian und der Lorbeer.
Dann wird der Knoblauch kommt dazu. Es wird schön geschmort und mit Weißwein abgelöscht. Wenn die eine schöne Farbe haben, dann kommt der Kalbsfond dazu. Wir kochen auf, schmecken nochmal mit Salz und Pfeffer ab, genau. Legen die angebratenen Kalbsbacken zurück in den Topf und bedecken diese mit dem Deckel und schieben die in den Backofen bei 180 Grad für 2 Stunden, vielleicht auch 2,5 Stunden, kommt ein bisschen drauf an, aber eigentlich 2 Stunden ist eine gute Zeit. Und sonst hatten wir bis jetzt noch keine Zwiebeln, die kommen glaube ich jetzt nochmal. Genau, jetzt geht es weiter mit den Zwiebeln. Ich hatte eben mal gesagt, man kann schon mal die Zwiebel für das Pastinakenpüree vorbereiten. Vielleicht meinen Sie das. Also ich habe jetzt hier die Pastinake, die schäle ich jetzt mal. Vielleicht haben Sie auch das schon getan. Ich habe gerade. Dann sind Sie nämlich schneller als ich. Genau, und ich habe gerade gelesen, das freut mich sehr, dass die Kunden aus unserem Haus, die den ersten Kochkurs bereits mitgemacht haben, super vorbereitet sind und total entspannt gerade vor ihren Bildschirmen sitzen und mitkochen. Ah, ja, so gut. Viel zum Thema Routine. Wir freunden uns langsam mit dem Corona-Thema an und auch wir kriegen irgendwie Routine da rein. Denn ich sage mal, das Thema digitale Events wird ja weiter an Fahrt aufnehmen und auch erstmal bis, denke ich, im nächsten Jahr sich etablieren. Und wenn Ihnen das gefällt, was wir heute hier tun, dann schreiben Sie uns das auch gerne nachher mal auch an die Internetadresse marketing@volksbank-rhein-ruhr.de. Denn je mehr positives Feedback wir bekommen und je mehr Freude Sie heute mit Herrn Achterrath und uns hatten, desto höher sind dann die Bestrebungen, sowas einfach nochmal zu tun. Auf jeden Fall. Wir werden das Format auf jeden Fall weiterverfolgen, auch auf anderer Ebene, dass wir sagen, wir machen vielleicht mal so nächstes Jahr saisonal eine Frühlingsküche, eine Pastaküche, solche Sachen, die vielleicht dann auch einfach einen kürzeren und knackigeren Charakter haben. Ja. Das wird sicherlich ein Thema sein, wie wir auch unterschiedliche Kochkurse anbieten, die mal mit einem hochanspruchsvollen 5-6-Gang-Menü sind oder so Tapas-Menüs oder eben auch mal einfach zu sagen, wir machen eine ganz einfache Nudel-, Pasta- oder Suppenküche. Mhm. Das sind sicherlich Themen, die wir weiterverfolgen, was glaube ich, und das ist glaube ich das, was am Ende dabei rauskommt, ein in Zukunft nicht mehr aus unserem Tagesablauf wegzudenken sein werden. Mhm. Und sicherlich auch nochmal eine andere Möglichkeit hat, weil es nicht immer jedem möglich ist, in einen Kochkurs zu kommen, sondern vielleicht einfach sagt, okay, ich kann mir das dann etwas später irgendwo angucken und kann es dann nachkochen. Das ist ja auch so die Idee. Das ist ja auch, deswegen mache ich so gerne Kochkurse oder solche Sachen. Man bringt die Leute nochmal wieder zurück auf die bodenständigen, einfachen, frischen, guten Produkte, wo man sagt, Mensch, das ist doch jetzt gar nicht so schwierig, sich mal schnell eine einfache Pasta mit einer guten Soße zu machen, frische Kräuter zu verwenden und nicht irgendwelche Fertigpülverchen zu verwenden. Ja. Ich glaube, das ist so, wo wir oder wo ich als Koch auch immer sehr viel Wert drauf lege und sage, das muss nicht immer aufwendig sein, es muss auch nicht immer teuer sein, es kann ganz banal sein, aber es sollte immer frisch sein. Und das sind, glaube ich, so dieses, ein Thema, was durch diese Kochkurse dann oder auch durch das Internet dann wieder gut verbreitet wird. Und auch, dass man gemeinsam kocht. Also ich glaube, so das Thema, gemeinsam in der Familie jetzt vor dem Bildschirm zu sitzen und die Kinder dürfen auch mal ein paar Zwiebeln schnibbeln, das ist, glaube ich, auch ein schönes Erlebnis einfach jetzt gerade zu der Zeit, wo alles andere auch einfach nicht möglich ist. Ja, das siehst du, wir haben vor einer Woche oder zwei, kurz vor Halloween mit jemandem zusammengesessen und dann haben wir Kürbisse geschnitzt. Alles so Sachen, die man sonst irgendwann mal verloren hat. Und die haben dann jetzt aufgrund der Tatsache, dass man halt mal zu Hause bleibt, ein bisschen was macht. Mein Garten sieht ganz toll oder sah diesen Sommer ganz toll aus, weil ich dafür sehr viel Zeit hatte. Mhm. Und auch jeden Tag dann abends frisch und lecker gekocht hat. Ne? Ja. Jetzt kam gerade noch mal die Frage auf, muss die Sahne zum Ei? Ja, zu dem aufgeschlagenen Ei muss die geschlagene Sahne gegeben also, werden. Also wir haben das aufgeschlagene Ei, was mittlerweile erkaltet ist. Da sollten Sie den Contro reingeben, die Vanille dazugeben und das Ganze mal abwarten, bis das so auf Raumtemperatur runtergekühlt ist. Wenn das dann passiert ist, die geschlagene Sahne vorsichtig unterheben und in die 4 Aluförmchen, die ich hier mitgeschickt habe, abfüllen. Das dann in den Tiefkühler stellen und bis zum Dessert nachher einfach da drin lassen. Ich habe Ihnen ja heute nochmal, gestern, als Sie die Boxen geliefert bekommen haben, war ein kleines Begleitschreiben dabei. Entschuldigung. Noch kein Wein in den Koch. Leider noch kein Wein im Koch, aber er stottert schon. Habe ich Ihnen ein Begleitschreiben mitgeschickt, wo das nachher dann, wenn ich fertig bin mit meinen Vorbereitungen hier und wir zu dem Paté und der Suppe kommen, wenn wir das anrichten, dann sind Sie dann irgendwann alleine und müssen Ihre Gerichte fertig kochen. Und zu diesem Ablauf habe ich Ihnen ein Begleitschreiben geschickt. Wir werden ja gleich das Pastinakenpüree kochen, was wir dann wiederum einfach warm stellen. Wenn es fertig ist, wird es auf dem Herd in einem Art Wasserbad, wir nennen das Bain-Marie, heißt Wasser im Topf, Schüssel drauf, dann bleibt es da stehen. Die Kalbsbacke, wenn die Soße fertig ist,
kommt die Kalbsbacke wieder zurück in die fertig abgeschmeckte Soße. Der Backofen wird auf 80 Grad reduziert und bleibt dort drin. Mhm. Somit haben wir dann nachher, wenn wir dann zum Hauptgang kommen, eigentlich nur noch den Apfelsalat zu machen, der dann auf das Pastinakenpüree kommt mit der Kalbsbacke und dann können Sie es machen, fertig machen und servieren. Und den Crepe habe ich Ihnen dann auch eine Anweisung geschrieben. So, ich habe die Pastinake geschält, ich habe die Zwiebel geschält und ich werde jetzt die Pastinake mit der Zwiebel in einen Topf geben. Heißt, grobe Stücke, oben mal die Pastinake, den Deckel noch ein bisschen wegschneiden. Also ich möchte gerade mal ganz, ganz liebe Grüße an die kleinen Buben, 3 und 5, die gerade mitkochen. Also es gibt Familien, die sitzen mit ihren 3- und 5-jährigen Kindern in ihrer Küche und super, kochen fleißig. Finde ich ganz, ganz toll. Also das ist genau das, was uns wirklich... Die Zielgruppe der Zukunft. Genau. Ja, also ich finde, wenn Kinder jetzt schon mit 3 kochen lernen, also es gibt ja nichts Besseres. Und Pastinake perfekt, kennen sie meistens leider... Aus dem Glas schon. Genau. von ja, daher finde ich das ganz, ganz toll. Und wir haben auch eine total nette Familie, die uns gerade ein wunderbares Bild geschickt hat. Auch da ganz, ganz liebe Grüße. Lassen Sie es nachher schmecken. Toll, dass Sie so mitmachen. Sehr schön, das ist toll. Da freue ich mich auch. So, ich schneide die Pastinake in grobe Würfel. Also wirklich, muss gar nicht fein sein. Wird auch wieder püriert, von daher nicht dramatisch, wenn es ein bisschen gröber ist. Das ist eine wichtige Info für Sie zu Hause. Also konzentrieren Sie sich nicht auf das feine Schnippeln. Verschwenden Sie da keine Zeit, sondern da kann der grobe Schnitt her. Da kann die grobe Macht, genau. Bisschen grobmotorisch. So, alle 3 Pastinaken werden so geschnitten. Warum Pastinake und nicht klassisches Püree? Ich sage jetzt einfach mal, ich esse gerne Kartoffelpüree, finde es gut, aber bin eher auch mal für dieses etwas andere. Heißt, ich mache mal könnte auch ein Süßkartoffelpüree dazu machen, ja, wir hätten auch mit dem Kürbis ein Püree machen können. Ich finde, das ist so, man kann aus vielen Gemüsen ganz tolle Sachen machen. Heißt, Pürees, die eben mal alternativ zu der Kartoffel auf den Speiseplan treten. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wir machen mal nicht das klassische Kartoffelpüree, sondern machen mal ein Püree, was auch sättigend ist. Also wir haben ja in der Pastinake einen hohen Zuckeranteil, wir haben da einen hohen Kohlenhydrate? Nein. Genau. Ja. Richtig, vielen Dank. Kohlenhydratanteil, also auch ein Sättigungsfaktor ist da. Aber wir haben trotzdem mal einfach einen interessanten Geschmack. Die Pastinake findet aber auch in der deutschen Küche weniger, oft in der Kindernahrung, ja, oder in Suppen ab und zu mal auch den Anklang. Ich habe 5 Jahre in London gearbeitet, in verschiedenen Küchen. Und dort zum Beispiel wird ja zum Sunday Roast, wenn die ein schönes Roastbeef am Sonntag mit dem Yorkshire Pudding und den Erbsen servieren, gibt es gerne und oft mal Parsnips, also Pastinake, Parsnips auf Englisch, einfach geröstet. Da würde man die einfach, ich mache mal so einen Schnitt, so schneiden und würde die dann auf ein Backblech legen, Olivenöl drauf, Salz, Pfeffer dran und im Ofen rösten. Das sind so Roast Parsnips zum Sunday Roast. Sehr lecker auch. Also auch mal eine Alternative für die Pastinake als Gemüse auf dem Speiseplan aufzutreten oder dann als Antipasti zu servieren, wenn sie dann kalt ist. Ja. Also, alles in grobe Würfel. Aber ich finde es einfach interessant. Ich mache auch gerne mal ein Karottenpüree oder halt Süßkartoffel, Kürbis, all die Sachen. Sind für mich mal, wo ich sage, das passt ganz gut. Und jetzt gerade so im Herbst, wenn man Gerichte hat mit schönen Soßen, gibt es ja nichts Besseres, als irgendwas dazu zu haben, was sich so schön mit der Soße vermengt, die mitnimmt. Also, boah, das ist aber lecker. Ja, ja, das ist auch, glaube ich, finde ich, der Riesenvorteil der deutschen Küche, einfach das Soßenthema mit irgendwelchen Kohlenhydraten, die Soße dann aufnehmen und das dann so, ja. Und das alles in Maßen ist das super. Ja, genau. So, die Zwiebeln auch in groben Würfeln dazu. Dann haben Sie gleich in Ihrer Box eine Sahne, flüssige Sahne, mit der Idee, wo drauf steht, Pastinake, Sahne, Pastinake. Die Sahne werden wir jetzt gleich in den Topf geben und dann wird die Pastinake nicht ganz bedeckt sein. Dann habe ich im Rezept geschrieben, den Rest füllen wir mit Wasser auf. Es sollte aber nicht hoch drin sein, sonst müssen wir nachher viel abgießen. Wir wollen eigentlich, ja, habe ich ja gerade schon erzählt, die Pastinake so im eigenen Saft garen. Das heißt, die Pastinake wird in der Sahne garen. Wir machen da auch einen Deckel drauf, kochen es gar. Sobald die Pastinake dann gar ist, entfernen wir den Deckel und lassen es noch ein bisschen einkochen. Ja, und dann kocht die Sahne und das Wasser raus oder die Flüssigkeit der Sahne kocht raus und dann werden wir es entweder im Thermomix oder wer keinen Thermomix hat, mit einem Pürierstab fein pürieren. Auch nochmal an der Stelle, auch das ist keine Produktplatzierung.
Ach so, ja. Okay. Mit einer Küchenmaschine. Mit einer Küchenmaschine werden wir die ganz fein pürieren. So, die Sahne dazu. Und jetzt sehen Sie schon hier, dass sie nicht ganz bedeckt ist. Einen kleinen Schuss, ich habe einfach mal ein bisschen Wasser hier vorbereitet. Ein Schuss Wasser dazu, sodass oben immer noch welche rauskommen. Das reicht schon. Eine kleine Prise Salz dazu. Heißt wirklich nicht zu viel. Kleine Prise. Kleine Prise. Unterkühlen. Ja, genau. Eine kleine Prise Salz dazu. Und schon ist die Pastinake fertig. Ready to cook. Mittlere, also ich würde jetzt erstmal ruhig höhere Hitze wählen. Heißt, damit wir es einmal aufkochen, gehe ich hier mal auf 8. Den Deckel nicht ganz drauf, so damit wir auch dann sehen, wenn es gleich aufkocht, damit wir da nicht in Stress geraten, dass es überkocht. Wenn es dann aufgekocht hat, machen wir den Deckel ganz drauf und dann reduzieren wir die Hitze so ein bisschen. So, das ist die Pastinake. Die Zutaten, die Sie jetzt noch für die Pastinake haben, dürfte Honig sein. Der bleibt auch erstmal in der Küche an der Seite stehen, den brauchen wir ganz zum Schluss nochmal. Ich lasse dieses Gefäß mit dem Wasser mal stehen. Vielleicht brauchen wir gleich für die Kalbsbacke hier ein wenig Wasser, um die nochmal aufzufüllen. Also reicht, wenn wir die Kalbsbacken, wenn die noch aufgefüllt werden, mit Wasser, nicht mit einem Fond? Muss nicht sein. Wir haben jetzt so viel Geschmack da drin. Wir haben das Fleisch da drin, wir haben die Zwiebeln da drin, wir haben einen Fond da drin, wir haben den Weißwein da drin. Da kann man ruhig das, was rauskocht, wenn man auch so einen Rinderbraten macht. Ja, und der kocht ja auch immer ein bisschen runter, weil die Rinderrolle hat. Ruhig ein bisschen Wasser hinterher kippen, das ist kein Problem. Mhm. Ja? So, die Pastinake. Ich resümiere nochmal, wir haben die Kalbsbacke im Backofen, wir haben das Brot, da schaue ich mal rein, sieht gut aus, meins geht schon ordentlich. Das lassen wir noch ein paar Minuten, ich sage mal jetzt noch 15 Minuten. Wir haben das Pastinakenbüro, erstmal haben wir das Parfait in den Tiefkühler gebracht und haben jetzt das Pastinakenpüree auf den Weg gebracht. Auf 8 auf dem Herd, es kocht. So, wir reorganisieren uns ein wenig, räumen ein bisschen auf, immer ganz wichtig, ne? Hoffentlich haben Sie so einen kleinen fleißigen Helfer, der da auch mal zwischendurch ein bisschen... Aber zu Hause guckt ja keiner zu, deswegen vernachlässigen Sie das Aufräumen. Wichtig ist, genau. So, als nächstes gehen wir zu der Kürbissuppe. Die Kürbissuppe unterteilt sich in zwei Rezepte. Einmal das Rezept der eigentlichen Kürbissuppe mit dem Muskatkürbis, den ich Ihnen schon geschält mitgeschickt habe. Also so ein schönes Stück ist dabei, um die 300 Gramm. Sie haben Brühe, Sie haben Sahne, ein bisschen Wasser brauchen Sie dafür, das habe ich Ihnen nicht mitgeschickt. Das sind 150 Milliliter, die Sie brauchen, die brauchen wir gleich nochmal, um die Suppe aufzufüllen. Sie haben Petersilie, die nachher als Garnitur drüber kommt, die werden wir dann gleich hacken. Sie haben wieder Zwiebeln und Sie haben so ein paar Zutaten in kleinster, und zwar Chili, geschälter Ingwer, geschälter Knoblauch und Thymian. Sie haben einen Schuss Weißwein dabei, Sie haben Curry dabei und Sie haben Cayennepfeffer dabei. Und das ist nachher sowas, der Curry gibt dem Ganzen so einen leichten interessanten Charakter. Wir haben frische Chili dabei, aber für den, der es noch ein bisschen würziger mag, und das ist dann am Ende einfach Geschmackssache, ein bisschen Cayennepfeffer, da kann jeder für sich entscheiden, ob er es schärfer haben will. Der zweite Teil des Rezeptes ist die Suppeneinlage, die kommt nachher aus einer Chorizo, einer spanischen würzigen Paprikawurst besteht, Kürbiskernen, Kürbiskernöl und einem Finnenbrot, das nachher zu Croutons gearbeitet wird. Das wird nachher als Einlage in der Suppe. Einem Finnenbrot? Finnenbrot. Ein dunkles Brot mit Malz gebacken und Sonnenblumenkernen oder anderen Kernen drin. Habe ich jetzt mal ausgewählt dazu. Sie können aber auch zu Hause ein weißes Brot nehmen. Sie können aber auch einfach ein Schwarzbrot oder ein Körnerbrot nehmen. Das ist ganz, und eigentlich ist ja, wenn man so Croutons macht, immer gut, wenn morgens mal irgendwie eine Scheibe Brot oder ein Brötchen überbleibt. Mhm. Dann schneidet man klein und dann machen Sie das in der Pfanne lecker rösch angebraten. Und das werden wir nachher machen mit dieser Wurst. Also die Suppe hat dann nachher in sich nochmal so eine würzige, paprika-knackige Variante, also durch die Schärfe der Wurst, durch die Knackigkeit des Brotes, das wir rösten werden, und die Kürbiskerne. Das macht so eine Kürbissuppe vielleicht dann nochmal ein bisschen interessanter. So, wir fangen an wieder mit den Zwiebeln. Ich habe schon mal einen Topf auf den Herd gebracht, der jetzt so bei mittlerer Hitze, auf 5 stelle ich mir das, schon mal erhitzt wird, damit wir gleich die Zwiebeln, dann die Gewürze, den Kürbis dazugeben können, um dann anzurösten.
Zwiebel, die zweite Zwiebel. Ist heute sehr zwiebellastig, ne? Also wir haben schon einige Zwiebeln, ja, ein bisschen viel verarbeitet, ne? Aber das sind ja schöne Geschmacksträger, die wir da haben, die immer wieder dem Gericht auch den letzten Pfiff verleihen. Die Zwiebel auch hier wieder in gar nicht so feine Würfel schneiden, sondern grob schneiden, weil auch die Suppe wird ja nachher püriert. Deswegen brauchen wir da jetzt gar nicht so einen großen Aufwand betreiben. Ich mache das mal in eine Schüssel. Ich habe hier mal vielleicht als kleiner Tipp so einen Schlesinger oder eine Teigkarte nennt man das. Damit kann man wunderbar Sachen vom Brett in eine Schüssel oder in den Topf transportieren. Sollten Sie vielleicht in jeder Küche haben, um dann Arbeitsbretter immer ordentlich und sauber zu haben. Und ich kann man ganz gut, sehen Sie, zack, wie so eine Schippe, zack, zack, geht das da rein. Damit hätten wir auch eben das Brot machen können, fällt mir gerade ein. Ach so. Wofür es ja ursprünglich mal gedacht ist. So, dann den Knoblauch direkt mal als erstes schneiden. Dann können wir nämlich den Zwiebel, den Knoblauch und auch da nicht zu fein schneiden, weil der würde ihn sofort verbrennen beim Anrösten, dass wir da nicht nachher verbrannten Knoblauch da drin haben. So, jetzt gebe ich ein bisschen nach Gusto. Ich mache Olivenöl am liebsten. Ein bisschen Olivenöl in die Pfanne oder in den Topf. Und gebe dann schon mal die Zwiebeln dazu. Und es brutzelt schon so ein bisschen. Ich gucke mal eben in unsere Pastinacke. Passiert noch nicht so richtig was. Topf ist aber heiß. Ja, wird, ja geht schon. Ne? Ja. Langsam los. So, dann können wir den Ingwer. Also die Zwiebeln sind jetzt auf mittlerer Temperatur. Genau, so bei 5, ne? Genau. Das ist dann immer so, dass dann alles ganz gut handelbar ist und nicht irgendwo schnell verbrennt und wir dann die Feuerwehr spielen müssen oder der Rauchmelder womöglich angeht. So, den Ingwer auch grob hacken. Und da ist auch so ein bisschen nach Gusto. Ich persönlich mag das gerne, wenn das ein bisschen so Ingwer-Schärfe und dieses aromatische, orientalische so ein bisschen kriegt. Wer das nicht so gerne so scharf mag, der lässt es dann am besten erstmal. So, den Thymian 2 können wir da dazugeben. Dann brauchen wir für das Rezept eine halbe Chili. Die auch einfach. Wenn man jetzt mit Kindern kocht, kann es ja sein, dass die nicht gerne scharf essen. Dann kann man das aber auch getrost weglassen. Ja, ja. Ne? Das ist ja nur, es gibt dem Ganzen noch eine Interessantheit. Sie können danach auch den Cayennepfeffer weglassen. Das ist nicht unbedingt erforderlich. Nur man hat ja bei dem Kürbis schon, egal wie, immer so ein bisschen so eine. Ja, der ist schon ein bisschen. So ein bisschen stumpf im Eigengeschmack. Also deswegen machen wir auch dann Essig rein, wir machen da Schärfe rein. Weil grundsätzlich, wenn Sie Kürbis so essen, hat der so zwischen Melone und Kohlrabi, ist der irgendwie lecker. Ja, ist so. Wenn Sie es mal, wenn Sie einen Muskatkürbis probieren, haben Sie so eine Würzigkeit, so einen Gemüsegeschmack von der Kohlrabi, der nicht so stark ist, aber leicht kohlig. Und Sie haben aber so eine Fruchtigkeit von einer unreifen, festeren Melone. Das stimmt. Ja. Und das ist dann wenn so, man so nah des Randes beißt. Ne? Genau. Mhm. So, und das ist, das kann man, das muss man immer irgendwie interessant machen, nenne ich das jetzt mal. Und das passiert oft durch Schärfe, durch Ingwer, durch Chili, durch Curry oder eben, aber das muss nicht sein. Aber irgendwas muss dran, dass das so ein bisschen bricht. Ja. So, ich erhöhe mal meine Temperatur hier so ein bisschen. So, im Moment kommen keine Fragen rein. So, die Kalbsbacke ist jetzt in Dreiviertel schon im Backofen. Doch, die Kollegin tippt. Es könnte sein, dass gleich noch eine Frage kommt. So, ich habe jetzt mal meine Kalbsbacke hier. Ich hole ihn immer aus dem Backofen, dann kann ich Ihnen zeigen, wie das bei mir aussieht. Ah. Ja, also die guckt oben so ein bisschen raus, aber ist nicht. Oh, das ist, wenn man mit Hunger hier steht, das ist ja Wahnsinn. Ich schon, ja, aber Sie kriegen ja auch nachher was zu essen. Ne? Ja. Sie haben das immer so nett gerade von den Technikern erzählt und haben gar nicht gesagt, dass Sie auch mitessen möchten. Ich habe ja auch probiert. Wunderbar. Kommt schon. Ja, also so sollte es aussehen. Leicht bedeckt, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, es ist an den Seiten zu trocken, gibt ein bisschen Wasser drauf, aber die Kalbsbacke kann ruhig so ein bisschen rausgucken. So, und zurück im Backofen. Ich wollte ja nur loben die tolle Arbeitsleistung der beiden Herren von Studio 47 erwähnen, weil das echt sehr gute Arbeit ist. Ja, das ist. Also ich denke. Die Vor- und Nacharbeit ist ja dann auch immer noch da. Man ist ja nicht nur hier dieser Kochmoment, den wir gerade machen, sondern da ist ja doch, hängt ja doch immer ein bisschen mehr dran. Aber wir sind ja keine Profis und man muss auf uns eingehen können und auch wissen können, wann die Damen und Herren hier was sagen wollen. Und das machen die beiden schon sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Kann ich auch nur sagen. Sehr gut. Vielen Dank. So, meine Zwiebeln brutzeln so ein bisschen. Da kommt jetzt, also die Farbe ist noch ein bisschen da,
Ich gehe jetzt hin und schneide den Kürbis. So, und auch da gibt es keine großen Schnitttechniken, sondern grobe Würfel für den Kürbis. Ja. So, dann können wir schon mal zu den Zwiebeln können wir den Ingwer, die Chili, den Thymian geben. Der Kürbis auch wieder in eine Schüssel. Man sieht schon, wenn ich den Kürbis schneide, kriegt er schön an der Schnittkante so einen Glanz. Das zum Beispiel haben Sie nicht bei einem Hokkaido-Kürbis. Sie haben beim Hokkaido-Kürbis in der Regel eine sehr trockene, stumpfe Schnittkante, wo eigentlich... Ja, und sag ja. Haben unsere Kunden den Kürbis auch so bekommen? Genauso. Genauso, das ist gut. Das ist so ein bisschen Arbeit, wenn man da vorne den Kürbis sieht. Das ist halt schon so, dieses Schälen beim Kürbis ist, glaube ich, eine Sache, die hält die Leute wirklich davon ab, Kürbis zu machen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schicken das schon mal so los. Wunderbar. Und dann haben wir denen schon mal eine Arbeit erspart. Für alle, die zusehen und nicht wissen, wovon wir gerade sprechen, die vielleicht nicht mitkochen, aber einfach mal zugucken. Im Vorfeld zum Kochkurs, wenn man sich bei uns anmeldet, bekommt man eine Kochbox nach Hause zugeschickt. Richtig. Mit einem kompletten Rezept, mit einer Anleitung, mit einem lieben Gruß noch von der Volksbank Rhein-Ruhr und allen Zutaten, die Sie für dieses Menü brauchen. Alles vorbereitet, alles portioniert, bis natürlich auf die Schnibbelarbeiten, die dann durch die Schnibbelhilfen zu Hause abgewickelt werden müssen. Ja. Aber sonst ist alles soweit abgewogen, vorbereitet und in den Einheiten dabei, sodass es am Ende des Tages schon eine Erleichterung ist für den Start. So, ich darf noch kurz mal intervenieren. Entschuldigung. Alles gut. Das Pastinakenpüree hat gekocht. Ich habe jetzt runter auf 6,5 gestellt, also mittlere Hitze. Jetzt mache ich den Deckel drauf und lasse es einfach so gar kochen. Für alle Nichtkunden der Volksbank Rhein-Ruhr, die auch mal mitkochen möchten und die Kochbox erwerben wollen, was kostet die Kochbox? 99 Euro. Ja. Und die können Sie bei uns hier am Großmarkt in Duisburg abholen, fertig gepackt. Können Sie jetzt auch im Nachgang noch machen, wenn Sie Lust und Laune haben, das nochmal nachzukochen, nächste, übernächste, wann auch immer. Rufen Sie an bei uns mit ein paar Tagen Vorlauf. In der Regel wäre es gut, wenn wir 3 bis 4 Tage Vorlauf haben. Dann verpacken wir Ihnen das, bereiten Ihnen das so vor, wie wir es hier heute auch haben. Und dann können Sie einen gemeinsamen Abend entweder nur mit den Rezepten, weil Sie kriegen auch einen Rezeptordner dabei, oder eben mit dem Stream, den Sie sich ja dann angucken können, wo wir das alles noch mal ein bisschen erklären. Und das ist auch, finde ich, eine ganz tolle Sache, wenn man überlegt, leider die Gastronomen alle geschlossen, man kann abends nicht rausgehen und das ist halt, wenn man sagt, okay, ich hole mir mal so eine Kochbox für 4 Personen. Ja, genau, das ist tatsächlich so gedacht. Wir haben natürlich alternative Angebote jetzt auch. Ne? Wir machen die Gänsebox, wir machen was mit Rinderroulade, machen was in der Wildrichtung. Immer für kleine Einheiten, 4, maximal 10 Personen oder 5 Personen zu Hause. Aber das ist so eine Ergänzung, wo man sagt, das macht dann, ist halt interaktiv. Sie können was tun, das andere ist entweder zum selber machen oder selber warm machen, geht auch. Aber hier haben Sie mal auf jeden Fall mal einen gemeinschaftlichen Abend verbracht und haben am Ende ein leckeres, schönes Ergebnis. Mhm. So, ich darf kurz weitermachen. Die Kürbis habe ich in grobe Würfel geschnitten. Ich habe die Zwiebeln mit schöner Farbe angebraten, sehen goldgelb. Die haben jetzt ihr Aroma entwickelt. Da kommt jetzt der Kürbis dazu. Und ich hatte die Hitze gerade zwischendurch mal ein bisschen reduziert. Gehe aber jetzt doch noch mal wieder ein bisschen hoch, so auf 7, damit der Kürbis auch noch ein bisschen brät. Ist mir ein bisschen trocken geworden. Ich mache noch mal einen kleinen Spritzer Öl dran, damit auch der Kürbis so ein bisschen rundherum röstet. Und der Kürbis hat ja, wie ich eben gesagt habe, so eine leichte Süßigkeit. Und durch dieses Braten des Kürbisses karamellisieren wir den Kürbis ja auch, genau wie die Zwiebel. Und auch das sind wieder diese Aromaten, die wir brauchen und gerne haben wollen. Wir reden ja so gerne mal von diesen Röstaromen. Ja. Ja. Das ist aber tatsächlich so. Sie könnten da alles in den Topf kippen, aufkochen, fertig. Ist nicht so lecker wie angebraten, geschmort, schön karamellisiert. Das ist halt schon ganz wichtig, dass das alles so ein bisschen passiert. So, wir kommen gleich. Das kann jetzt ein bisschen brutzeln. Wir haben unsere Brühe, Sahne, Wasser. Weißwein, Curry, Chili da. Wir gehen gleich weiter mit dem Curry. In der Zwischenzeit zupfen wir die Petersilie. Das kann auch wieder gut ein Helfer machen. Das könnte gut ein Helfer machen, richtig. Das sind zum Beispiel so Sachen, wenn wir, wir haben ja die Petersilie für Sie auch schon so ein bisschen klein gemacht oder in kleinen Mengen runtergebrochen. Da sind natürlich Stiele eingefallen und Abfälle. Und das ist sowas, wo wir
dann nachher die Fonds, die Suppen, die Jus mit kochen. Heißt, wir nehmen da keine frische Petersilie, also keine Petersilie als Plattform, sondern für die Aromaten reicht uns ja vollkommen diese Stiele von der Petersilie, die Schale von der Pastinake, die Schale von der Karotte, all das sind so Sachen, die wir nachher in den Fonds verarbeiten. Ah. Alles. Also das ist ja immer so, wir versuchen, da gibt es ja da neuesten, es gibt ja so einen Trend Nose to Tail jetzt. Das heißt, das Tierschwanz wird von der Schnauze bis zum Schwanz komplett verarbeitet. Ja. Und genauso gilt es auch fürs Gemüse. Ja, wir brauchen nicht eine Karotte kleinschneiden, die schälen, wenn wir einen Fond brauchen, sondern wir machen die Karotte fürs Gemüse und die Schale nehmen wir für den Fond. So, das brät hier schön. Guck noch mal hier, meine Pastinake kocht schön. Heißt, wir haben garen es jetzt gerade, werden gleich probieren. Ich denke, in 5-6 Minuten wird die gar sein, vielleicht auch in 10. Dann werden wir den Deckel runternehmen und dann die Flüssigkeit, die drin ist, runterkochen. Das heißt, wenn wir dann nachher pürieren, haben wir ein samtiges, weiches Püree. Weil jetzt wäre es, also wenn man so mal da reinguckt, ja, ist es viel zu flüssig. Ja, aber zum Garen wollen wir den Wasserstand so halten, deswegen der Topf da drauf. Wir Köcher sind eigentlich Typen, im wahren Leben kochen wir nie mit Deckel, weil wir viel zu viele Sachen nebenbei machen. Und so sehe ich nicht, was da drin ist. Und so habe ich immer den Blick drauf. Deswegen kochen wir ganz ungern, also sehr, sehr ungern mit Töpfen, mit Deckeln. So, die Petersilie einfach so in die Hand nehmen, so ganz wie so eine Rolle zusammen machen und dann mit dem Schneidemesser die Finger wieder wie eine Kralle, Finger nach vorne, den Daumen dahinter und so wird jetzt die Petersilie nicht gehackt, sondern geschnitten. Der Vorteil dabei ist, also die Grundlage ist einmal ein scharfes Messer, bisschen Vorsicht mit den Fingern und der Vorteil bei dieser Petersilie ist, sie schneiden die und hacken die nicht, sondern sie pressen eben keinen Saft raus. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Fein schneiden die Petersilie, in Julienne nennen wir das in der Fachsprache. Falls heißt, jemand nicht so versiert mit dem Messer ist, gibt es da noch Am Ende kann er auch drüber hacken. Okay. Aber das ist ja mal so eine Übung, wo man sagt, Mensch, da kann man doch mal versuchen, so Stück für Stück da ranzukommen. Ja. Ich weiß, dass das schwierig ist, ich konnte das auch nicht von heute auf morgen, sind auch ein paar Fingerkuppen bei verloren gegangen, passiert schon mal, aber es ist halt die beste Methode, Petersilie klein zu bekommen und auch so, dass alle Vitamine, alle Nährstoffe, alle Geschmacksstoffe auch wirklich drin bleiben. Ne? Das wäre eigentlich wichtig. Ne? Wir wollen ja nicht, es geht ja hier nicht nur darum, dass das Petersilie darauf nachher schön aussieht. Es geht ja darum, dass die Petersilie noch seine Inhaltsstoffe hat. Ist ja auch sehr gesund. Sehr, genau. Und dadurch auch noch ein bisschen Geschmack mitgibt, aber auch gleichzeitig diese Vitamine, den Saft halt in sich hat. So. Oh, ich glaube, die Pastinaken. Kochen die ein bisschen über? Ja. Okay, ich reduziere die Hitze. Sehr gut. Gut, dass Sie heute hier sind. Genau, wir können das noch ein bisschen halt machen, das geht auch. Ich bin nicht nur fürs Bremsen zuständig. So, schöne Farbe hier beim Kürbis, man sieht es. Die Zwiebeln sind geröstet, der Chili, der Kürbis ist langsam gebraten. Und jetzt gehen wir hin und bestäuben den Kürbis nach Gusto. Ich sage jetzt mal so einen halben Esslöffel oder ein bisschen mehr, Teelöffel, Entschuldigung, drauf. Ich gebe jetzt mal, weil ich halt gerne, oder weil ich einfach sage, es wird heute ein bisschen schärfer hier, ein bisschen Chili dazu noch, obwohl ich frische Chili habe. Dann gebe ich, das rühre ich mal so ein bisschen mit durch. Und da auch wichtig, den Curry ruhig jetzt mit anrösten. Nicht einfach einen Curry in die Soße schmeißen und aufkochen, sondern hier, jetzt merkt man schon, wenn man daran riecht, da entfaltet sich die Aromen aus dem Curry. Wichtig, dass der leicht mit angebraten wird. Ja, war das also, jetzt Cayennepfeffer oder war das Chili? Cayennepfeffer, Entschuldigung. Okay. Cayennepfeffer. So, man merkt, es riecht. Der Curry setzt sich jetzt so ein bisschen am Boden an. Ich zeige das hier mal. Ja, man hat also, der setzt so ein bisschen an, aber das ist gar nicht schlimm. Das löschen wir ja gleich ab. Aber jetzt entfalten wir die Aromen dieses Currys. So, mit dem Spritzer Weißwein, der dabei ist, oder den Sie noch in der Flasche haben und noch nicht ausgetrunken haben. Oh, ei, ei, ei. Hat keiner gesehen? Hat keiner gesehen. Ganz schnell wieder sauber machen hier. So, einfach mal ablöschen. Und jetzt kann das wieder so ein bisschen, bis es zum Braten kommt. So, ich mache mir mal eben einmal Hände waschen. Wasserstandsmeldung, es kommen alle gut mit. Ja? Ja. Ach, herrlich. Das ist ja schön, da freue ich mich. Guck mal eben noch mal nach meinem Rot. Ah, das darf ich mal zeigen hier. Guck mal, da oben ist die Kamera. Hier ist mein Brot, schön aufgegangen. Ach, herrlich. So, das mal lassen wir noch. Das ist was das nächste. Was gibt es denn für einen Tipp, wenn
wenn das zu Hause jetzt nicht so aufgeht? Was soll ich sagen? Dann vielleicht mal kurz, das ist vielleicht tatsächlich ein Tipp, gute Idee, wenn das jetzt nicht so ganz geklappt hat mit der Wärme, vielleicht mal ganz kurz für ein paar Minuten, ich sag mal so 2-3 Minuten mit einfach in den Backofen stellen, dann hat man auf jeden Fall so ein bisschen Wärmeschub und dann geht das. Aber ich glaube, in den meisten Räumen hat man auch bei Raumtemperatur schon einen guten Moment. So, bei mir brät es wieder. So. Und jetzt. Es riecht nicht nur hier gut, ich lese gerade, es riecht auch in den heimischen Küchen sehr gut. Das können wir ja leider nicht riechen, aber danke für die Mitteilung. Schön, freue ich mich. Hat das schon mal geklappt. So, die Brühe drauf und das Wasser drauf. So, die Sahne kommt nachher erst zum Schluss, wenn wir die Suppe fertig haben oder püriert haben. So. Das Ganze auch da wieder jetzt nach Gusto auf jeden Fall mal mit ein bisschen Salz schon mal vorwürzen. Ich noch ein bisschen Pfeffer rein. Und das lassen wir jetzt einfach so bei mittlerer Hitze einmal kurz aufkochen jetzt mit der Brühe, mit dem Wasser. Bei mittlerer Hitze kochen, bis der Kürbis verkocht ist. Und dann wird das dann mit einem Zauberstab, also mit einem Küchenschmixer, fein püriert. Vorher nehmen wir noch den Thymianzweig raus, aber der, da werden Sie sehen, der ist jetzt noch im Ganzen. Der verliert gleich seine Blätter, die bleiben drin, der Stiel kommt raus. So, kurze Meldung. Püree auf dem Herd, Kalbsbacke läuft. Jetzt geht es weiter mit dem Brot, damit das gebacken wird. Weil das muss gleich noch, wenn es gebacken ist, wird es noch wieder auskühlen müssen, um dann in Scheiben geschnitten zu werden für die Bruschettas. So, ich mache noch schnell die Petersilie fertig. Die kommt dann in den Kühlschrank. Also ich würde auch sagen, an der Stelle, weil alle so fleißig mitkochen zu Hause, falls es jemanden gibt, den Sie was Gutes tun möchten und auch eine Kochbox verschenken wollen vielleicht, habe ich eine Idee, die ist jetzt gerade ganz spontan, aber ich würde sagen, schreiben Sie doch meiner Kollegin at marketing@volksbank-rhein-ruhr.de, wenn Sie Kunde unseres Hauses sind und heben Sie einfach den Finger und wir verlosen unter allen, die gesagt haben, wir wollen gern verschenken, noch eine Kochbox im Nachgang, die Sie dann an jemanden weitergeben dürfen, um ihm auch jetzt in dieser Zeit vielleicht eine Freude zu machen. Meine Super. Kollegin nickt, also. Ist genehmigt, ja? Genau. Hulala. Gerne, schön, gute Idee. Ja, das werden wir aber morgen auch nochmal an entsprechender Stelle kommunizieren und vielleicht kann man jetzt nochmal jemandem im Nachgang eine Freude bereiten, der das jetzt guckt und denkt, ach, hätte ich mal mitgemacht. Oder auch Sie haben jemanden, dem Sie einfach mal eine Freude machen möchten. Dann sagen Sie uns Bescheid, wir verlosen dann noch eine. Sehr schön, gute Idee, freue ich mich. Sehr schön, toi, toi, toi. So, die Sahne kommt zur Seite, für die Suppe nachher fertig zu machen. So, wir gehen weiter mit dem Brot. Man sieht schön, wie das aufgegangen ist. Die Hefe hat getrieben, sehr schön. So, jetzt brauchen Sie, wir haben ja den Backofen auf 180 Grad. Da kann das Brot drin gebacken werden. So, wir brauchen. Wenn der Teig klebt, soll man noch was Mehl dazugeben oder? Achso. Der Teig kann ruhig ein wenig kleben. Ja. Ja? Der soll auch gar nicht so fest sein. Wir wollen, das ist ja ein Brot, was so ein bisschen nachher von der Luftigkeit lebt. Ja. Wenn Sie ein klassischer Butter, treibt ja und hat nachher schöne große Luftlöcher. Wir wollen den gar nicht so kompakt haben. Was wir machen, ich habe geschrieben in der Zutatenliste, die Sie vorher oder in der Equipmentliste, sollte Backpapier in Ihrer Küche vorhanden sein. So, einfach Backpapier auf Ihrer Arbeitsfläche, ein bisschen Mehl da drauf und den Brotteig einfach mal da drauf tun. Und jetzt müssen wir oder wollen wir, ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm, ich mag das gerne, ich finde gerade so Teige kneten ist schon was Schönes. Ein bisschen Mehl oben drauf, Mehl an die Hände und dann wird der zu einem Brotteig geformt. Und dieses Brot soll tatsächlich nachher so einen rustikalen Charakter haben. Und wenn Sie schon mal beim Italiener oder beim Franzosen auch ein Brot kaufen, da haben Sie ja oft so eine Mehlschicht drauf. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt hier machen. Wir verpacken das so ein bisschen außen mit Mehl, nehmen ein Messer und schneiden einfach mal so 2-3 Mal oder auch 4 Mal ein. So. Verteilen dieses Mehl mal rundherum auf dem Backblech, auf dem Arbeitsblech und nehmen jetzt ein Backblech und ziehen das darüber und so soll das Brot jetzt aussehen.
Jetzt wird es nochmal für eine halbe Stunde gehen. Mhm. Heißt, Sie legen einfach ein Tuch vielleicht drauf oder in der Küche, damit es so ein bisschen staut, die Hitze. Ich gebe das wieder in meine Wärmeschublade und lasse es hier dann nochmal gehen. Nochmal so 20 bis 30 Minuten und dann werden wir es backen und schneiden. Die Pastinaken, sind die gut? Die Pastinaken sind, glaube ich, noch nicht gut. Ja. Ich schaue mal eben. Ah doch, die Pastinaken kommen jetzt gerade dazu, gar zu werden. Mhm. So, jetzt nehmen wir den Deckel runter. Der Deckel kommt weg, den brauchen wir auch nicht mehr. Und lassen die Pastinake jetzt wieder bei etwas höherer Hitze kochen. Ich mache mal so auf 7 bis 8. Man sieht, es fängt jetzt wieder gut an zu kochen. Und jetzt ist die Idee daran, das Wasser und die Sahne oder das Wasser in der Sahne rauszukochen, zu reduzieren, um dann nachher ein samtiges Püree haben. Meine Suppe kocht jetzt auch schön. Die würde ich wieder ein bisschen runter machen. Da ist ganz wichtig, die soll ja nicht reduzieren. Die soll ja eigentlich nur gar werden. Und der Kürbis soll nachher sämig sein. Und wir brauchen dann auch einen gewissen Anteil von Wasser. Das heißt, deswegen runterstellen und nur noch seicht köcheln lassen. So, ich muss jetzt auch mal was trinken. Die ganze Zeit erzählen ist doch anstrengend. Ja, das glaube ich. So, als nächstes machen wir die Vinaigrette für unseren Apfel. Heißt, der Apfel, den wir nachher reiben auf einer, ich habe Ihnen in der Liste oder auch im Rezept geschrieben, Sie brauchen eine Asia-Reibe oder eine Mandoline. Das habe ich auch gelesen, ja. Da habe ich gedacht, also, was ist denn, also wir besprechen in der Küche. In den Küchen sprechen wir von Reiben oder Mandolinen. Es gibt verschiedene Utensilien in den Küchen, wo wir Sachen mit verarbeiten und reiben. Das hier zum Beispiel wäre so eine klassische Mandoline, nennen wir das. Heißt, wir haben ein Schnittmesser drin mit verschiedenen Möglichkeiten und Einsätzen. Können einmal in Scheiben schneiden oder auch hier, wenn man hier kann man einen Einsatz reinmachen, wo wir Streifen, also Julienne machen oder sowas. Das sind so zwei verschiedene Sachen. Das ist die klassische, die nennt man Asia-Reibe, ist eine klassische Reibe aus dem Asia-Shop. Alternativ, wenn einer da gar nicht hat, habe ich ja geschrieben, geht auch eine Vierkantreibe. Die Vierkantreibe hat ja auch immer so eine Sache, wo man was in Scheiben drauf schneiden kann. Ja. Und das würde hier drauf gehen. Ist meist nicht ganz so akkurat, aber funktioniert auch. Diese wiederum braucht man nachher auch nochmal vielleicht für den Orangenabrieb. Aber ich habe jetzt mal gesagt, wir nehmen das, ist die Asia-Reibe. Die brauchen wir aber jetzt noch nicht, die brauchen wir erst später. Wir machen jetzt erstmal die Vinaigrette. Heißt, Vinaigrette ist eine Salatdressing oder Soße für, ja, ich nehme das mal ganz mit dem Apfelsalat, der nachher damit angemacht wird. So, für diese Vinaigrette brauchen wir ein kleines Litermaß. Heißt, ich habe Ihnen ja die Zutaten mitgeschickt, da haben Sie wieder eine Rinderbrühe, da haben Sie feinen Senf, Sie haben groben Senf, Sie haben Weißweinessig, Sie haben weißen Balsamico, Sie haben Sesamöl, Sie haben Sojasauce, Sie haben Zucker, Sie haben Honig und Sie haben einen Weißweinessig. Das heißt, die Vinaigrette ist jetzt für die Beilage zum Pastinakenpüree und... Genau, wenn wir nachher beim Hauptgang, wir brauchen jetzt die Pastinake, die nachher werden wir den Apfel auf der Mandoline fein reiben. Ja, dann wird er mit der Vinaigrette angemacht, dazu kommt Schnittlauch und die Brunnenkresse. Mhm. Das ist nachher zur Fertigstellung. Jetzt im Moment brauchen wir erstmal nur diese Zutaten, die wir da gerade gesehen haben. Das heißt, am besten alle Zutaten, die Brühe, den Zucker, das sieht man schön jetzt bei der Pastinake, es verflüssigt sich jetzt gleich und gleich kommt die Pastinake zum Vorschein. Da sollten Sie vielleicht ab und zu mal, jetzt noch nicht, aber gleich, wenn die Flüssigkeit weg ist, kann es schon mal sein, dass es sich am Boden ein bisschen absetzt. Am besten einfach mal so einen kleinen Kochlöffel dazulegen, damit man ab und zu mal rühren kann. Und das ist, was ich am Anfang gesagt habe, wir haben gleich hier mehrere Töpfe stehen, die Sachen laufen so ein bisschen nebenbei, es köchelt und wir können andere Sachen machen. Ich glaube, jetzt kommt bei allen auch ein bisschen Ruhe langsam rein. So, der Weißweinessig, das Sesamöl, der Balsamico, der Weiße, die Sojasauce. Sind schon viele Komponenten, ne? Sind viele kleine, feine Komponenten, die dann am Ende des Tages eine ausgewogene Einheit aus süß, salzig, frisch in diese Vinaigrette bringen.
Und am Ende kommt dann noch 75 Milliliter Pflanzenöl rein, was dann eben, Sie haben ja bei der Vinaigrette, Sie versuchen da ja, wir haben einen hohen Anteil an Flüssigkeit und haben dann nochmal einen etwas kleineren, meistens 1:2 oder 2:3 Anteil von anderen Flüssigkeiten und dann kommt da Öl rein. Um das Ganze dann auch so zu gestalten, weil so eine Vinaigrette würde ja an dem Apfel oder an dem Salat gar nicht hängen bleiben und durch das Öl wird das so. Durch den Senf in der ganzen Sache geben wir dem Ganzen so ein bisschen Bindung. Wir machen also einen normalen Senf rein, wir machen einen groben Senf rein. Ja, und diese Senf binden diese Vinaigrette, weil eigentlich ist es ja eine nicht zu machende Verbindung aus zwei Flüssigkeiten, die sich nicht verbinden lassen, also Wasser und Öl. Ja. Dafür brauchen wir einen Emulgator und der Emulgator ist in diesem Fall das Lecithin, was wir im Senf haben oder sonst eigentlich im Ei. Bei der Mayonnaise ist das das Ei, bei der Vinaigrette ist das vorhanden in dem Senf. Also Lecithin im Eigelb oder im Senf. So, zwei Schalotten. Da haben wir hier so eine große, eine kleine Schalotte. Die schälen wir mal. Und jetzt geht es tatsächlich darum, ein bisschen feiner zu schneiden, obwohl es nachher auch gemixt wird. Aber wir wollen jetzt von vornherein die Schalotte, da gehen wir hin, schneiden die der Hälfte durch und machen dann so feine Schnitte, ohne die hinten durchzuschneiden. Da auch bitte Achtung auf die Finger. Achtung auf die Finger, muss gar nicht schnell sein. So, dann haben wir so Streifen, schneiden wir einmal von vorn nach hinten ein. Das machen wir mal erstmal bei beiden. So. Ja. Wir wollen jetzt eigentlich das Aroma von der Schalotte in die Vinaigrette bringen. Das heißt, wir rühren das jetzt gleich mal durch mit dem Schneebesen, haben aber, und dann kommt die Zwiebel rein und die Zwiebel soll so wie so eine Beize. Salz, Zucker macht die Zwiebel weich. Und wenn die Zwiebel weich wird, so, und dann die Zwiebel, wenn wir sie jetzt so haben, einfach, wie früher in der Tanzschule gab es ja den Wiegeschnitt. Ja, hier sind wir heute beim Wiegeschnitt. Heißt, das Messer bleibt immer vorne auf dem Brett und wandert eigentlich im hinteren Teil. Da haben Sie die beste Stabilität und den besten Druck aufs Messer. Können Sie dann schön das inschreifen. Und dann auch wieder hier diese Abschnitte. Sowas, das tun wir zu den Petersilienstielen. Ja, kann man wieder verarbeiten. Wird wieder verarbeitet für den Fond, für die Soße, für alles morgen. So, und dann geht das hier so weiter. So, man sieht schon bei der Pastinacke da, da ist jetzt die Flüssigkeit weit weg. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Dann werden wir das als nächstes pürieren. So, diese Vinaigrette, die lassen wir jetzt gleich noch mal eine halbe Stunde stehen. Wenn die eine halbe Stunde gezogen hat, pürieren wir die Zwiebeln hinein. Aber sie sollte schon fein geschnitten sein, die Zwiebel. Man könnte jetzt sagen, es wird püriert, ist ja egal. Aber wir kriegen durch die große Oberfläche jetzt einfach eine gute Verteilung des Aromas der Zwiebel. Ja. Oder der Schalotte, die ja ein bisschen feiner ist als die Zwiebel im Geschmack. So, dann habe ich hier so einen kleinen Schneebesen, mit dem man das mal durchrührt. Man sieht schon, der Senf verteilt sich da drin, gibt dem Ganzen eine goldgelbe Farbe. So, das lassen wir stehen. Und dann brauchen wir nachher 75 Milliliter Öl, was wir da rein pürieren oder rein mixen. So, für den Apfel, ich gucke noch mal wegen dem Brot erstmal. Ja, das Brot geht wieder so ein bisschen. Die Kalbsbacke ist eh gut, das läuft. Das Pastinakenpüree, sehen Sie, jetzt fängt es so ein bisschen an, wo man sagt, okay, es könnte langsam sogar eventuell anbrennen. Jetzt die Hitze. Ich war die ganze Zeit bei 8. Also ich habe tatsächlich das Wasser rausgekocht und reduziert. Ich reduziere jetzt mal auf 1 und lasse es jetzt einfach noch so ein bisschen köcheln, damit die Restflüssigkeit rausgeht. Kümmern wir uns gleich drum. Wir machen jetzt eben den Apfelsalat nebenbei. Bei der Kürbissuppe, für meinen Geschmack glaube ich, kann die noch mal einen Schluck Wasser haben, weil dann ist ein bisschen eingekocht. Dann müssen wir gucken, ob den Wasserstand immer so halten, dass er gerade abgedeckt ist und noch ein bisschen köcheln kann. Sieht auch gut aus. So, da probiere ich auch mal eben, ob die schmeckt. So vom Salzgehalt. Ja, lecker. Ja, da kommt ein bisschen Salz rein. Da kommt ja nachher noch der Viertel Liter Sahne rein. Der dem Ganzen auch die Schärfe ist schön. Der Ingwer kommt gut raus. Lecker. Das ist jetzt Sahne und keine Kokosmilch. Ne? Manchmal geben wir auch an die Kürbissuppe. Könnte man, wenn man sagt, man will es ein bisschen auch laktosefrei oder nicht jetzt unbedingt die Sahne, wäre jetzt zum Beispiel die Kokosmilch eine Alternative, die dem Ganzen auch nochmal wieder einen anderen Charakter verleiht. Ne? Ja. Aber auch schön. So,
Ich schneide mal als erstes den Schnittlauch. Ich habe Ihnen da so ein kleines Tütchen mit Schnittlauch mitgeschickt. Den brauchen wir ja ganz zum Schluss nachher, wenn wir den Apfelsalat fertigstellen. Aber den können wir jetzt ruhig schon schneiden. Der wandert dann in den Kühlschrank zu der Petersilie. Das sind dann alles so Utensilien, die nachher zur Fertigstellung der Gerichte benötigt werden. Auch hier wieder. Das geht auch gut mit der Schere. Ich habe da so Spezialisten in Kochkursen, die kommen dann immer so, ach, das ist viel zu umständlich. Doch Junge, da zeige ich dir nochmal einen Trick. Dann zeigen die mir einen Trick und kommen mit der Schere. Und dann gibt's auch sogar extra so Schere. Richtig, dafür, ne? Das ist dann die nächste Stufe. Dann sagen sie, und zu Hause habe ich eine Schere nur für ein Schnittlauch. Dann sage ich, na wunderbar, prima. Soll so sein, alles gut. Hauptsache der Schnittlauch ist nachher fein. Ist ja alles in Ordnung. Ist, glaube ich, auch kein Unterschied. Und auch da wieder, wenn es passt und die Leute damit gut klarkommen, ist das super. Ja. So, ab in den Kühlschrank. Der Apfelsalat. Einmal wieder ein bisschen Wischi-Wischi machen, damit das hier sauber ist. So, und jetzt kommt meine Asia-Reibe. Wenn Sie solche Reiben verwenden, bitte immer gut darauf achten, dass Sie einen Handschutz haben. Ja, da ist ein Handschutz dabei, der das macht. Hier ist das ganz dramatisch, weil wir schneiden nie weiter als die Mitte des Apfels. Ja? Ja, sonst haben wir nachher einen Fingerkuppensalat. Einen roten Apfelsalat. Nein, also wichtig, ne? War wirklich dann lieber ein paar Minuten vor, paar Stück vorher aufhören. So, einfach den Apfel, der ist gewaschen, über die Reibe und jetzt mal einmal kontrollieren. Der sollte, ja, der soll dünn sein, aber nicht zu dünn, dass er jetzt zerfetzt, sondern er kann schon so ein bisschen Stabilität haben. Mhm. Der wird nachher mit der Vinaigrette mariniert und da wieder das Salz, der Zucker, wieder die Zutaten, die da drin sind, machen den weich. Und man kann den so ein bisschen formbar machen. Und der ist dann nachher wie so eine Wellenfunktion, wie so eine Wellen, sieht so aus wie so Wellen auf dem Pastinakenpüree. Und die Säure sorgt ja auch dafür, dass der nicht braun wird, ne? Da passiert jetzt, also der wird nicht braun, den mache ich jetzt einfach so in den Kühlschrank. Wir marinieren ihn jetzt noch nicht. Wir marinieren erst so kurz bevor wir anrichten. Aber da passiert nicht viel. Also eigentlich nichts. So, einmal bis hierhin. Dann drehen Sie den Apfel eine Nummer weiter. Dann sind Sie fast am Kerngehäuse angekommen. Wieder weiter. Und wieder weiter, so, dann haben Sie alle vier Seiten. Dann kann man noch mal ein bisschen nachtunen, indem man sagt, okay, da geht noch was. Also, die müssen jetzt auch nicht alle, sind logischerweise nicht alle rund, die Scheiben, aber das muss auch gar nicht sein. So, hier noch mal und dann ist gut. So, der nächste Apfel. Wie gesagt, da können Sie auch, wenn Sie gut und fein schneiden können, können Sie halt auch mit dem Messer machen. Kann ich nicht, können Sie ja mal probieren. Oder eine Aufschnittmaschine ist eine gute Variante. Wenn jemand eine Aufschnittmaschine zu hat, geht das auch gut. Was für eine Maschine? Eine Aufschnittmaschine. Ach, eine Aufschnittmaschine. Aufschnittmaschine. Okay, Aufschnittmaschine. Ja, die kann das auch ganz gut, weil da kriegen sie auch dünne Scheiben raus. Ne? Aber wie gesagt, das geht auch mit so einer Vierkantreibe. So, dann haben sie den Apfel gerieben. Und der kommt jetzt erstmal so, wie er ist. Lecker. In Kühlschrank. Schön sauer. Schön knackig, sauer. Perfekt nachher für die Pastinake. Die Bohnenkresse hat unten immer so ein bisschen Wasser drin, damit sie halt in dem Paket schön feucht bleibt. Bohnenkresse ist eine Kresse, die wir auch in Deutschland sehr verbreitet haben oder vorfinden. Die hat so eine, wenn man das mal probiert, einfach mal so eine leichte Rettichschärfe. Bisschen wie Radieschen, hat eine gewisse Knackigkeit und gibt dem ganzen Gericht nachher auch da wieder so einen knackigen, frischen Charakter. Ich habe geschrieben, gezupft, aber eigentlich funktioniert das gut, wenn man den Strunk so nimmt. Abschneidet, das kommt weg, das in eine Schüssel und dann kaltes Wasser drauf. Die lassen wir dann einfach gleich mal ein paar Minuten im Wasser liegen. Die ist natürlich ein bisschen dreckig, die muss gewaschen werden wie ein Salat. Mhm. Und dann einfach nachher abtropfen oder gegebenenfalls, wenn sie noch zu nass ist, mit einer Salatschleuder so ein bisschen schleudern. Aber mit der Vinaigrette, mit der Kresse, wie mit dem Apfel, passiert jetzt erstmal nichts mehr. Und zwar ganz bevor wir anrichten nachher, so eine halbe Stunde vorher, wird der Apfel mit der Vinaigrette mariniert. Stell die mal so in den Kühlschrank, dann kann die knackig bleiben und wir können sie nachher abtropfen. Die wird nachher ein bisschen mit der Vinaigrette mariniert und ist dann ganz kurz vorher als knackiges, würziges schönes Garnitur auf dem Pastinakenpüree. Mhm. So. Das Pastinakenpüree ist ja jetzt fast ausgeschaltet. Ist fast ausgeschaltet. Wir sehen hier schöne Konsistenz. Mhm. Und das werden wir jetzt auch nochmal eben
Das pürieren wir jetzt. Da können Sie einmal mit einem Küchenmixer, also mit einem Pürierstab, in dem Topf rumherumfahren. Ich mache das jetzt mal ganz einfach. Mit einer allbekannten Küchenmaschine. Mit einer Küchenmaschine, die nicht saugen kann. So, und wir hatten ja eben den Topf mit dem Wasserbad, wo wir drauf aufgeschlagen haben. Vielleicht finden Sie jetzt einen ähnlichen Topf mit Wasser, den Sie schon mal auf den Herd bringen. Mhm. Ich werde das Pastinakenpüree gleich in eine Schüssel geben und werde die Schüssel dann, wenn es abgeschmeckt ist, in dieses Wasserbad hängen. Mit einem Topf oder mit einem Deckel und mit einer Folie abdecken. So kann das dann jetzt schon mal warm stehen. Und wir können so, das ist so eine Sache, wo wir sagen, das kann ich da machen und muss da nicht mehr rühren, muss da nichts mehr machen, sondern da ist es nachher einfach drin. So, ich gebe jetzt schon mal den Honig, der dafür bei dem Rezept dabei war, in den Mixer. So. Dann ist dabei einmal Muskat, bisschen Muskat mit da rein. Mhm. Salz warte ich jetzt erstmal, wir hatten ja vorher schon Salz dran, wahrscheinlich muss noch ein bisschen was dran, aber da warte ich jetzt erstmal einen kleinen Moment und gucke mal, wie was passiert. So, die Kürbissuppe reduziere ich jetzt mal von der Hitze, die ist wahrscheinlich auch jetzt gleich fertig. Da kommt jetzt die Sahne rein. So, das ist das nächste, was wir gleich mixen. Aber da kann die Sahne jetzt erstmal in der Suppe kochen. Das Wasserbad würde ich so auf 2 stellen, sodass es nur so leicht das Wasser blubbert, aber nicht richtig kocht, weil es soll eigentlich nur warm halten. Es soll ja, bleibt dann bei der Temperatur schön warm. So, dann mixe ich mal eben. So, jetzt habe ich hier ein schönes, samtiges, weißes Püree von der Pastinake. Ich probiere mal eben. Okay, ist lecker, fehlt aber Salz an meinem. Vielleicht waren Sie ein bisschen großzügiger schon beim Kochen mit dem Salz, also beim ersten Schritt des Salzens. Ich habe da ein bisschen vorsichtig agiert, da müssen wir noch ein bisschen dran. Weil wichtig ist dann schon, es sollte jede Zutat auf dem Teller für sich eine gute, abgeschmeckte Würze haben. Es sollte nicht, dass man dann sagt, ja, die Soße ist vielleicht ein bisschen kräftiger, sondern wichtig immer darauf achten. Das Zusammenspiel ist natürlich wichtig nachher, aber dafür haben wir ja bestimmte Komponenten miteinander ausgesucht. Aber die Würze auf dem Teller sollte schon immer jedes Stück für sich gut sein, damit am Ende des Tages nicht irgendwo was verloren geht. Wenn das alles nur so, wenn nur eine Sache würzig ist, die andere Sache laff, dann fehlt uns irgendwie was und dann ist das so. Am besten noch mal ein bisschen Salz dran. Auch ruhig noch ein bisschen Pfeffer, habe ich jetzt festgestellt. Und ich war auch mit dem Muskat ein bisschen vorsichtig. Muskat ist ja auch so ein klassisches Püree-Gewürz, ne? Ah, super. Ich esse das total gerne. Ich finde, Muskat ist eine Sache, die, ja auch so, wenn ich Currys koche, da haue ich da auch Zimt und Muskat rein. Ich finde es ein ganz tolles aromatisches Gewürz. Aber auch sowas mag man nicht, ja. Liebt man nicht. Ne? Das ist also, wie mit Koriander. Koriander auch sowas, ja, genau, so Klassiker. Ich persönlich finde es ganz, ganz toll, weil es einfach dem Ganzen auch so eine gewisse Würze verschafft, ohne, also kann auch schon dominant sein, auch gefährlich, wenn man zu viel nimmt. Noch eine kleine Prise Salz und dann sind wir da. Sehr lecker. So, und das ist ja jetzt noch warm, das ist heiß und das können wir jetzt schön warm halten, indem wir es, ich nehme da einfach mal einen Streifen Alufolie. Wir können auch einfach, wenn Sie einen passenden Deckel haben für die Schüssel, und da habe ich jetzt mein Wasser, da hänge ich das rein, zack, das ist dicht. Und dann habe ich erstmal jetzt mein Karottenpüree fertig. Kann ich jetzt erstmal vergessen
und nachher mit servieren. So, meine Suppe, die Kürbissuppe, das Brot. Ah, man sieht, das Brot ist so ein bisschen in die Breite hier, klassisch wie so ein Ciabatta ist, und deswegen ist es so, es verläuft so ein bisschen, der Teig ist weich, aber er kann jetzt gleich nochmal schön aufgehen. So, der Backofen 180 Grad, Sie sehen, da kommen so ein bisschen Feuchtigkeitsschwaden raus, und das ist das eigentlich, was wir auch wollen, wenn wir Brot backen. Ja, da haben Sie manchmal sogar eine Beschwadung oder man stellt unten ein kleines Schüsselchen rein. Machen wir mal nicht, brauchen wir nicht, haben wir. Ah, die Flüssigkeit von den Kalbsbäckchen. Das reicht vollkommen aus. Der Dampf, der da rauskommt, wunderbar. Okay. So, 36 Minuten geht die Kalbsbacke noch. La Probe braucht 20 Minuten, dann gucken wir gleich mal. Das sehen wir, das haben wir im Visier. So, die Suppe kocht jetzt nochmal auf. Ich probiere nochmal schon mal. Ja, lecker, aber auch ein bisschen Salz noch. Da können wir jetzt den Thymianzweig rausholen. Fischen wir da mal raus. So, da ist er. Alles andere kann in der Suppe drin bleiben und gibt dann Geschmack. Und da gehe ich jetzt mal mit so einem klassischen Pürierstab dran. Heißt, sah gerade so hell aus. Ja, genau, jetzt kommt die. Oh, spritzt ein bisschen. So. Einmal gemixt. Jetzt lassen wir das mal ein bisschen, stelle ich hier rüber. Auch das jetzt kann man auf ganz leichter Stufe so ein bisschen köcheln lassen und werden die dann gleich vorm Servieren nochmal abschmecken. So, als nächstes machen wir unseren Crepe-Teig. Jetzt kommen wir zum Dessert. Also wir sind jetzt in der Vorbereitung beim Dessert angelangt. Wir haben ja das Parfait, wir haben den Orangen-Crepe und wir haben nachher noch die Orangensoße. Ja, das ist das für die Zutaten für die Orangensoße. Und hier sind die Zutaten gleich für den Crepe. Der Crepe-Teig sollte so eine halbe Stunde noch gehen. Und deswegen fangen wir damit an. Wir haben Milch. Wir haben Mehl. Wir haben Puderzucker, wir haben Eier und wir haben Butter. Die Butter in einem kleinen Töpfchen bitte auf dem Herd zerlassen. Warum kein klassischer Zucker, warum Puderzucker? Weil sich Puderzucker so ein bisschen bindet, weil er viel feiner ist und sich deswegen in dem Teig gleich viel besser auflöst. Und wie ist das vom Mengenverhältnis, wenn ich jetzt sage, ich habe... Also wenn Sie Puderzucker nehmen, ist die Süßkraft ein bisschen stärker. Okay. Ja, da sollte man dann ein bisschen ruhig reduzieren oder anders machen, aber da ist sie schon ein bisschen stärker. So, dann brauchen wir eine. Ich brauche eine etwas größere Schüssel. Moment, bin sofort wieder bei. Ah, nee, kann ich auch die hier nehmen. Ich habe schon eine Schüssel da. So. Muskat brauchen wir nicht mehr. Wir geben das Mehl in die Schüssel. Wir geben den Puderzucker in die Schüssel. Und wir rühren die Schneebesen. Schneebesen. Ist da oben nicht noch einer drin? Nee, kannst du mir einen Schneebesen geben, bitte? Vielen Dank. Ich lauf mal. Kollegin ist schon unterwegs. So, wir zerlassen die Butter. Die Idee der Butter ist, wir werden es nachher in einer Teflonpfanne backen, also in einer beschichteten Pfanne. Diese beschichtete Pfanne braucht dann am Ende ganz wenig oder gar keine Butter mehr, weil der Teig schon Butter hat. Die Pfanne setze ich auch jetzt schon mal hierher, die brauchen wir dann gleich. Einfach mal den Puderzucker mit dem Mehl mischen.
So, Sie haben ja so ein kleines Becherchen mit Milch bekommen. Da werden laut dem Rezept 50 Milliliter überbleiben. Die brauchen Sie dann nicht. Oder wir gucken gleich, wie fest unser Teig ist. Das kann man beim Crepe-Teig, da kann man auch einen ruhigen Schuss Wasser mit reingeben. Aber eigentlich bleibt da ein bisschen was über. So, ich vermenge das mal und habe dann jetzt hier so einen etwas zäheren Teig. Da kommen jetzt die drei Eier rein. Im Ganzen, also ohne Schale. Ich hatte mal jemanden, sehr lustig, ich hatte mal jemanden im Kochkurs, auch eine Dame oder ein Mädel, die nicht gar nicht so viel gekocht hat, glaube ich, bis jetzt. Dann habe ich gesagt, wir brauchen Volleier. Ja, volles Ei rein, hat die mit Schale reingehauen. Und hat mir dann erklärt, ja, Vollei ist Vollei. Ne? Ich dachte, Vollei wäre Eigelb mit Sahne, mit Eiweiß. Ja. Habe ich dann, hat sie mir gesagt, volles Ei ist mit Schale, ist doch logisch. Sonst würde es dann nicht Vollei heißen. Ja, habe ich auch wieder was gelernt. Haben wir neu gemacht. Ja, gut. So, jetzt löst sich der Teig so ein bisschen in einen offensichtlich Crepe-Teig auf. Die Butter dazu. So. Und einrühren. Und diesen Teig lassen wir jetzt noch ein paar Minuten, eigentlich so 20 Minuten mal ruhen, damit sich alle Zutaten miteinander gut verbinden können. Und lassen ihn aber bei Raumtemperatur ruhig mal ruhen. So, dann kommt der nächste Teil unseres Desserts. Und zwar der eigentliche Soße, sprich Orangensoße für, wo der Crepe im Nachhinein reingelegt wird. Heißt, wir brauchen eine Pfanne am Herd oder ein Töpfchen, wo wir ein Karamell machen können. Wir haben die Zutaten da, und zwar haben wir einmal zwei Orangen, die wir erstmal den Abrieb davon brauchen. Wir brauchen also die Schale der Orange. Das sind Bio-Orangen, die sind nicht mehr, die müssen wir vielleicht noch mal waschen, aber eigentlich können wir die so verwenden. Wir brauchen zwei Orangen für Abrieb, heißt Aroma, was nach Orange schmeckt, aber weder Süße noch Säure hat. Mhm. Ja? Und den Saft von diesen zwei Orangen. Und wir brauchen zwei Orangen, die wir filieren werden, also filetieren werden. Das heißt, wir werden die Haut abschneiden, wir werden die Fillets rausschneiden und was dabei überbleibt, also der Saft, fangen wir auf und die kommen nachher in die Soße rein, um mit dem Crepe serviert zu werden. Ich fange mal an mit dem Filieren der Orangen. Ich putze mal gerade mein Messer. Sonst schmeckt das. Ein gutes Messer, ne? Bitte? Dafür braucht man ein gutes oder beziehungsweise ein scharfes Messer. Besser ist es, wenn wir ein scharfes Messer hätten dafür. Das heißt, wir gehen hin, wir brauchen zwei kleine Schüsselchen. Und zwar gehen wir hin, die Orange auf das Brett, den oberen Teil der Orange weg, einmal umdrehen, den unteren Teil der Orange weg. Dann mit dem Messer ganz vorsichtig die Form der Orange aufnehmen. Ulrike, kannst du das, die Orange gerade mal austauschen, bitte? Ja. Dankeschön. Aufnehmen so, und unten wieder rundschneiden. So sehen Sie, Sie haben jetzt quasi das Äußere der Schale entfernt. Ein bisschen Fleisch bleibt dran, das ist fast gar nicht zu vermeiden. Und dann gehen Sie wieder, greifen das noch ein bisschen auf, bis zum nächsten. Und so gehen Sie rund um die Orange und schneiden die Schale ab. Super, vielen Dank. Bitte. Einmal rundherum. Ja, wenn wir das noch nicht gemacht haben. Ja, das ist ein bisschen tricky, aber. Das erfordert ein bisschen Übung. Genau, ne? Das erfordert Übung. Muss auch gar nicht schnell gehen. Wichtig ist, dass alles ab ist. So soll die aussehen. Das machen wir mit noch einer. Heißt wieder Deckel ab, oben ab, unten ab. Einmal hinstellen und dann wieder oben anfangen und ganz vorsichtig. Ich so die Idee der Orange, man sieht dann so, dass, und dann fängt man direkt wieder an. Und das ist wie beim Spargelschälen, man muss immer das Ende so leicht überlappend haben, damit nichts von der Haut stehen bleibt. Aber versuchen so nah wie möglich an der Haut zu schneiden, damit wir nicht das Filet zu klein schneiden. Es sollte immer so ein bisschen, wird immer da bleiben, aber das geht, das ist gut so. So, das machen wir bei diesen beiden Orangen. Und dann, wir nennen das in der Fachsprache Filetieren. Das heißt, Orangenfilet, Segmente
zwischen den weißen Häutchen, also diesen Wänden, rauszuschneiden. Ganz beliebt bei meinen Kindern, wenn ich früher das in der Küche gemacht habe oder das zu Hause mal mache, dann sind die ganz scharf darauf, diese schönen rausgeschnittenen kleinen Teilchen zu essen. Mordsarbeit, aber der Papa macht das schon. So, einmal hier ansetzen, also wirklich die Haut, ist dieses kleine weiße Segment, ansetzen. Dann sieht man das ja auf der anderen Seite, wieder das Messer ansetzen, runterschneiden, dann hat man ein schönes Filet. Wichtig ist, dass Sie das über der Schüssel machen, weil das tropft, weil die Orange jetzt so ein bisschen Saft verliert. Und diesen Saft können wir gut gebrauchen für die Soße nachher, das wollen wir nicht verschwenden. So, das machen Sie rundherum. Das ist ein bisschen tricky, aber bitte Vorsicht mit dem Messer. Aber das geht schon. Wir haben ja keinen Stress, wir machen ja ganz gemütlich hier. So, ich habe jetzt meinen Topf da heiß gemacht. Entschuldigung, da muss ich mal eben einhaken. Der ist jetzt so auf mittlerer. Kommt da dein Kühler. So, den Zucker in den Topf. Ja, beim letzten Kochkurs haben wir auch schon Karamell. Erinnern Sie sich? Ja. Ja. Da haben wir alle ein bisschen Angst gehabt, ne? Ja. Dass er nicht verbrennt, dass er nicht irgendwie zu dunkel. So, wichtig ist bei dem Karamell, da wollen wir gar nicht rühren. Den Topf auf dem Herd. Ich wechsle mal, dann können Sie es vielleicht ein bisschen besser sogar in der Kamera, die über mir schwebt, sehen. So, ich gehe mal so auf, na, schon ein bisschen, ne? 7, so auf 7 mache ich. Man sieht jetzt schön am Rand, der löst sich so langsam auf. Er wird flüssig, aber er soll gar nicht sich ruckartig auflösen, weil er würde dann punktuell schwarz werden. Das wollen wir nicht. Deswegen gehen wir hin und machen so ein bisschen auf mittlerer Hitze und wir sehen, er schmilzt langsam. Einfach dann so stehen lassen. Am besten der eine beistehen bleiben, ne? Besser der eine ist kümmert sich um die Rohre. In der Regel ist das so ein Segment, wo man sagt, ich gehe mal eben weg, komm wieder und es qualmt. Und dann ist er bitter und dann wirklich, tun Sie auch einen Gefallen, benutzen Sie ihn bitte nicht. Vorsichtig vom Herd nehmen, Wasser drauf, auskühlen lassen. Ist ein bisschen Arbeit beim Putzen, aber wenn Sie nachher spülen. Aber wenn Sie den nehmen, die Gerichte, diese Bitterstoffe kriegen Sie nicht mehr raus. Mhm. So, jetzt habe ich hier die Segmente rausgeschnitten. Sie sehen, es tropft so ein bisschen. Ruhig nochmal das in der Hand ausdrücken, dann kriegen wir den ganzen Saft da raus. So, das bei der zweiten genauso. Heißt, wieder ansetzen, den Anfang finden, vorsichtig rausschneiden. Und so schneiden Sie ein Filet nach dem anderen raus. Wenn es einer ein bisschen rustikaler mag, der kann die geschälte Orange auch einfach mit den weißen Teilen schneiden. Aber es ist ein Geschmackserlebnis, eine Orange ohne diese kleinen Zwischensegmente zu essen. Sonst hat man diese kleinen Trennwände dazwischen in den zwischen den Zähnen im Mund nicht schön. Also die Zeit lohnt sich, macht am Ende am Teller doch viel aus. So, sehen Sie, mein Karamell kriegt schon so ein bisschen Farbe. Ja. Das wird wahrscheinlich jetzt zu Hause nicht so sein, weil ich hatte den Topf schon vorgewärmt. Aber ist nicht schlimm, wir haben ja die Zeit. Wir müssen ja sowieso noch ein paar andere Sachen machen. So, die Orangenfilets bewahren wir erstmal auf. Jetzt gehen wir hin. Entschuldigung. Brett ein bisschen trocken machen, Messer ein bisschen trocken machen. So, mein Karamell löst sich gerade schön auf. Da gehe ich einfach hin und bewege den Topf so. Und da soll man jetzt nicht mit dem Messer oder nicht mit einem Schneebesen oder mit einem Löffel reingehen. Das verklumpt nur. Einfach mal so ein bisschen bewegen. Ich reduziere jetzt mal meine Hitze ein bisschen. So. Und dann sehen Sie, der wird leicht braun. Man sagt so, eine schöne dunkel-goldgelbe Farbe ist perfekt für den Karamell. So. Den Abrieb der zwei Orangen. Und zwar habe ich hier eine Reibe, mit der ich das gut machen kann. Das heißt, ich gehe mit der vorderen Seite über die Orange und sammle in dieser Orange meinen Orangenabrieb. Sollten Sie so eine Reibe nicht haben, ist die Alternative dazu die Vierkantreibe. Sie nehmen Backpapier auf die ganz feine Seite der Reibe und reiben rüber. Das ist ein guter Trick. Ja, einfach. Ich denke mir jedes Mal, wie kriege ich das da raus? Ach so, ja. Also Sie machen es ohne das Backpapier. Genau. Ja, das stimmt. So, das ist die Alternative dazu. Und dann können Sie gleich, wenn Sie dann das Backpapier von der Reibe nehmen, haben Sie mit dem Messerrücken über das Backpapier fahren, haben Sie den Abrieb der Orange.
Ja, dann ist mal so, wo man sagt, das ist ein kleiner Trick, wo es ganz gut geht. Was macht das Brot? Wie lange braucht das noch? 15 Minuten noch. Sieht aber gut aus. Okay. Ja, geht ganz langsam auf, kriegt so ein bisschen mehr Struktur. Okay. Durch das Wasser in den Garraum oder die Luft, in Wasser, die Luftfeuchtigkeit im Garraum geht es ganz gut. So, das kann ich zur Seite tun. So, ich mache das mal in meiner Reibe hier, das geht am schnellsten. Aber wie gesagt, Sie können es auch anders machen. Dann sehen Sie, nicht zu weit, aber Sie sehen langsam den weißen Teil der Orange raustreten. So, das machen wir bei beiden Orangen. Mein Orangensaft, mein Zucker, Entschuldigung, sehen Sie hier, hat sich wunderbar leicht bräunlich gefärbt. Und da mache ich jetzt... Ich glaube, wir sollen die Töpfe, die Regie hat mir gerade die Anweisung, wir sollen die Töpfe auf dem Herd lassen. Na gut, Chef. So wird es gemacht. Sehen Sie? Ich bin schon kriegt ja nichts mehr zu essen heute Abend. Ah, gerne, kein Problem. Ich habe gedacht, ich tue ihm Gefallen und wir könnten ein bisschen, ich fand das schön. Ich fand, die Kamera hat so über mir gesehen und gedacht, gut. Ja. So, ich mache wahrscheinlich zu schnelle Bewegung. Naja, also auf dem Herd, Sie sehen, das ist schön gefärbt. Jetzt sollen wir das ja laut Rezept mit dem Saft, die Orangen halbieren. Dann habe ich eine Orangenpresse hier. Da presse ich jetzt mal die zwei Orangen den Saft raus. Karamell kurz vom Herd schieben, weil jetzt ist er gut braun, aber gibt dem Gericht, das Gericht hat nachher so eine Fruchtigkeit durch den Karamell, eine leichte Bitternote, was aber auch bewusst soll, wie man das so gerne bei Orangenprodukten, Campari mit Orange hat man ja auch diese leichte Bitternote, das will man ganz gerne, oder wenn man Pomeranzen, so Bitterorangen nimmt, sehr schön. Wenn Sie weiter in den Winter kommen und Sie machen das, ist das auch ein tolles Gericht, was man mit Blutorangen machen kann. Ah. Sieht auch ganz toll aus, hat ja auch so eine leichte Bitternote, sehr schöner Geschmack. So, die Orangen ausgepresst. Mit dem Saft lösche ich jetzt den Orangensaft, den Karamell ab. Mhm. Gib so ein bisschen Butter dazu schon, das bindet so ein bisschen die Soße gleich. Ups. So, und das lasse ich jetzt erstmal ein wenig einkochen, bis, jetzt kann ich die Hitze auch wieder ein bisschen erhöhen. Wir haben jetzt, ist das hören Sie dann auch, wenn Sie jetzt rein, jetzt können Sie mal mit dem Löffel reingehen, wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie schon so weit sind. Jetzt ist der Karamell fest geworden, wie so ein richtig harter Karamellbonbon. Ich erhöhe die Hitze jetzt noch mal ein bisschen und jetzt löst er sich gleich aber da drin auf. Da brauchen Sie auch nichts machen, da brauchen Sie nicht rühren, das löst sich von ganz alleine auf. Wenn der frische Orange weggekocht ist, wir geben noch ein bisschen von unserem Saft, den wir hier bei den Filets haben, dazu. Können wir mit dem Orangensaft, der noch dabei ist, abschmecken. Oder nochmal auffüllen, sodass wir nachher die Crepes machen. So, ich stelle das mal da hoch. Das hier runter. So, jetzt habe ich hier den Crepe-Teig. Der braucht aber noch ein bisschen. Dann gehen wir jetzt, springen wir wieder zurück zur Suppe. Es ist jetzt eigentlich nur noch, wir haben den Orangenabrieb, den stelle ich mir auch hier zur Seite. Jetzt haben wir noch eine Suppeneinlage. Und zwar haben wir Kürbiskernöl, Kürbiskerne, dieses eben besprochene Brot, Findelbrot und wir haben die Wurst. Chorizo, eine spanische kräftige Paprikawurst. Die hier in dem Fall jetzt noch, die ist ganz kurz angebrüht, aber noch nicht geräuchert oder noch nicht durchgegart. Die ist so ein bisschen weich noch. Das soll aber auch so sein, weil wir wollen die braten. Dann löst sie so ein bisschen auf und hat am Ende dann so einen leichten Hackfleischcharakter. Mhm. So, die schneide ich als erstes mal in drei Stücke. Also die könnte man jetzt auch im Ganzen noch gut braten oder auf dem Grill fertig grillen. Dann wären die schön saftig und hätte einen feinen Geschmack. Die schneide ich in so Würfel. 5 mm mal 5 mm. Die fällt dabei ein bisschen auseinander, ist aber überhaupt nicht schlimm. Das Karamell mit dem Orangensaft köchelt einfach währenddessen, ne? Genau, das köchelt jetzt. Da löst sich jetzt der Zucker mit dem Karamell quasi auf. Mhm. Geht in die Soße über.
Und wir werden gleich sehen, dass die so ein bisschen bindet. Jetzt haben wir bei dem Rezept noch einen, wir haben das auch nachher geschrieben, es gibt zwei Varianten, diese Soße fertigzustellen. Eine Variante ist, ich habe hier ein bisschen Speisestärke. Ja. Mit der binden wir die Soße nachher ab, damit sie an dem Krebs anhängend ist. Mhm. Die andere Variante, die klassische Variante, wenn man früher mal in einem guten Restaurant war oder in einem Restaurant, oft auch in Hotels, wenn der Kellner das ja am Tisch gemacht hat, das ist ein typisches Gericht, was der Kellner am Tisch macht. Der flambiert es dann, werden wir auch gleich noch machen. Mhm. Aber der macht so Zuckerabrieb, dann macht das rein und dann bindet er das mit kalter Butter. Das ist schön, das ist lecker, aber das ist schon sehr schwer. Das ist schon sehr mächtig. Deswegen binde ich immer ein bisschen Butter kann da rein, damit es so einen runden Geschmack gibt. Aber ich binde das nachher gerne mit ein bisschen Mondamin oder mit ein bisschen Speisestärke, Kartoffelstärke, was auch immer ab, um dann den ganzen Gericht, wenn es ist und bleibt ein Gericht, was eine Teigware hat und ist damit nicht unbedingt den leichten Dessert zuzuordnen, gibt es dem trotzdem so eine gewisse Leichtigkeit. Ja. So, die Wurst einfach klein schneiden. Ich habe mir nebenbei schon mal auf die vierte Pfanne, die vierte Herdplatte, die Sie hier haben, also zwei haben wir ja belegt. Die dritte jetzt auch gerade sehe ich. Jetzt haben wir noch eine über. Da können Sie vielleicht ein kleines Pfännchen draufstellen. Muss jetzt gar nicht unbedingt beschichtet sein. Ist aber vom Vorteil, wenn es beschichtet ist. Geht aber auch anders. Da würde ich die jetzt mal auf mittlere Hitze anheizen. Und da werden wir jetzt unsere Zutaten gleich reingeben und braten. Das heißt, wir fangen gleich an mit der Wurst. Die Wurst wird in ein bisschen Oliven, wirklich wenig Olivenöl gebraten. Und dann gucken wir nach und nach, wenn die Croutons dazu kommen, dass es ein bisschen mehr wird. So, lecker. So, dann das Filenbrot, oder das, Sie merken schon, meins ist auch schon jetzt gerade durch die Zeit, dass ich hier gestanden habe, ein bisschen angetrocknet. Ist überhaupt nicht schlimm für so ein Crouton, weil wir wollen eigentlich so eine Crunchy haben. Und das haben wir jetzt schon mal und machen wir dann gleich mit dem Öl noch mehr. Wir schneiden die auch in Würfel. Und dann, wie gesagt, da können Sie altes Brot vom Vortag nehmen, da können Sie helles Brot nehmen, da können Sie ein Schwarzbrot nehmen, je nach Gusto. Aber hier passt mir jetzt gerade so herbstlich so ein etwas deftigeres Brot ganz gut. Auch einfach in Würfel schneiden, sodass die gleich, die werden dann jetzt gleich mit der Wurst, Olivenöl und den Kürbiskern zusammen gebraten, bis sie so eine gewisse Krossheit haben. Dann können Sie sich schon mal so eine Schüssel vorbereiten mit einem Sieb drauf. Weil wir wollen das dann abgießen, sodass dann vielleicht das überschüssige Fett so ein bisschen abtropfen kann. So, das sind unsere Zutaten. Das Kürbiskernöl brauchen wir gar nicht jetzt schon, weil, wie Sie im Rezept sehen, wir werden es braten. Und erst kurz bevor die Suppe serviert wird, wir wollen es nicht erhitzen, das Kürbiskernöl. Das soll seinen nussigen, doch deftigen Geschmack eigentlich so behalten und nicht erhitzt werden. Das ist eigentlich ein Öl, was man eigentlich für Salate, für Marinaden nimmt und nicht zum Braten nimmt. Ja? Deswegen geben wir jetzt in die Pfanne guten Spritzer Olivenöl. Da kommt die Wurst rein und Sie sehen schon, es brät schön. Mal hier so ein Rührer, dann bin wir das dann noch ein bisschen, okay, da können wir die Hitze ein bisschen reduzieren. So, derweil können wir vielleicht noch mal, die Suppe köchelt ja so ein bisschen vor sich hin, aber die Konsistenz ist schön. Ich probiere mal eben. Ja, ist lecker. Oh, das riecht ja. Prise Salz für mich hier noch rein. Und jetzt, ihr könnt es leider jetzt nicht riechen, aber Sie haben es ja gleich auch zu Hause selber. Die Wurst, ja. Dieses Paprika, das ist einfach, und wir sehen, das Öl, was da drin ist, da kommt natürlich aus der Wurst so ein bisschen Öl raus. Aber das ist genau das, was am Ende gleich in dem Brot ist. Ne? Das Brot nimmt ja diesen Geschmack auf. Ah, herrlich, lecker. Und die ist halt so ein bisschen, das ist eine leicht pikante, nicht zu würzige Wurst. Die macht richtig Spaß. So, das reicht eigentlich auch schon fast vom Braten her. Jetzt geben wir die Croutons dazu. Ich filme mal mit. Sie machen mit, jawohl. Die Würste, die Croutons dazu. So, die Kürbiskerne warten wir noch ein bisschen. Das Ganze trotzdem ruhig mit ein bisschen schwarzem Pfeffer aus der Mühle. Und eine kleine Prise, ich nehme jetzt mal Meersalz dazu. Würzen. Und dann lassen wir jetzt mal backen. Schwenken das so ein bisschen. Wunderbar. So, jetzt können Sie schon mal Ihrem Karamell gucken. Bei mir hat sich, ja fast, ein bisschen habe ich noch am Boden, hat sich das schon fast aufgelöst. Ja, aber es geht. Löst sich langsam auf, es kommt langsam. Sehr schön.
So, ich schaue mal nach unserem Brot. Okay. Das lag da bei Brillenträgern am Herd, am Backofen. Oh ja, es hat schon eine schöne Kruste, aber ich lasse ruhig noch ein paar Minuten drin. Ich hole mal unsere Kalbsbacke raus, die können wir vielleicht auch mal kontrollieren, wie es da so aussieht. Und jetzt ist gleich wichtig, vielleicht haben Sie eine Fleischgabel zu Hause, können Sie aber auch mit dem Messer machen. Einfach mal, ja, meine Kalbsbacken, also diese fällt schon einfach so ab. Wenn ich die Kalbsbacke, so wie jetzt hier, sie bleibt noch ein bisschen hängen, dann kann die ruhig noch einen kleinen Moment. Wenn die wie hier, ja, die sind gar, die sind weich. Ein oder andere kann noch einen kleinen Moment. Ja, wunderbar, sehr schön. Auch gut. Ich lasse die aber gerne noch mal ein paar Minuten drin, bevor wir unseren Herd frei haben, damit wir die Soße fertigstellen können. Super. So, unsere Croutons rösten derweil. So, man sieht das Brot. Hat die ganze, das ganze Fett aufgesaugt und hat den Geschmack. Probier mal einen. Oh ja, crunch, lecker, aber auch heiß. Auch keine Überraschung, aber ist leider so. Lecker. Also wunderbar, so ein Brot jetzt schön. Tolle Farbe auch, ne? Ja, tolle Farbe. Es hat jetzt dieses fettige, den Aroma von der Wurst sehr schön angenommen. Herrlich. So, die Kürbiskerne dazu. Und die rösten wir jetzt noch ein paar Minuten mit. Ja. Wie gesagt, dann hier drauf, wir stellen zur Seite. Das kommt dann nachher, wenn wir die Suppe fertig haben, serviert haben, kommt oben drauf die Garnitur, heißt die Mischung aus Wurst, Kürbiskern und Brot. Und dann ganz zum Schluss die frisch gehackte Petersilie. Herrlich. So, wieder eine Sache fertig. So, der Karamell, meiner hat sich fast aufgelöst. Ich habe noch ganz wenig am Boden, aber das kann ruhig einfach so lassen und köcheln lassen, das löst sich langsam auf und fertig. So, bei dem Karamell nachher, wenn wir da jetzt gleich soweit sind, geben wir den Abrieb der Orange dazu. Ich gebe schon mal ein bisschen Mondamin in eine kleine Schüssel. Ja, das reicht schon. Ein bisschen kaltes Wasser drauf. Und mit einem Löffel. Dann haben wir das schon mal vorbereitet für gleich. Also Mondamin oder Kartoffelstärke, aber Sie haben ja Mondamin mitbekommen. Zur Seite stellen für unsere Vorbereitung gleich. So, das ist super hier, das hat geröstet. Sehen Sie, herrliches Aroma. Auf Sieb und abtropfen lassen. Ich stelle das mal hier zur Seite, da sehen wir gleich eine schöne Garnitur. So, weiter geht's. Der Crepe-Teig. Jetzt so langsam Endspurt, ne? Oder? Ja, wir machen jetzt so, wir haben jetzt eigentlich das fertig, die Soße ist fertig, Brot ist fertig, wird nur leicht geröstet, Crepes backen noch und da sind wir schon da, das läuft jetzt nebenbei. Sind wir gut in der Zeit? Wir haben 18.55 Uhr. Ist gut in der Zeit, würde ich sagen. So, Brot ist auch fertig, hole ich raus. Lass es mal hier. Okay. Runterrutschen. Zack. Ist heiß, Vorsicht. Lass doch mal an der Seite so ein bisschen auskühlen. Ja, und das wird dann gleich in 2 cm dicke Scheiben geschnitten, leicht geröstet und mit dem Paté belegt. So, das fertig. So, jetzt kommt der Crepe. Der Crepe-Teig. Zick, zick, zick. Eine kleine Kelle. Sieht gut aus. So, wir haben ja noch ein bisschen Butter hier von der Orange. Wie viele Crepes werden jetzt gebraten? 8 Stück. 8 Stück. Jeder soll 2 Stück bekommen. So, ein bisschen Butter in die Pfanne. Hitze ein bisschen reduzieren. Und jetzt den Crepe-Teig hineinlaufen lassen. In der Pfanne laufen lassen. Das kann ich jetzt nicht auf dem Herd lassen, Jungs. Das muss so sein. Ich höre das Schmunzeln aus dem Hintergrund. So, jetzt habe ich hier den ersten Crepe drin. Sie sehen, der hat sich schön verteilt. Ja, war gleich die richtige Menge an Teig, die ich da brauche. So, entweder ein Teller oder hier, ich habe hier so kleine Bleche. Am besten einen Pfannenwender, eine kleine Palette, was auch immer. Ach, herrlich. Und einmal wenden,
hat der Crepe eine schöne goldgelbe Farbe, dünn, so dünn wie es, also es sollte dünn sein, aber auch jetzt nicht so zum Zeitungslesen durch, aber er hat so wie jetzt hier dann, wenn er so sehr dünn ist, nimmt er gar keine Flüssigkeit auf. Und er soll ja gleich die schöne Orangensauce aufnehmen und dann mit dem Vanilleparfait verschmelzen, herrlich. Aha. Freuen wir uns schon, ne? Ja, das klingt sehr gut. So, schon der erste Crepe fertig. Ich mache jetzt mal ohne Butter, das geht glaube ich auch. Also wieder die Pfanne, der Teig leicht reinlaufen lassen und so einmal rundherum laufen lassen. So, auf dem Herd und schon geht ab die wilde Fahrt. So, dann machen wir jetzt hier so ein bisschen nebenbei, glaube ich. Ja, das geht, ne? Derweil hole ich die Kalbsbacke. Schauen Sie mal zu Hause. Das ist vielleicht die Frage, ist die Kalbsbacke gar? Sie haben ja gerade gesehen, was ich gemacht habe, mit der Gabel rein. Und wenn die so abfällt, dann ist sie gut. Oder wenn sie weich reingeht. Ja, wenn Sie einen Gegendruck noch haben, dann müssen wir noch ein paar Minuten warten. Da können Sie ja vielleicht jetzt mal in den Chat rein schreiben, wie das bei Ihnen aussieht. Sonst warten wir da noch einen kleinen Moment. So, die Crepe kann man so ruhig auf etwas erhöhter Temperatur, 6, 7, damit die schön ein bisschen Farbe kriegen, auch backen. Wenn die dann auf der einen Seite noch keine Farbe haben, lassen wir sie noch ein bisschen. Also so leicht braun müssen die. Ja, sein, die, ne? Können ruhig so ein bisschen. Die Crepe sollte nicht von außen wie Oma den Pfannkuchen. Meine Oma hat früher schön mit Gänseschmalz den Pfannkuchen gemacht, hat alles schön rein. Hat auch richtig dunkel war das. Das will man nicht. Also das war lecker, wie die hat schön so, ja, auch herrlich. Die hat so Pfannkuchen gemacht, schöne dicke mit Zwetschge drin, Kirsche drin, was auch immer. Hat die dann aufeinander gelegt, schön Zucker dazwischen und dann so ein Crepe und Liter Milch dazu. Herrlich. Also so ein Pfannkuchen, ja, und ein Liter Milch. Herrlich. Ja. Und am besten noch am nächsten Tag oder abends. Mhm. Da waren die noch leckerer, da waren die schön mit dem Zucker. Aber da ist dieser braune Geschmack ganz gewünscht und ganz lecker. Aber beim Crepe ist das eher so, wo man sagt, ganz leichte Farbe. Das soll er so haben. Man sieht schon, auch die Butter in dem Teig gibt jetzt eben, Sie haben gesehen, ich habe gar kein Fett mehr reingemacht. Und das geht ja, man kennt ja diese Crepe-Eisen, die man da so hat. Und die können Sie ruhig aufeinander legen, da passiert nichts. Die kleben nicht zusammen. So, jetzt wieder eine Kelle Teig reinlaufen lassen. Und wenn Sie selber zu Hause das Gefühl haben, das wird zu dick, dann könnte es vielleicht sein, dass Sie noch ein bisschen Flüssigkeit in den Teig machen. Da können Sie ein bisschen Mineralwasser reinmachen oder noch einen Schuss Milch, den haben Sie ja noch. Ja, das müssen Sie dann selber für sich so entscheiden. Also wir wollen keine dicken Pfannkuchen nachher, weil, ich zeige Ihnen warum, wir wollen die gleich falten. Die werden so gefaltet, so zusammengelegt. Deswegen nachher steht im Rezept auch, die werden mit der Spitze zueinander angerichtet. Mhm. Da meine ich diese Spitzen damit. So werden zwei Stück nachher auf dem Teller angerichtet. Wenn Sie aber jetzt einen dicken Pfannkuchen haben, den kriegen Sie nicht gefaltet. So soll das aussehen. Also im Viertel gelegt, ne? Richtig. So, die Orangensauce, den restlichen Orangensaft dazugeben bitte, den Sie ja auch dabei haben. Hat auch keiner gesagt, dass das hier ein Sommercamp wird, ne? Das ist schon Arbeit. Auch für mich. Ja, so 8 Stück sind schon sportlich. Ja, ist aber gut. Wir können auch ein weniger machen, dann ist er für die schlanke Linie. Ja, für jeden nur einen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, Gottes Willen. Ja, die Soße kocht jetzt auf, bei mir kocht sie gerade auf. Wir lassen die noch mal ein bisschen kochen und geben dann das Mondamin dazu, um das abzudicken. Und dann werden wir das umfüllen in eine etwas größere Pfanne oder auch einen Topf. Aber eine Pfanne ist schön, dann können Sie nachher, wenn Sie anrichten, können wir es schön rüberlegen. Deswegen wäre ganz gut, wenn Sie eine Pfanne so mit dem, ich sage jetzt mal, 28er, 30er Durchmesser haben. Damit können wir das dann machen. So, Sie sehen das? Das, alles gut. Brot, wir könnten eigentlich jetzt, oder ist es noch? Na, es braucht noch. Braucht noch einen kleinen Moment. Also können wir uns in Ruhe eigentlich um die Crepes kümmern? Wir kümmern uns in Ruhe um die Crepes, genau. Zup, umdrehen, fertig. Wenn die ein bisschen ausgekühlt sind, dann falten. Einen nach dem anderen. Oben reinlaufen lassen. Ist natürlich auch ein schöne kleine Zwischendurchmahlzeit, wenn man mal so Nachmittagszeit hat, ne? Die Waffel backen, Crepe backen. Da kann man natürlich jetzt auch in der Weihnachtszeit oder Herbstzeit sich schön mal zu Hause hinsetzen und Crepes backen. Und mal so ein bisschen, ja, ne? Mit irgendwelchen eingelegten Rumpfrüchten, die man vielleicht gemacht hat im Sommer. Für die Kinder mit Schokoladencreme. Ja.
So, ich gebe jetzt mal meine Kaltspacken. Das ist doch. Ja, das ist aber wie mit der Gesichtsmaske im Moment als Brillenträger. Ja, ja. So, jetzt brauchen wir nochmal ein Gefäß oder eine Schüssel oder einen Topf. Ich habe, weil ich jetzt hier nicht selber spülen muss, mir den gleichen Topf nochmal besorgt. Ich habe es ein bisschen einfacher wie Sie zu Hause, muss ich zugeben. Habe da doch die eine oder andere Hilfe dabei, die nachher beim Spülen hilft. So, was ich mache ist, wir nennen das Ausstechen. Wenn Sie mal ein Rezept haben und da steht drin, Sie stechen irgendwas aus, dann ist genau das gemeint. Mit einer Gabel das Fleisch oder das Gemüse ausstechen. Es kam jetzt gerade eine Frage rein, die kann ich nicht so ganz zuordnen. Bitte. Wie lange müssen die Pommes in den Ofen? Pommes? Wenn die Mayo fertig ist. Also vielleicht kann derjenige, der die Frage gestellt hat... Der kann sich vielleicht mal outen. So, ich habe jetzt die Kaltbacken ausgestochen. Jetzt im Rezept steht, der Kaltback kriegt ein bisschen Farbe. Vielleicht ist das Püree schief gegangen und jemand möchte jetzt Pommes zu dem Kalbsbäckchen machen. Das kann natürlich sein. So, der Thymian raus, das Lorbeerblatt raus. Da müssten zwei sein. Ich finde gerade nur eins. Okay. Die Pommes outen. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Pommes. Ja, vielleicht hat jemand die Pastinaken-Hinweise, wie hießen die? Die Parsnips. Genau. Ach, das kann das sein, ne? Das wäre ärgerlich. Dass jemand noch ein paar Pastinaken in den Ofen gegeben hat. Okay, dann sind die bräuchten jetzt, dann 20 Minuten. Die sind Minuten. Hier 20, 25 Minuten. Ja. So, wieder ein Crepe gefaltet. Herrlich. So, ich habe jetzt hier die Kalbsbacken mal. Genau. Wir brauchen den nochmal. So, jetzt können Sie den. Ich habe die Kalbsbacken jetzt aus dem Backofen geholt. Im Rezept steht, Sie sollten jetzt den Ofen auf 80 Grad runtersteuern. Aus dem Grund, wir werden die Kalbsbacken jetzt wieder zurück in den Topf geben. Wenn die Soße püriert ist, abgeschmeckt ist und fertig zum Servieren, werden wir die zurückgeben in den Backofen, um da die Kalbsbacke warm zu halten. Weil das ist ein Teil von dem, was Sie nachher in Ihrem Fertigstellvorgang haben. Also meine Kalbsbacken sehen super aus, ja, sind schön geschmort, weich. Und für jeden zwei Stücke, so kommen die nachher auf den Teller. Ich schiebe die mal eben in den Backofen schon, halte die dort warm und zwischendurch mache ich noch einen Crepe. Ja, jetzt wird es stressig, merke ich schon. Auch ja. Hier wird es stressig? Ja, es geht. So, nochmal wieder. So, jetzt nehme ich mir wieder den Pürierstab, den wir eben für die Kürbissuppe hatten. Vorsicht, der Topf ist heiß, vergisst man schon mal gerne, wenn man den gerade aus dem Backofen geholt hat. Und püriere die Soße fein. Oh, ich glaube, der Crepe. Oder? Wenn er so dampft? Oh, nee, das ist doch kein Wasser. Ich guck mal eben. Mhm. Der Crepe ist. Ich hoffe, Sie haben zwei Leute zu Hause. Crepe ist auch schön jetzt. So, die Soße, sehen Sie jetzt schön, hat eine schöne Seligkeit. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zum Abschmecken der Soße. Und zwar soll die jetzt, ich probiere mal eben, ist schon lecker, muss aber noch ein bisschen bearbeitet werden. Wir haben ja einmal die Zwiebelmarmelade, da würde ich mal einen guten Klecks davon da reinmachen. Ein Schuss von dem Cassis, nicht zu viel. Und von dem Pfeffer Melange Noir. Das ist also Pfeffermischung von Ingo Holland mit Kubinpfeffer, Pfefferlang. Ja, die zwei vorher, ein bisschen Sellerie ist mit drin, ein bisschen Senf, also ein bisschen lecker abgeschmeckt. Und da muss man noch riechen. Herrlich. Mm. Ein duftiges Aroma, gar nicht scharf, ist eher duftig, als dass es scharf ist. Ja? Und das ist eigentlich die Idee dahinter. So, eine gute Prise, also wirklich da rein. Und dann mal. Das Ganze umrühren. Ich für mich, für meinen Geschmack, weil wir haben nachher schon so ein bisschen die Kalbsbacke braucht gute Würze, weil sie sonst schon ein bisschen langweilig rüberkommt. Ja, es ist jetzt nicht wie so ein Fleischstück, was ja auch dann immer saftig ist. Hier ist ein bisschen Fett mit dran, die Sehne, das braucht einfach ein bisschen Würze. Deswegen mache ich in meine Soße jetzt hier nochmal ein bisschen Salz. Aber dann ist das auch schon so genau, wie es sein soll. Ja.
Genau, nach Gusto. Jetzt kommt der Zucker, nach dem vorhin gefragt wurde. Genau, wir haben den Zucker. Wobei ich jetzt sage, die Zwiebelmarmelade ist süß. Mhm. Ich brauche hier jetzt die Zwiebel, war süß. Den Zucker können Sie morgen früh zum Kaffee trinken. So, ich nehme meine Kalbsbacke wieder aus dem Ofen. Schütt die fertige Soße da drauf. Und so kann ich die jetzt schön im Ofen bei 80 Grad warm halten. Ja? Die geht wieder zurück in den Ofen. Und bis wir gleich den Hauptgang servieren, es ist perfekt. Hält es warm. So, nochmal den Krebs. Ich habe 2, 4, 6 habe ich schon. Ja, oder man nimmt eine größere Pfanne und macht einen großen für jeden. Oder so. Oder so. So, ich sehe jetzt gerade hier meine Orangensoße. Die sollte bei Ihnen vielleicht auch jetzt schon, wenn Sie bei dem Stadium sind. Ich habe hier, kann ich mal zeigen, die ist so ein bisschen zäh geworden. Sehen Sie, die ist tropft nicht mehr, sondern die ist ein bisschen zäh. Das ist eigentlich schon so ein bisschen reduziert, das ist auch genau richtig. So, jetzt ein bisschen von dem Mondamin dazu. Dann sieht man, wie das so ein bisschen bindet. Es wird ein bisschen trübe, das ist normal durch die Stärke. Aber ja. Ganz kleines bisschen noch. Und jetzt sehen Sie, wenn die Soße aufkocht, wirft die etwas größere Blasen, als sie eben geworfen hat. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Soße sich mehr bindet. So, der Crepe hat auch eine schöne Farbe, der ist jetzt ein bisschen braun geworden. So, und jetzt hier die Hitze reduzieren, die Soße ist fertig, können wir ausstellen. Die gefalteten Crepes werden jetzt gleich mit der Orangensoße zusammen in dieser Pfanne und den Orangenfilets. Die Orangenfilets kommen jetzt in die Orangensoße. Wo ist denn mein Feuerzeug? Feuerzeug? Ich hatte hier eins liegen. Ah, hier. So, die Orangensoße. Die sind von dem Controller dran. Das ist jetzt auch ein spannender Moment dann für viele zu Hause. Ich glaube, so oft hat man da noch nichts flambiert. Ja, klappt auch noch nicht so ganz richtig. Ich glaube, wenn er zu lange offen gestanden hat. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt mit dem Flambieren, aber vielleicht klappt es bei Ihnen zu Hause und Sie flambieren schön Ihre Crepes. So, wieder den Teig in die Pfanne. Dann sind wir auch gleich schon fertig mit den Crepes. So, gefaltet. Wie viel haben wir? 1, 2, 3. Ah, ich bin schon gleich fertig mit der vierten Portion. Sehr gut. Dann haben wir noch ein bisschen auf hier. So, jetzt können wir die Crepes können wir backen. Die Soße ist fertig. Ich kann hier noch mal ein bisschen aufräumen. So, wenn Sie möchten, Sie können ja die Soße probieren. Wenn Sie mehr oder wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten ein bisschen mehr fettrigen oder butterigen Geschmack haben, dann können Sie jetzt natürlich noch ein paar Butterflocken in die Soße reinmachen, die Orangensoße. Aber ich glaube, das ist nicht nötig. So. Jetzt kommen wir zu unserem Brot. Ich glaube, der Crepe will umgedreht werden. Oh ja, der Crepe will umgedreht werden. So, das Brot schneiden wir jetzt in, ich sag mal, 1,5 bis 2 cm dicke Scheiben. Leicht schräg. Und am besten in, wir brauchen 8 Scheiben, die wir jetzt gleich nochmal in Olivenöl so ein bisschen rösten und dann mit dem Pâté bestreichen. 1, 2, 6. Das restliche Brot können wir nachher zur Suppe servieren, und die damit dann, haben wir nochmal eine kleine Beilage zu unserer Suppe. So, wie weit sind Sie zu Hause mit Ihren Crepes? Ich bin fertig. Ich mache jetzt den letzten Crepe. Ich hätte vielleicht noch Teig für einen Crepe.
Aber wir haben auch schon so viel. Sind schon 8. Echt? Das ist jetzt Nummer 9. 1, 2, 3. Oh, wir haben schon genug. Ich bin übermotiviert. So, jetzt geben wir die Crepes, legen wir in die Pfanne ein. Und übergießen die jetzt gleich mit der Orangensoße. So werden wir die warm halten oder erstmal so zur Seite stellen. Ja, drüber. So, das ist das fertige Produkt. Crepes in Orangensoße, die Sie dann nachher auf dem Herd nochmal kurz erwärmen, um dann die mit dem Parfait zu servieren. Ich stelle die mal hier zur Seite. Nachher beim anderen. Einen Crepe backe ich noch fertig. So, wir brauchen noch mal eine Bratpfanne, in die wir ein bisschen Olivenöl geben für das Toasten oder Crossbraten der Bruschettas. Und jetzt kommt eigentlich der Schritt, wenn man ein Bruschetta macht, dass man irgendein Brot, Bruschetta ist eigentlich eine Zubereitung, hat eigentlich gar keine Grundlage das Brot, es ist meistens ein weißes italienisches Brot, hier in dem Fall ein bisschen würzigeres Brot, aber, oder dieses mit den Tomaten gemischte Brot, aber hat eigentlich keine große Eigenidee, sondern die Zubereitung, man toastet was und gibt dann in dem Fall oftmals Tomatenmix obendrauf oder irgendwas anderes, in dem Fall heute das Pâté. So, was noch fertigzustellen ist, ist die Vinaigrette, die wir mit dem Pürierstab jetzt mixen, also mixen. So, einmal die Zwiebeln reinmixen und jetzt brauchen wir 75 Milliliter Pflanzenöl, was wir dann mit dem Pürierstab in die, ich habe hier ein Rapsöl, was wir da reinmachen. Sie können auch ein Traubenkernöl vielleicht verwenden, wenn Sie ein etwas aromatisches oder vielleicht ein Erdnussöl, was dem Ganzen dann ein wenig mehr Aromatik verleiht. Das ist unsere Vinaigrette. Man sieht, die hat so einen sämigen Charakter. Wichtig ist, wenn Sie den für diese Vinaigrette, die Sie auch für einen Salat nehmen können, verwenden, ruhig mal ein Salatbad reintauchen und gucken, ob die Konsistenz passt, ob der Salat an dem Salatblatt die Vinaigrette kleben bleibt. Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, wenn es zu dick ist, noch einen kleinen Schuss Wasser dazugeben. Wenn sie zu dünn ist, einen kleinen Schuss Öl weiter hinzugeben. Lecker, passt. Kommt in den Kühlschrank, wird gleich mit dem Pâté serviert. So, jetzt die Brotscheiben in Olivenöl ein bisschen toasten. Das ist ja ruhig großzügig Öl, ne? Das nimmt ruhig so ein bisschen Öl auf gleich und gibt dem Ganzen nochmal einen Geschmack und gleichzeitig auch so eine gewisse Saftigkeit, aber auch kross. Es wird halt kross dadurch. Ne? So, ich habe hier mal einen Teller vorbereitet, sollten Sie zu Hause auch machen, mit ein bisschen Küchencrepe drauf, wo Sie dann die Brotscheiben drauflegen, damit das restliche Olivenöl so ein bisschen abtropfen kann. Das restliche Brot servieren wir nachher mit der Suppe einfach so in der Mitte auf dem Tisch. Zuck. Sehr schön. So, das wird einfach, mal gucken, ein bisschen kann es noch. Es sollte ruhig ein bisschen Farbe nehmen, damit es kross wird. Einen Crepe habe ich über, den tue ich heute. So, und dann sind wir auch schon eigentlich mit allen Vorbereitungen soweit dabei. Was wir jetzt machen, wir können jetzt schon den Apfelsalat mit der Vinaigrette doch schon mal marinieren. Das heißt, jetzt kann so ein bisschen der Apfel die Vinaigrette
die Vinaigrette aufnehmen. Er kann so ein bisschen weich werden. Ja, ich mische das mal so ein bisschen durch. Ja, dass er schön in der Vinaigrette liegt, die Apfelscheiben, die einzelnen Apfelscheiben, dass sie dann ein bisschen beweglicher werden oder formbarer werden, damit sie nachher so in so Wellen in dem Pastinakenpüree legen. Die lassen wir jetzt am besten auch draußen stehen, dass er ein bisschen temperieren kann und nicht zu kalt ist. So, ja, jetzt hat das Brot so ein bisschen Farbe gekriegt und knuspert so ein bisschen. Und das ist genau das, was es soll. So, ich resümiere mal. Wir haben unsere Kalbsbacke fertig, warm. Ich hoffe, das hat zu Hause auch jeder. Wir haben unser Pastinakenpüree warm. Wir haben unsere Kürbissuppe heiß und warm zum Servieren gleich. Wir haben die Garnitur fertig. Und da können wir jetzt schon hingehen und aus dem Sieb heraus, also bei mir ist gar nicht viel Öl in der Pfanne oder im Topf geblieben. Das hat das ganz schön aufgenommen. So, und das kann man jetzt mit dem Kürbiskernöl marinieren und abschmecken. Einfach mal so ein bisschen durchrühren. Ja. Das hört sich auf jeden Fall sehr kross an. Genau, es hört sich crunchy an und das ist genau die Idee. Dann haben wir hier schon eine kleine Beilage fertig. So. Das Brot toastet schön, sehe ich schon. Wir haben unsere Suppe also fertig mit der Einlage. Wir haben das Pastinakenpüree, wir haben den Apfelsalat, wir haben die Kalbsbacke fertig, wir haben den Orangencreme fertig, wir haben das Parfait fertig und alle anderen Zutaten sind eigentlich schnell jetzt gleich angerichtet. Ich hoffe, dass Sie zu Hause auch soweit sind und auch wirklich die Zielgerade bereits sehen. Licht am Ende des Tunnels. Genau. Und mit großem Hunger. So, jetzt nehme ich die raus. Ich würde die noch mal so ein bisschen. Nee, das machen wir gleich. Wir machen gleich das Paté drauf und dann machen wir oben noch mal zum Abschluss so ein paar schöne, knackige Salzperlen oben drauf. Also ein bisschen Fleur de Sel. Mhm. Dass dem Ganzen dann noch mal so ein bisschen Würze und Pfeffer. Und wir haben Ihnen ja die Volksbank ein großes, ganz schön ein kleines Geschenk mitgeschickt. Ja? Eine Würzmischung. Das ist eine Würzmischung, die wir oder ich kreiert habe, die wir für bestimmte Gerichte anwenden, die aber eigentlich auch sehr universell annutzbar sind. In dem Fall ist es eine Pfeffermischung mit verschiedenen Zutaten noch drin, die so ein bisschen aromatisch sind, wie Basilikum, Boxhornklee, Lauch, Paprika, rosa Pfefferbeeren. Das ist so eine kleine Mühle, die sehr praktisch ist. Wenn wir gleich das Paté auf die Croutons angerichtet haben, kommt das oben nachher drüber, um dem Ganzen mit dem Meersalz nochmal so eine ganz frische Aromatik zu verleihen. Mhm. Es kam gerade noch die Frage, kaum Grundlage für die Soße, was tun? Für die Soße vom Kalbsbäckchen wäre dann an der Stelle gefragt. Ja, für die Soße vom Kalbsbäckchen. Ja, ruhig ein bisschen Wasser drauf, weil Sie haben den Geschmack dabei. Sie haben ja reichlich Zwiebeln drin. Genau, Wasser, die werden ja püriert. Wasser, ne? Drauf, ein bisschen Wasser drauf, mhm. Nochmal köcheln lassen, dann pürieren. Der Geschmack wird so sein. Es ist halt einfach dann beim Garen im Backofen ein bisschen zu viel Feuchtigkeit verdampft. Aber der Geschmack ist drin. Schönen Schuss Wasser hinterher. Das ist abgeschmeckt. Vielleicht noch einen kleinen Schuss Weißwein. Nochmal wieder auf dem Herd. Pürieren mit den Zwiebeln und dann haben Sie nachher auf jeden Fall die Soße, die wir brauchen. Wunderbar. So, dann mache ich jetzt mal das Paté und die Preiselbeeren da drauf. Mhm. Ja. Ah, super. So, da können wir mit einem kleinen Löffelchen, ich habe mir hier was zum Anrichten, das Bruschetta. Können Sie gerne einzeln servieren oder wie ich habe mir hier so ein kleines Olivenholzbrettchen besorgt. Das hat mal einen etwas anderen Charakter. Ich mache also von dem Paté und das muss jetzt auch gar nicht schön sein. Das soll ruhig, wie Sie das vielleicht aus Frankreich oder Italien kennen, einfach so ein bisschen drauf gestrichen. Zack, auf das Brettchen drauf. Und da haben wir schon unser erstes Gericht quasi fertig. Da soll ja so ein bisschen die Einstimmung gleich auf unser Menü sein. Deswegen habe ich gedacht, ich mache es am Brett in die Mitte. Da kann sich jeder dann ein oder zwei, wie er möchte, greifen und damit dann beginnen. So als kleinen Happen davor. Dazu dann schon mal ein schönes Gläschen Weißwein oder auch vielleicht haben Sie sich zu Hause noch mal was anderes überlegt. Ein kleines Aperitif, irgendwas, was mit Blubbere zu tun hat, zu servieren. Aber
Wenn man jetzt einen Vegetarier als Gast hat? Dann könnte man zum Beispiel auf dieses Brot irgendwie Pesto oder wenn wir ein schönes Pesto haben, den einfach mit ein bisschen, sag ich mal, grob gehackten Käse, ob es ein Manchego ist oder ob es ein bisschen Parmesan ist, kurz auf das Crouton drauf machen, dann hätten wir die gleiche Variante. Ne? Also dann hätten wir auch eine Variante, wo wir sagen, das Brot ist das, was dann auch sicherlich würzig und schön ist. Und da passt sehr gut so ein bisschen Mandel oder Pinienkerne dazu. Mhm. Käse passt wunderbar dazu. Also das wäre so eine Alternative, die man dann nutzen kann. Oder eine Frischkäsecreme. Ich habe letztens zu Hause ganz schön, ganz einfach, ganz simpel. Ein bisschen Hüttenkäse, frische Radieschen rein, Schnittlauch rein. Toll. Hüttenkäse, Radieschen ist eine tolle Kombination. Gibt dem Ganzen so ein bisschen Pfiff der Radieschen. Hüttenkäse ist immer sehr lecker und sehr durch die Körnigkeit, von der Struktur, von dem her sehr gut. Also von daher könnte man das zum Beispiel machen. Ne? Ja. Oder der Vegetarier schreibt mir, ich habe ein ganz schönes Rezept von einer Mandelcreme, die sogar vegan ist. Ja, da werden Mandeln abgezogen, Trauben abgezogen. Das wird zu einer Paste verarbeitet. Mhm. Oben kommen dann nachher die Trauben drauf. Herrlich, auch ein ganz tolles Gericht. Wäre auch schön. Also da muss irgendwas. Es gibt schöne Alternativen, ne? Ja, es gibt sicherlich was. So, jetzt die Preise werden so ein bisschen abtropfen lassen und so ganz einfach mal da drauf verteilen. Das gibt nachher so ein bisschen die Süße, dieses Herbe, was ich am Anfang beschrieben habe. Das passt halt perfekt zu zu dieser Pâté. Das gibt dem Ganzen einen frischen, leckeren Charakter. Wir machen gleich noch, wir haben ja Schnittlauch gehackt für den Apfelsalat. Da machen wir gleich noch ein bisschen Schnittlauch drauf, dann haben wir auch ein bisschen was fürs Auge und nochmal so etwas andere Schärfe vielleicht. Sehr schön. So, dann haben wir schon unser erstes Gericht fertig. Haben wir den Schnittlauch noch. Der will nicht. Ich habe da, glaube ich, irgendwas drin. Ja, ich gucke gleich mal. So. Ich glaube, die Brunnenkresse, die. Die können wir aber auch rausholen. Wenn Sie, wenn Sie das mal gerade machen könnten, wäre super. So, dann unser Gewürz. Einfach mal, wie als wenn Sie aus der Pfeffermühle drüber. Und da riechen wir schon den Pfeffer, den rosa Pfeffer, Koriander, Boxhornklee, alles so ein bisschen Aromaten, die wunderbar auch eben zu diesem Pâté passen. Ganz wenig Meersalz oben drauf. Und schon haben wir... Sieht auch weihnachtlich aus von den Farben her. Ja, es hat schon was Herbstliches, Weihnachtliches. Ja, das stelle ich mal hier rüber. Dann haben wir schon das Erste. Wunderbar. So, die Brunnenkresse habe ich ja mittlerweile, die tropfen wir einfach mal ab. Das Wasser weg. Mal eine neue Schüssel nehmen. Ja, so. Kann man auch in der Salatschleuder noch schleudern, aber... Ich sag mal, wenn zu Hause jetzt jemand nicht richtig mitkommt, der kann ja auch jetzt in dem Moment einfach zusehen, oder? Genau. Und jetzt dann die Anrichte. So, wir sollten ja eigentlich jetzt soweit, wenn alles gut gelaufen ist, sollten wir soweit sein. Sind ja alle Komponenten fertig. Dass wir alle Sachen fertig gekocht haben und in diesem Stadium haben, wie ich es hier habe, fertig zum Anrichten. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch, wie, und jetzt kommt eigentlich der Zettel, den ich Ihnen mitgeschickt habe heute, zum Tragen, wo Sie feststellen oder wo Sie sehen, wie die Teller fertig gemacht werden. Wir sind ja jetzt bei der Suppe. Wenn wir die gleich anrichten, werden Sie die Suppe direkt servieren mit dem Crouton. Und danach werde ich mit Ihnen oder für Sie, damit Sie es einmal sehen, die Teller anrichten. Das heißt, ich werde 4 von diesen Hauptgangtellern anrichten, werde die hier vorne präsentieren, werde die Desserts anrichten und dann sehen Sie den fertigen Teller einmal und Sie können dann nachher, wenn Sie die Vorspeise in Ruhe gegessen haben und langsam zum Hauptgang übergehen wollen, können Sie dann den Hauptgang anrichten und fertigstellen und genauso auch das Dessert. So, ich habe mir hier mal ein paar Teller vorbereitet. Das fängt einmal an mit der Suppe. Bei der Suppe bin ich gerne immer dabei, das mit einem Litermaß anzurichten. Mhm. Sie können das natürlich auch mit einer Kelle machen, aber wenn Sie ein Litermaß haben, ist das vielleicht ein wenig einfacher. Ja, ich schmecke die Suppe noch einmal ab. Ich glaube aber, dass sie lecker ist, aber ich probiere noch mal. Nur mal sicher. Sehr lecker. Ich mixe sie noch einmal auf, wenn Sie die gleich anrichten. So, dann kriege ich noch mal so ein bisschen frische Farbe. Zack. Perfekt
abgemessen. So, dann können Sie eine Suppenteller, Suppentasse, je nach Gusto, was Ihnen besser gefällt, können Sie gleich die Suppe einfach einschenken. So. So soll die Suppe aussehen. Dann kommt, hören Sie den Knusper hier, einfach zwei Löffelchen von der Suppeneinlage in die Mitte der Suppe platzieren. Wenn Sie Liebhaber und Fan von Kürbiskernöl sind, könnte man jetzt noch so einen kleinen Streifen Kürbiskernöl drüber ziehen, aber ich glaube, durch die aromatischen Croutons haben wir alles, was die Suppe braucht. So, dann kommt auf die Suppe unsere Petersilie. Einfach schön da drauf streuen. Und da, wie gesagt, es geht einmal natürlich um die Optik, das sieht schön aus, sieht frisch aus. Aber die Petersilie, dadurch, dass sie jetzt auf die warme Suppe fällt, entfaltet durch die ätherischen Öle ein schönes Aroma und gibt dem Ganzen nochmal einen schönen Geschmack. So, stellen uns das mal hierher. So soll die Suppe aussehen. Toll. Was ist denn hier los? So, für den Hauptgang, wenn Sie gleich Ihren Hauptgang anrichten, können Sie die Kalbsbacke aus dem Ofen nehmen, in der fertigen Soße. Den Deckel abnehmen, wieder aufpassen, ist auf jeden Fall heiß. Sie haben jetzt den Apfelsalat. Also wirklich ein kleiner Tipp, wenn Sie zu Hause gerade ins Straucheln kommen, atmen Sie durch, schauen Sie sich das jetzt kurz an. Mit den Sachen kann ja nichts passieren, die Kalbsbacke kann noch mal ein halbes Stündchen auch im Ofen bleiben. Auch wenn der Hunger groß ist, atmen Sie durch, entspannen Sie, schauen sich an, wie das angerichtet wird und dann danach geht es weiter. Genau, so, dann habe ich jetzt den Apfelsalat, da habe ich den frischen Schnittlauch dazu gegeben. Der gibt ihm jetzt so den letzten Touch und mische das einmal runter, habe das fertig. Hol mir mein Pastinakenpüree dazu. Das habe ich ja mit der Alufolie warm gehalten. So können Sie dann gleich den Teller, hol ich am Teller dazu. Das ist echt ein guter Tipp. Ich habe mir eben überlegt, wie man Püree warm halten kann. Das geht super so, ne? Ja. So auf niedriger Hitze, dann haben Sie es warm und müssen es nicht nochmal warm rühren, weil das ja immer dann auch ganz schnell zu diesem Anbrenneffekt und so führt, also von daher ganz wichtig. Ne? So, dann mit einem Esslöffel, ich habe im Rezept geschrieben, 2 Esslöffel Pastinakenpüree auf dem linken Mitte-Teller anrichten. Das meine ich so. 2 Löffel, das machen Sie jetzt erstmal bei allen Tellern, alle 4 Teller. Da ist gleich noch ein bisschen über, auch das wieder schön in die Mitte auf dem Tisch, kann jeder noch nachnehmen, aber ich denke, 2 Löffelchen von dem Püree reichen erstmal. Und jetzt fahren Sie mit dem Löffelrücken von links nach rechts über den Teller. Und dann entsteht, im Rezept steht eine Mulde. Das ist die Mulde, von der ich spreche. So, das Püree wieder zurück auf den Herd und warm stellen. Und jetzt nehmen Sie den Salat und legen ihn so ein bisschen in die Mulde hinein. Und er steht so ein bisschen hoch. So, und gleich haben Sie eine kalt-warme Kombination, was ein ganz schönes, ja, auch so ein Erlebnis im Mund ist, was ganz anders ist, als man sonst so kennt, weil man sonst nur warme Komponenten auf dem Teller hat oder vielleicht mal einen Blattsalat oder so. So, jetzt die Kalbsbacke, auch wieder erstmal die Backe und dann schreibe ich nachher im Rezept napieren. Ich lege erstmal die Backe neben die Napieren. Genau. Das ist ein Ausdruck, den kennt man nicht unbedingt, erkläre ich aber gleich nochmal. Die Kalbsbacke jetzt erstmal daneben legen, also nur mit der Soße, die Sie sowieso mit so einem Löffelchen mitnehmen, was aber jetzt keine große Menge ist. So.
Das ist schon eine ordentliche Portion, ne? Also ja, bei so 3 Gängen mit einer Suppe kann man das schon, ja, ist das schon gut. Vielleicht habe ich auch die eine oder andere nicht genau in die Mitte getroffen, weil hier, das ist ein bisschen kleiner. Das ist dann für die Mädels hier. So, und dann reden wir von Napieren. Napieren heißt jetzt die Soße, die Sie haben noch, mit dem Löffel über das Fleisch geben. Und das nennen wir in der Fachsprache Napieren. Ah, okay. Ja, das trifft man ja nochmal bei den... So, und dann richten wir das so an. Schön. Auch die restliche Soße wieder auf dem Herd. So, und jetzt gehen wir hin, die Kresse. Dann nehmen wir ein bisschen, wir haben ja von dem Apfelsalat ein bisschen Dressing über, ganz wenig Dressing an die Kresse. So ein bisschen durchmengen. Und dann auf dem Salat. Ach, so großzügig. Mhm. Ja, die Kresse ist lecker und gibt dem Ganzen eine schöne Würze nachher. Ja. Ja, Sie haben einen Bund Kresse dabei, damit können Sie schön dieses Gericht vollenden. So, und jetzt bin ich immer so ein Freund von noch mal so ein bisschen auf den fertigen heißen Teller, so ein bisschen Pfeffer. So, so soll der Hauptgang aussehen und schon haben wir 4 schöne Teller für den Hauptgang. Für Sie und Ihre Gäste, Familie, Lieben, für die Sie heute Abend gekocht haben. Oder kochen, noch kochen. So, wenn Sie dann ja nachher Ihre Kalbsbacke gegessen haben, wieder zurück nach einer kleinen Pause in die Küche gehen, sollten Sie die Krebs nochmal aufkochen in der Soße. Dafür habe ich jetzt mal so etwas Teller, die eine leichte Mulde in der Mitte des Tellers haben, sodass die Soße dann so ein bisschen ins Zentrum des Tellers laufen kann. Ah, ich lasse das mal eben einmal aufkochen. So, die Kollegin hat dann freundlicherweise... Wir haben gerade ein ganz tolles Bild gekriegt. Der erste Tisch ist schon bereit mit der Vorspeise und... Super! Ja, also das sieht doch toll. Mit einem ganz lieben Zettel. Wir geben ganz liebe Grüße zurück und wünschen einen wundervollen Appetit und einen tollen Abend dann noch. So, jetzt habe ich hier das Parfait in den Aluförmchen. Das habe ich jetzt ein paar Minuten vorher rausgeholt, weil ich schon eins gestern produziert habe. Ihr es aber sicherlich jetzt nachher fest ist, wenn Sie fertig sind mit Essen. Die Möglichkeiten, das aus dem Förmchen rauszuholen, ist einmal mit einem Messer am Rand vorbeizuschneiden oder wenn Sie ein kleines Töpfchen nachher mit heißem Wasser auf dem Herd haben, kurz eintauchen und stülpen, also rausstürzen. So, Ihr Crepe ist fertig und nachher soll es so aussehen, dass der Crepe, ja, das so ein bisschen mit der Orangensauce schon mal in der Pfanne, mit der Spitze in die Mitte des Tellers zeigend, soll der Crepe, und das duftet jetzt ganz toll nach Orange hier bei mir, da ist schon so ein bisschen ein weihnachtlicher Charakter dahinter, obwohl es eigentlich kein Weihnachtsgericht ist. So, so richten Sie 2 Crepes auf ungefähr 11 Uhr des Tellers an. Mit den Spitzen zur Mitte. Jetzt die Orangenfilets gleichmäßig, sagen wir mal 4 Stück, 4 auf jeden Teller verteilen. Die verbleibende Soße, die jetzt noch in der Pfanne ist, einfach dann gleichmäßig verteilen. So. Und jetzt das Parfait aus der Form auf den Teller stürzen. Das kann ruhig, das soll, ich habe das jetzt hier ein paar Minuten früher aus dem Tiefkühler geholt, sodass es ein bisschen antaut. Wenn Sie es den Tag vorher machen, also wenn Sie es jetzt am gleichen Tag machen, wird es gerade so sein, dass es gut ist. Wenn Sie es aber einen Tag vorher machen, wird es auf jeden Fall sehr fest sein oder durchgefroren sein, nennen wir das in der Fachsprache, dann ist es irgendwann zu hart und dann sollten Sie es vielleicht so eine halbe Stunde früher rausholen, damit es nicht ganz so hart ist. So, dann kommt da noch zur Vollendung, habe ich Ihnen auch mitgeschickt, einmal ein schöner Minzzweig, der da dran kommt, zur Garnitur und dann ganz zum Schluss gibt es 2 schöne kleine Schokoladentrüffel in Ihrer Box, die Sie dann mit einer
Trüffelreibe oder mit irgendeiner anderen Reibe. Ich habe jetzt hier eine Trüffelreibe. Sie können auch die normale Küchenreibe wieder nehmen. Über das Gericht reiben und somit einmal einen schönen Dekorationseffekt erzielen. Aber viel wichtiger ist, dass diese leichte Bitterschokolade und der Kakao, der um den Trüffel ja drumherum ist, ein schönes Aroma in Kombination mit der Orange vermittelt. Also Schokolade und Orange und Vanille passt halt perfekt zusammen. So, und jetzt sehe ich gerade, zwei ist fast zu viel, dann kann ich ja einen essen. Lecker. Ja, Sie können es danach ein bisschen großzügiger machen. Und so soll dann Ihr Dessert aussehen. Oh. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und einen schönen Abend. Und vielen Dank, dass wir zusammen kochen durften. Auch von uns einen ganz tollen Abend. Genießen Sie das Menü, was Sie jetzt unter schweißtreibenden Tätigkeiten zubereitet haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns bald wieder. Und denken Sie dran, wenn Sie jemandem was Gutes tun wollen, die Volksbank Rhein-Ruhr verlost noch eine Kochbox. Schreiben Sie an marketing@volksbankrhein-ruhr.de, wer denn eine Kochbox erhalten soll. Und wir losen das am Montag direkt aus. Ja. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Zeit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und alles Gute. Von mir auch. Bleiben Sie gesund, viel Spaß beim Nachkochen und heute Abend noch einen schönen Abend. Alles Gute, bis demnächst. Ciao. Tschüss.